Start up in Oscar, I'm the mountain making high. He is the greatest, I'm the world's greatest. I'm bouncing up in no star, I'm an immemento raw. He is the greatest, singst du? I'm the world's greatest. Der Typ gewinnt gerade Europameistertitel, geht in eine Sendung, weißer Schwein, um seinen sportlichen Erfolg zu feiern. Und der singt mir einen vor. Ja, der singt einen vor. Natürlich, sehr gut. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Nizar und Cheyenne Podcast, die Deutschen. Yes. Wir sind nicht nur die Deutschen, denn wir haben ihn heute hier, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Den besten deutschen Heavyweight, der momentanige Europameister. Jawohl. Im Schwergewicht. Da er viel von mir gelernt hat, ja, konnte er das so richtig rekrutieren. Ohne dich hätte niemals den Europameistertitel. Meine Damen und Herren, ein Applaus für Agit Kabayel. Jawohl, wir haben ihn hier, endlich. Endlich. Ja. Erstmal endlich. Schön, dass es geklappt hat. Ja, safe. Warum nicht? Ich bin immer am Start, wisst ihr doch. Ja, sehr gut. Wenn Action am Start ist, bin ich auch immer am Start. Geil. Ja, geil, geil, dass du da bist. Erstmal die ganz normale Frage. Wie geht's dir? Bruder, mir geht's soweit eigentlich gut, außer dass ich einen kleinen Cut am Auge noch habe. Aber sonst mir ist das gar nicht gut. Aufgefallen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ist nichts Negatives. Nein, nix. Aufgefallen. Ich finde, du bist ein sehr positiver Mensch. Ich hab auch gemerkt, wo ich hier reinkam, so der Respekt war direkt da. Ja, ja, normal. Weil ich glaube, meine Größe wurde so... Die haben gesehen, ich bin groß. Du wurdest ein bisschen unterschätzt. Und weil wir ja alle klein sind, du sahst aus wie bei Herr der Ringe, wie Gandalf. Wir sind so alle diese kleine Hobbits. Ja, der läuft so. War schon gerade im Lustig, wo ich gesagt habe, dass mein Bruder 1,81 ist. Sagt er, mein Bruder ist klein. Sag ich, wie groß 1,81? Ja, das ist bei uns. Der ist so riesig. Ja, ja. Ja, ja, sehr gut. Erstmal schön, dass du da bist. Das freut uns wirklich sehr. Gerne, gerne, Jungs, gerne. Und gerade, dass es auch jetzt geklappt hat. Eigentlich hatten wir das schon viel früher vor. Aber weil du viel unterwegs bist. Und weil du unzuverlässig bist. Und weil er ein Star ist. Und nein, nein, der Nizar hat das geplant. Nein, das stimmt weil nicht. Weil er wollte, dass ich meinen Sieg hole und dann nach ihm komme. Ja, genau. Ja, ja, 100%, das glaube ich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ohne Sieg hätte ich ihn ganz schön eingeladen. Doch, natürlich auch. Bleib doch. Wir sind doch Brüder. Was denkst du von dir? Ja, klar. Das hat nichts mit dem Sieg nein, zu tun. Nein, gar nichts. Sehr gut, sehr gut. Ja. Also für alle Zuschauer und Zuhörer, ne? Heute wird es so laufen. Wir haben hier zwei... Nee, anders. Wir haben jemanden, der diesen Boxsport lebt. Ausübt. Jeden Tag kämpft. Wir haben einen, der nur vorm Fernseher sitzt und sich Boxsport anguckt. Das ist das Gleiche. Und ich werde gezwungen, nachts um 3 Uhr mal aufzustehen. Ey, da kämpft irgendjemand mit Sonnenbrille gegen den anderen. Der Nizar war schon immer stabil. Das heißt, ich habe keine Ahnung vom Boxen, aber das wird interessant. Ich werde heute die Rolle einnehmen für den Zuschauer und Zuhörer, weil ich habe auch viele Fragen an dich. Das bedeutet, an Nizar, meinen lieben Partner, wenn ich eine Frage an ihn habe, darf er es auch erklären. Also nicht reingrätschen. Ja, genau so. Das ist gut. Freut mich. Also, wie ist es für dich, einen Europameister hier zu haben? Weil du bist ja ein Boxliebhaber. Ich bin ein Fan. Ich kenne Agit jetzt natürlich auch, glaube ich, über 10 Jahre. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Er war ein sehr, sehr höflicher, netter Mensch, immer. Er ist sehr, 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 ja, er diszipliniert. Hat diszipliniert. Er Geld gibt später, ne? Geld gibt später. Er hat eine gute Erziehung genossen. Er ist wirklich sehr, sehr höflich. Und ich feiere das, wenn jemand, weil man hat ja immer das Bild, Boxer, Heavyweight groß, der wird wahrscheinlich so ein Assi sein, der wird seine Macht ausnutzen. Ey, Jungs, ihr schmeichelt mir vor, gleich gehe ich mit einem breiter Brust hier raus. Nein, nein, du hast ihn verdient. Ja. Und das kriegt man ja nicht einfach so, ne? Da muss man sich schon... Was ist jetzt genau für die Zuschauer? Das ist der Europameistertitel. Aber Agit, erzähl mal selber so ein bisschen. Du kannst ja die Leute auf so. Also, was das Schöne an diesem Titel ist, den gibt es nur einmal weltweit, weil den WM-Titel gibt es viermal in der Weltrangliste WBC, IBF, WBA, WBO. Das sind diese Boxverbände? Genau, die vier Weltverbände auf der Welt, die gerade eben aktuell alles in der Hand haben. WBC-Weltmeister in meiner Kategorie Schwergewicht ist Tyson Fury. Ne, der Gypsy King. Und die anderen drei Titel hat Alexander Usyk, der Joshua zweimal besiegt, ja, zweimal besiegt hat. Und das ist der Schöne an diesem Titel, den gibt es nur einmal. Und das heißt, du bist der einzige Inhaber dieses Titels. Genau. Auf der ganzen Welt. Und das ist nicht so ein das ist nicht einer von diesen inflationären Titeln, wo so eine Hauptschule so einen Kampf veranstaltet zwischen dem und dem und dann wird einfach so ein Titel vergeben. Also den Titel hatte Lennox Lewis, Tyson Fury, die Klitschko-Brüder, Max Schmeling. Also genau den gleichen. Max Schmeling, Junge. Das heißt, wenn ich den anfasse, dann habt ihr alle den angefasst. Nee, das ist ja mein Titel. Der Titel darfst du ja, wenn du quasi einmal Europameister geworden bist und einmal den Titel verteidigst, dann ist das deins. Achso, man muss den nicht mehr abgeben? Nein, der gehört dir. Okay, du hast ihn jetzt geholt. Zum zweiten Mal. Okay, erzähl mal, warum musst du ihn das erste Mal, wann hast du ihn das erste Mal geholt? 2017 gegen Herr Vibo.
gegen einen Belgier. Jean-Claude Van Damme kommt aus Belgien, ja. Das wollte ich noch mal sagen. Da habe ich erste Mal den Titel geholt. Das ist so eine unnötige Information. Das ist keine unnötige Information. Dass Van Damme auch aus Belgien ist. Was meinst du, warum er den Titel da gewonnen hat? Weil Van Damme Spirit. Ja, das stimmt. Guck mal hier, Bloodsport, Bruder. Der ist nicht am Start. Das ist... Da kommt Van Damme. Ja. Der kam mit dem LKW. Rambo ist mein LKW gemacht. Ja, oder so auf jeden Fall. Wie gesagt, Europameister 2017 geworden. Danach ging Herr Fibo Europameister geworden. Danach ging Derek Chisora im Monte Carlo Casino verteidigt. Das war auf jeden Fall eine Schlacht. Chisora, guter Name. Auf jeden Fall warum hast du nicht moderiert im Casino? Ja, stimmt, das ist doch dein Ding. Das ist gut. Stimmt, du hast gegen Derek Chisora besiegt. Genau. Ey, das stimmt. Das ist gut. Das ist ein gutes Resümee. Ja. Wie kam der Titel dann abhanden? 2019 musste ich ihn dann freiwillig niederlegen. Was heißt freiwillig niederlegen? Ja. Also es ging die Geschichte nach, also ich habe einen riesen Vertrag mit Amerika Top Rank, ESPN unterschrieben, der erste deutsche Boxer, der in Deutschland rüber nach Amerika geht und den großen Vertrag so stark. Ja. Geil, okay. Ja. Und was hat es aber mit dem Titel abgeben zu tun? Weil ich musste den niederlegen, weil für mich geht es nach Amerika, anderes Kontinent. Und dann musst du das da lassen, was du dir jahrelang aufgebaut hast? Ja, muss, weil... Wegen einem neuen Kontinent? Weil was sucht ein Europameister in Amerika? Genau. Was soll ich mit dem Titel? Ich kann ihn ja nicht verteidigen, also geht nicht. Ich hätte einfach trotzdem behalten. Aus Prinzip. Ja, nee, trotzdem, also es war ja trotzdem ein Titel, da wurde er niedergelegt, da hat Joy Joyce gegen Daniel Dubois. Dubois hat ihn besiegt. Hat ihn besiegt und dann wurde K.O. Joy Joyce Europameister. Aber hast du, als die zwei gegeneinander gekämpft haben, hättest du gedacht, dass der Dubois besiegt? Ja. Echt? Ja, weil Joy Joyce ist schon ein Brecher. Ja, guter Amateur, aber ich dachte... Nein, der ist schon hart. Der ist schon sehr, sehr hart im Nehmen. Der kann ihm wirklich sehr, sehr viel... Aber mit Kieferbruch sogar und so, das war ja schon krass. Er ist, wie gesagt, der ist richtig drin, Bruder, ich schwör. Mit dem hart sich zu unterhalten. Der weiß alles, Eckdaten, alles. Und wie gesagt, dann ging es halt nach Amerika. Ja, und dann hat Corona und halt ein kleines Visa-Problem mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weißt du? Boah, Corona, konnte, wie viel Schaden Corona angerichtet hat. Ja, wollte ich gerade sagen, aber konnte nicht jetzt so ein großer Verband oder ESPN ist der Fernsehsender. Größte Fernsehsender. Konnten die da nicht einfach sagen, ey, komm, klären wir das jetzt mit dem Visum? Bruder, ja, das ging. Die haben es auch danach, haben sich auch dafür eingesetzt, aber dann kam Corona. Da kam die ganze Welt stand dann ja. Ah. Das haben die wirklich dann gemacht. Die haben auch ihre Anwälte mit eingeschaltet. Und dann kam halt Corona. Dann konnte kein Anwalt mehr was machen. Und guck mal, wie interessant das ist, dass man in der Corona-Zeit, als wir das alles miterlebt haben, dass man gar nicht so an Sportler gedacht hat oder so, sondern man hat immer nur an die Bäckerei gedacht, die jetzt zumachen muss. Aber dass ihr Sportler oder auch Künstler darunter gelitten haben, das ist ja nirgendwo in den Medien zu sehen. Ne? Ja. Wie war es sehr frustrierend für dich, dass du jetzt, ich kann mir vorstellen, weil du warst ja wirklich der erste Boxer aus Deutschland, der unterschreibt den Vertrag bei Top Rank, bei ESPN. Weißt du, wer bei Top Rank alles war? Floyd Mayweather war bei Top Rank, Oscar De La Hoya war bei Top Rank. Der Manny drin, Pacquiao war bei Top Rank. Okay. So, Lomachenko. Bette BF. Alle. Ja, auch noch. Der ist sowieso der King. Jetzt pass auf. Dann hast du da unterschrieben. Dann hat er natürlich so eine Vision. Man denkt jetzt, okay, jetzt geht's ab. Jetzt kämpfe ich gegen die Größen. Und dann kommt Corona und es bleibt so stehen. Was macht man in der Zeit so nicht also seinen Nisa, Verstand? Ich hätte mich. Nisa wäre depressiv. Und ich hätte mich in die Luft gesprengt. Er sagt es schon gerade. Also, es war wirklich eine sehr, sehr depressive Phase für mich, überhaupt da rauszukommen, weil du musst überlegen, Bruder, das war ja noch nicht alles, warte, was alles noch in Corona passiert ist, weißt du? Du musst überlegen, das steht, dann mache ich 6 Monate später einen Kampf. Ja. So quasi so ein Step-In-Fight gegen Evgenios Lazarides. Okay. Habe ich um den WBA-Kontinentaltitel geboxt. Ja. Und danach kam mir das Schlimmste in meiner Karriere. Ich unterschreibe einen Deal gegen Tyson Fury um die Weltmeisterschaft der WBC in London. Was bringt alles zu stehen? Dieser harte Corona-Lockdown. Da kam ja der ganz schlimme Lockdown kam, wo alles stand. Gibt. Ich hätte eigentlich gegen Fury im Ring stehen sollen. Dezember, 4. Dezember, war alles 3. oder 4. Dezember war das. 2020, Verträge mal unterschrieben. Ich wäre am Hock gelaufen. Ja. Bruder, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Phase für mich im Leben. Du musst überlegen, erstens finanziell, so du konntest das erste Mal im Leben vielleicht mal danach durchatmen. Ne? Du rechnest schon mit Geldern, die du dir nie im Leben erträumt hättest. Was ja bei Künstlern so immer ist. Wir leben ja so. Wir das leben, ist Ist und dann rechnest du und dann auf einmal schmeißt du dich in der Vorbereitung, du holst die Sparingspartner, du holst deinen Physiotherapeuten, du holst alles ist mit am Start. Und auf einmal 3 Wochen vor dem Fight. 3 Wochen vorher? 3 Wochen vorher. Boah, so kurzfristig war das? Ja, Mann. Boah. Ich habe auch 6 Wochen vorher nur bei euch Bescheid bekommen. Ich war quasi 3 Wochen im Training. Ja. Und nach 3 Wochen habe ich erstmal einen Insider-Anruf bekommen. Und der hat dann gesagt, ey, Bro, Tyson bricht jetzt gerade in deinen ganzen
Campy ab, weil ESPN und Top Rank sagt, wir können ohne Zuschauer die Veranstaltung erstens nicht stemmen und der harte Lockdown war dann so komplett gar kein Zuschauer. Da durfte ja gar nichts mehr sein. Niemand mehr. Auch nicht mal so verteilt. Genau, genau. Da haben die gesagt, ey, weißt du was, das macht keinen Sinn, wir können das finanziell nicht stemmen. Und die haben immer die Klausel gehabt, dass sie aus der Corona, aus der Geschichte so easy aus jedem Vertrag rauskamen. Das heißt, man konnte auch nicht verklagen, nichts. Nichts. Auch kein Schadensersatz gar nicht. Ja, Bruder, wie soll ich das sagen? Ja. Hätte ich die verklagt, glaub mir, irgendwie hätten die mir einen Stein ja, und dann hätten die, dann wärst ja, du ja. der Buhmann der Szene der und Buhmann. Dann hätte niemand mehr mit dir gearbeitet. Aber was ist, die hätten dir einfach einen Stein in den Weg gelegt. Wo hast du das erfahren? Wo warst du in dem Moment? Ich war im Auto, saß im Auto drin. Ja. Da war ich in Bochum noch, ne? Da waren aber alle Läden zu gewesen. Mhm. Ein Freund von mir hatte so eine Bar gehabt. Wir saßen da so zusammen, haben ab und zu zwischendurch gechillt und bin dann aus dem Auto raus, zu ihm im Laden kurz rein und dann habe ich einen Anruf bekommen, schon den Inside-Anruf. Da hat er gesagt, ey Bruder, glaub mir, das kann nicht sein. Ich rufe meinen Promoter an, er sagt zu mir, nein, das kann nicht sein, die hätten schon bei uns gemeldet. Und das Lustige danach, 6 Stunden oder 5 Stunden nach dem Anruf, postet Tyson Fury, ich wünsche euch ein frohes Fest, also ja. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und müssen leider bis bald. Alles also bis bald. Nein, bis bald und dieses Jahr kommt nichts mehr von und mir. Und dann wusstest du nach dem Post, ja okay, das ist Ende. Und dann hat am nächsten Tag der Promoter sich gemeldet, Gott. Der Frank Warren. Aber in dem Moment, ne, wie fühlt man sich? Ja, Bruder, beschissen, ne? Man sagt, Alter, ey, für was machst du das alles noch? So, das ist ja so, die Chance. Ja. Sowas kriegt man einmal im Leben. Und dann nicht mal so, das macht es nicht besser. Aber also nicht einmal im Leben würde ich nicht sagen, es kommt schon, weil damals war es in einem wirklich, ich bin ja nicht Pflichtherausforderer gewesen bei Fury, das nicht. Weil so viele aus Amerika kamen, aus anderen Ländern kamen, sind die Rankings der WBC durchgegangen und die anderen konnten alle gar nicht, weil die alle so Kämpfer hatten, genau, irgendwas hatten. Nicht Kämpfe, weil die aus Amerika nicht rauskamen wegen Corona. Ah, okay. Und ich kam aus Deutschland und England, ist ja nur eine Stunde hinfliegen, ja. Weißt du? Und deswegen wäre das alles zustande gekommen. Und ja, ist trotzdem aber geplatzt. Hat die das so... Adi, kannst dein Mikro ein bisschen höher machen? Ein bisschen höher noch? Ja. So? Ja, du musst hier drehen, zu tief, hier drehen, ne? Hier drehen, genau, hier drehen, ja, jawohl. So? Ja. Geht's? Besser so? Ein bisschen mehr. Bisschen mehr noch. Oder Reda, macht das gerade mal. Warte, ja, so ist gut, und ja. Und jetzt richtig, nein, du musst jetzt einmal richtig fest zu. Ja, haben schon. Okay, perfekt. Ich kaputt machen? Wenn der so zudreht, okay, wir müssen das so aufdrehen. Ja, nein, das ist perfekt. Okay, denkst du... Soll ich kaputt machen? Also, als Tyson Fury, als das Team sich für dich entschieden hat, ne? Oder ist es ja wahrscheinlich so, dass die also dich als Gegner wahrscheinlich gesagt haben, ja komm, wir nutzen den so zwischendurch. Genau. Du wirst nicht ernst genommen. Ist das so, dass du die so... Du gehst so quasi als maximaler Underdog in den Kampf. Ja genau, als maximaler. Also aber nicht ein Mensch... auf Andy Mund. Ruiz gegen Joshua war auch maximaler Underdog. Ja, das war ja aber so... Aber ist es nicht dann die Erfolgsgeschichte, wenn du den umhaust? Ja, das ist dann diese Rocky-Geschichte. Das ist dann die Rocky-Geschichte. Ja, genau, das meine ich. Und das ist das der Ansporn? Was ist das ja, für so ein Ansporn? Das ist ein riesen Ansporn. Weißt du, wie ich mich im Training reingeschmissen habe? Ich dachte, jetzt gehst du hin und schockst die gesamte Welt. Mann, das ist ja immer krass. So, wenn du das... Die Menschen erfahren darüber, ne? Oder ja. Die viele Leute erfahren darüber, ey, der kämpft jetzt gegen Fury. Ich glaube, wenn du 10 Leute fragst, alle 10, dann kriegst du sowieso auf die Schnauze, weißt du? Eben. Und danach, wenn das Schöne ist ja dann, dass du im Ring gehst und dann alles gibst, weil das geht um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Mhm. Da bin ich ja nochmal ganz anders ambitioniert, gehe ich im Kampf rein. Hör mal, der muss mich da totschlagen, dass er wirklich mich aus dem Ring rauskriegt vorher, weißt du? Ja, und das ganze Leben wird sich ja ändern, wenn du ihn da besiegst. Ja, darum upset, geht es ja. Du hast alles. Ja eine ganz andere Motivation. Weißt du, du gehst mit ganz anderen und ich denke, er ist Champion und er denkt, ich komme da hin und ich hole ihn mal kurz weg. Genau, der hat sowieso diese Einstellung. Und das war bei Andy Ruiz gegen Joshua genau derselbe Fall. Der dachte, komm, ich gehe da hin. Haben wir das nicht zusammen gesehen? Und hau den Fettsack mal kurz auf die Fresse. Wir haben Usyk Joshua geguckt. Das ist der Ruiz ist derjenige, der ein bisschen... Ja, was heißt bisschen? Das war so ein fetter Mexikaner. Ja, der ist dick. Ah doch, dieser mit Tattoos. Ja genau, und der hat Joshua K.O. gehauen. In der 4. oder 5. Runde, ne? Ja! Aber das ist krass gewesen. Dachte, wenn man Tyson Fury als Gegner hat, dann musst du dir ja so einen Sparingspartner holen, der auch aussieht wie ein Höhlenmensch. Genau, gab's, aber Bruder, war schon sehr, sehr schwer. Oh, der sieht ja auch wie so ein Ork, der mit seinen langen Händen. So, der hat doch so voll den unsteinlichen Körper. Ich war ja 2016 bei ihm mal zu sparen gewesen. Also, glaub mir, der hat schon, also, der sieht zwar nach nichts aus, aber der kann schon was. Das ist mir klar. Ja, das macht den aber so aber geil. Warte mal jetzt, dass ich das verstehe. Musst du dann, egal gegen wen du kämpfst, im Sparring, musst du so ähnliche Leute holen? Ja, Bruder, es ist ja normal, ne? Du willst ja auch... mit der Größe, genau, Armlänge der Größe, und so. Aber wie groß ist der? 2,10?
2,11 Meter? Ja, 2,9 Meter. Ja, okay, das heißt, du musst 2,10 Leute Sparringspartner finden. Bedeutet, wenn er so Sparringspartner... Reicht schon, wenn die 2,4, 2,5 groß sind. Boah, das ist... Aber es ist ja... Du darfst ja eine Sache nicht vergessen, was Tyson Fury so einzigartig macht, ist ja sein Boxstil. Der ist ja so variabel, ne? Wir hatten eigentlich eingeplant gehabt, dass wir schnelle Jungs nehmen, ne? Quasi die weniger wiegen, dann Schwergewichte nehmen. Wir haben ihn wirklich gemischt, aber du kannst auf Fury nicht einstellen, ja. Der ist riesig, schnell, der kann boxen. Der ist auch unorthodox. Und hat Auge, genau. Ja, weil der wächst ein Höhlenmensch ist. Und der wechselt einfach... Der aussieht wie deine Höhle. Ja, aber der ist stylisch, ich mag den voll. Da fehlt nur noch so eine Keule... Ja. Und das der wechselt einfach seine Auslage, ne? Von der normalen Auslage auf einmal ist der... Was heißt Auslage? Man steht entweder so also oder so. Der Jab, also die linke Hand ist bei mir die Führhand, die rechte ist die Schlaghand. Das heißt, immer du führst so, genau. Und dann... Okay. Und bei ihm, ja, ich lerne langsam. Und bei ihm, er wechselt einfach, er changed einfach. Und dann ist auf einmal seine rechte, seine Führhand und der linke Ball hat. Aber wenn er das so einfach wechselt, sagst du nicht, du Basser, warum wechselst du? So, bleib doch korrekt! Ja. Bleib doch. Deswegen hatten wir so mehrere. Warum machst du das? Ja, musst du ihn sagen. Sagst du, ey Bruder, bitte sei korrekt, mach nicht so. Wechsel doch nicht. Wie ist es, wenn. Wie schafft man es? Das ist das, was ich immer frage bei Boxern, weil das gibt es ja oft. Ein Kampf fällt ins Wasser. Und du hast ja so ein Gegner wie Fury. Und ich glaube dir das voll, dass du trainiert hast, wirklich, wie man das in diesen acht. Wie man das in diesen 80... Das Wasser ist links. Okay. Da, bisschen lang. Ja. Ich kann mir ja wirklich vorstellen, ich glaube dir das auch, dass du, als du gehört hast, ey, ich kämpfe gegen Tyson Fury, dass du wirklich trainiert hast, wie in diesen 80er Jahren Kampfsportfilmen. Nackt im Schnee, gegen Bären Rocken. Gekämpft, gegen Felsen geboxt. Richtig Rocky. Ja, richtig Rocky-mäßig. Ivan Drago. Ja, und wenn das dann wegfällt und dann kriegt man irgend so einen Larifari-Gegner, ohne jetzt einen Boxer den Respekt abzusprechen, weil das würde ich nicht machen, aber wo man sagt, okay, das ist einfach nicht die Klasse. Wie schafft man es dann so fokussiert zu bleiben? Oder ist das nicht so automatisch, dass dann das abnimmt, so hart zu trainieren, weil du sagst, nein, ach, nein, ich sehe ja jeden Kampf bei null. Ich gucke ja gar nicht, ich ruhe mich zum Beispiel auch gar nicht auf meine Bilanz aus. Guck mal, ich habe aktuell 23 Kämpfe, 23 Siege, noch keinmal in meiner Profikarriere verloren. Und ich ruhe mich nie auf das. Du hast ja auch noch nicht gegen mich gekämpft, aber das ist anders. Das machen wir nach dem Podcast. Ja. Da gehen wir mal kurz an die Tür. Und weißt du, ich ruhe mich auch nicht aus. Ich sehe immer. Ich fange bei null an, so denke ich mir bei jedem Kampf. Ja. Und ich will als Sieger raus. Okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht er den Podcast so lang wie möglich. Yeah. So lang wie möglich, dass wir nicht rausgehen müssen. Ich hoffe, dass er müde wird. Ja, du bist schon müde. Ja, wollen wir nicht aufhören? Nein, ich habe noch voll viele Fragen. Ja, das ist geil. Ey, das mit Tyson Fury, das ist wirklich, wirklich, wirklich bitter. Dann, was Agit auch gemacht hat, er war auch mal Sparringspartner für Joshua, richtig? Genau, Joshua. Du hast geholfen, sich vorzubereiten gegen Povetkin. Genau. Wie war diese Erfahrung? Das heißt, du hast ja mit zwei britischen Superstars Sparring gemacht. Ja, war eine schöne Erfahrung. Und der, ne? Sieht auch gut aus, ne? Ja, Joshua sieht auch gut aus. Ja, Joshua ist auch ein sehr, sehr höflicher Typ von der Art her. Ja. Und war eine riesen Erfahrung, einmal mitzunehmen, ey, die Luft da oben zu schnuppern, ob man es wirklich schafft, da oben mitzuhalten, weißt du? Aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Sparring, ne? Ja. Auch gegen AJ und auch gegen Fury. Und man hat gesehen, man ist auf dem richtigen Weg, ne? Okay, sehr, sehr geil. Gut. Wenn du als Sparringspartner für einen Anthony Joshua eingeladen wirst, wie ist das? Du wirst nach England eingeflogen? Ja, du wirst voll eingeflogen, Hotel wird von denen gebucht, dann bekommst du... Also wie bei uns hier, okay. Ja, yeah. Genau wie bei euch. Genau, Shisha gibt's, ja, ein Berliner. Berliner so gibt's dann. Und da wird Hotel, Flug, danach deine Essensrechnungen werden alle übernommen und dann bekommst du mal ein Honorar für Sparring, weißt du? Wie lange musst du da bleiben? Wie lange ist so ein Sparringscamp? Kommt drauf an, bei mir war es halt bei AJ 2 Wochen und da haben die mich schon mal gefragt, ob ich noch mal 2 Wochen bleiben kann oder sogar noch 4 Wochen bis zum Kampf. Ich habe dann abgelehnt, weil ich dachte mir, ey, du hast jetzt eine goldene Visitenkarte hinterlassen. Ja. So, gib nicht noch mehr Preis. Genau, mach dich rar. So. Genau, mach dich rar, weil am Ende sind überall Kameras, die studieren komplett dein Style, alles, was sie wissen. Und dann irgendwann stehst du vor einem Fight gegen ihn und auf einmal hat er das ganze Material da. Also ist Analyse auch sehr wichtig? Ja, voll. War das doch früher schon so? Ja, kaum. In den 80ern? Ja. Die haben sich auch immer, du musst überlegen, ne? Guck dir die alten Boxer, Lennox Lewis, Holyfield, Mike Tyson, die haben in ihrer Anfang ihrer Karriere immer die ähnlichen Gegner geboxt. Die Aufbaugegner waren alle. Die waren immer ähnlich. Genau. Und die haben immer Tapes geguckt. Und die hatten immer Videomaterial von den anderen im Sparring gehabt, wie der ist. Die haben schon mal durch die Gänge. Ja. Krass. Okay. Wie ist jetzt die jetzige Situation durch den Corona-Knick? Bist du jetzt immer noch bei ESPN und Top Rank gesigned? Wie ist da diese, wir haben keinen festen Vertrag mit denen, aber wir arbeiten immer noch mit ESPN und, also besser gesagt, mit Top Rank zusammen, ESPN nicht, weil
Top Rank arbeitet ja mit ESPN zusammen. Mhm. Also wir arbeiten besser gesagt nur mit Top Rank zusammen. Ja, und die arbeiten mit denen. Genau. Okay, yeah. Und ja, wir haben noch was anstehen mit denen. Wir haben auch eine mündliche Abmachung noch mit denen. Aber die meinten zu uns, wenn ein anstehender Kampf da sein sollte, wo wir Caballel in Amerika sehen wollen, dann werden wir mit euch zusammenarbeiten und gucken, wie, wo, was sich ergibt, weißt du? Okay. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Willst du noch was dazu fragen? Ich frage gleich, aber frag du zuerst. Weil das ist bei mir was ganz anderes. Ja. Okay. Wird es jetzt, ist es irrelevant für dich, welchen Gegner die ihr geben? Also kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt irgendein Heavyweight einen Gegner auf einmal braucht, ob es jetzt, wer ist der Neuseeländer? Parker? Parker ist bei Matchroom. Ja. Wer bei ESPN, ich kennst du, wer ist der? Yoka kennst du bestimmt. Der Nigerianer. Nein, Yoka ist der bei Dings ist. Tony Yoka ist der bei aus Frankreich, ist auch bei Top Rank unter Vertrag. Die haben halt drei, vier. Gerald Anderson heißt der, glaube ich. Ja, genau, Baby. Der wegen Doping geschnappt wurde. Genau. Der wegen Doping geschnappt wurde. Nee, das war Gerald Miller. Stimmt. Und die waren alle bei Top Rank und die sind immer noch, die haben da ein paar Jungs am Rumlaufen und wenn halt ein interessanter Kampf zustande kommt, melden die sich. Ne? Aber ich sag ja, das Boxen ist ja nicht nur in Amerika. Guck mal, England ist so stark vertreten. Super stark. Guck mal, viel stärker als Amiland. Ist das so ein Boxland? England, ja. Viel mehr England auch als Amiland mittlerweile. Ja? Ja, weil die Champs, da sind auch richtige Stars. Fury gegen Usyk findet in Wembley statt, ne, wahrscheinlich. Ja, also, nee, machen die doch nicht in Saudi-Arabien. Nee. Wembley, aber das wäre auch schade, wenn die den Kampf in Saudi-Arabien machen, weil, warum? Ich denke, dieser Kampf wird, die können dreimal das Wembley-Stadion ausverkaufen. Ja, man, dreimal 80.000 Tickets. Ja? Wenn die wollen. Warum gibt es so bestimmte Länder, wo so Box da ist, warum gibt es keinen Box-Champion aus Kuwait oder so? Ja, Bruder, ist nicht am Start, ja? Bruder. Das Land ist, ja, nee, aber die machen die, also die Saudis machen schon jetzt viel. Die Saudis machen viel, aber die geben ja auch halt viel Geld aus. Die haben ja Jack Paul gegen Tommy Fury einfach jetzt in Katar gemacht. Ja, genau. Ja. Haben die einfach mal. Nee, in Saudi-Arabien. Haben die einfach mal ein bisschen Geld rausgehauen. Ja. 10 Millionen mal weggehauen. Sportswashing. Und das Krasse ist, das ist ja. Auf dem sportlichen Niveau? Ja. Schrott? Ja. Wie Celebrity Boxing halt so ist. Ja, ne? Auch in Deutschland, meine Damen und Herren. 100%. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage für mich auch und vorab für die Zuschauer ist interessant. Erstmal, wir haben über die aktuelle Situation gesprochen. Die ist grandios. Aber wie kommt man da hin? So, wenn jetzt ein Zuschauer ist, wir haben ja keine jungen Zuschauer jetzt mit 16, 17. Aber wenn es jetzt ein 22, 23-jährigen jungen Mann gibt, der sagt, ey, ich würde auch gerne dahin kommen. Was muss man machen? Meldet man sich als 10-Jähriger an? Hast du spät angefangen? Wie kamst du überhaupt dazu, dass du sagst, ich will boxen? Boah, das kam eigentlich sehr, sehr spät. Ich habe früher Fußball gespielt, ne? Bin dann so mit 15, 14 habe ich dann aufgehört mit Fußball spielen, bin dann rüber zum Boxen und ich habe wirklich mit Boxen nur angefangen, um abzunehmen, ne? Ich war wirklich so mit 15, 16 bin ich groß geworden, auf einmal dick geworden, so, ja, okay. So eine Spätpubertät gehabt, ne? Mhm. Und ja, dann irgendwann bin ich dann in den Gym reingegangen, also so rein und habe so ein bisschen trainiert und die Trainer haben relativ früh bei mir gemerkt, ey, der Junge, das, was wir ihm sagen, er sitzt es einfach um, ne? Und bei mir dann kam halt irgendwann Rocky, ne, werde ich nicht vergessen. Geil. Ivan Drago gegen Rocky, also dieser Rocky 4 ist der Rocky beste 4. Film. Boah. Ich habe mir den reingezogen und ich habe gesagt, das will ich. Geil. Jetzt liebe ich dich, Alter. Ja, aber weißt du, was krass ist? Ich habe das auch, aber zwei Tage später vergesse ich das. Nee, wie Bruder, ist die Motivation? Ja, zwei Tage. Nicht, Bruder, bei mir, ich bin wirklich so ein Sturkopf, ey. Wenn ich was mir im Kopf reinsetze, dann will ich das auch zu Ende führen, weißt du? Ja, das ist aber eine geile Eigenschaft. Und das ist auch das Krasse, was, das sage ich immer wieder, diese Action- und Kampfsportfilme aus den 80ern, was für eine Wirkung, Bruder, die auf Jung... Das ich habe jetzt kein Hate gegen Creed, ne? Ich schwöre, der hat die Legacy von Rocky auseinandergenommen. Aber findest du, hat er das kaputt gemacht? Ja, ey, Bruder, hör auf, Alter, ey, guck dir Rocky 1. Ja, da ist anders. An. Bruder, ich guck diese Filme, ich mach so 100 Klimmzüge, weil du einfach heißt. Ich guck Rocky, ich will dabei Seite springen, Bruder. Ja, dann aber erklärt mir, wenn ich die Filme gucke, habe ich Motivation, jetzt joggen zu gehen. Bruder, guck Rocky 4 und ruf mich, ich schwöre, du sagst mir, du bist am, ich geh jetzt gleich joggen. Ja. Nach dem Film gehst du laufen. Ja. Das macht was. Ja, aber nach dem Film rauche ich noch eine Shisha und sage, ey, morgen. Nein. Und dann übermorgen. Nein. Ja, das ist der Kampf, den du gewinnen musst mit deinem inneren Schweinehund. Ja, guck einfach den Film und danach reden wir nochmal. Hast du noch nie Rocky 4 gesehen? Doch, ich meine ja, ich habe ja immer wieder gesehen, aber ich habe diese Motivation. Aber das ist jetzt mal Rocky, du hast ihn nicht so auf dem Schirm. Oder ich habe Iman gesehen, ich dachte drei Tage, ich bin Asiate.
Nein, nein, Bruder. So, nein, und dann ist wieder vorbei. Dann ist vorbei, Bruder. Du bist so. Ich du, mag, so ein, du magst Shisha mehr als Rocky. Ich habe so einen Schweinehund, der ist sehr, sehr stark. Sylvester Stallone muss so einen Film über Shisha rauchen machen. Der hat einen Schweinehund, der chillt mit der Shisha. Ja, der ist sehr stark. Ja, dann ist es nichts für dich, Bruder. Ja, leider. Ich wäre auch gerne so sportlich. Ja, dann mach beim Shisha-Wettbewerb mit besser ziehen. Das Problem ist, ich bin ja auch noch so verformt. Das heißt, ich habe ja keine richtige Wirbelsäule. Alles ist so ein bisschen schief. Ja, weil du keinen Sport machst. Ja, ich mache ja gar keinen Sport. Ja. Du gehst ja nicht mal 5 Schritte am Tag. Ich gucke nur Curling auf Eurosport. Ja. Okay, das heißt, du hast angefangen mit 15 und dann hast du Rocky 4 geguckt, hast du gesagt, das will ich machen, ich will Profiboxer werden. Und hast du dann in diesen Teenagerjahren, wo viele... Mit 17 habe ich angefangen zu kämpfen. Ja, wow. Und ich habe durchgezogen. Okay, ich habe einfach durchgezogen. Weil gerade in diesen Jahren setzt das ja bei vielen Jugendlichen ein. Was, du kämpfst seit 13 Party Jahren? Party machen. Durchgehen. Ich habe nicht einmal irgendwie so... Eine Flaute gehabt. Ja, genau. Ich habe einfach durchgekämpft. Ich habe, glaube ich, in meiner Karriere, wenn man meine 5 Amateurkämpfe zählt, ne, ich habe 5 Amateurkämpfe nur gemacht. Danach. Du bist direkt Profi geworden? Nee, ich bin von K1. Ich komme vom K1 eigentlich. Ah, okay. Ich habe dann irgendwann so 24, 25 K1-Kämpfe gemacht. Kickboxen. Und dann habe ich. Achso, ich dachte den Rapper. Nee. Ich habe 23 gut, Mal gegen. Gut, dass er nicht von dem kommt. Ich habe 26 Mal gegen den kämpft. Nein, auf jeden Fall 26 Mal gegen den. Wie soll das denn gehen, Alter? Ja, das auf jeden Fall. Dann halt, ich glaube, so 60 Kämpfe, 70 Kämpfe in meiner Karriere bis jetzt habe ich schon gemacht. Also krass. In den 13 Jahren, ne? Okay. Ja. Krass. Wenn man, also, ihr seid da drin, du hast mir, ich glaube, wir haben ja eine Folge über Boxen gemacht, da hast du es ein bisschen angeschnitten. Ja, wer macht gleich den Aufguss hier? Das war Maximum warm. Ja, wenn du was machst, mach mal die Tür auf. Das ist auf. Geil, asozial. Ja, ist schon sehr warm durch die Lampen, ne? Ja, ist aber. Für Klimaanlage noch kein Geld. Ja, wir sind keine Europameister. Wir sind keine Europameister. Ja, hört auf, ey, hört auf. So, bei uns läuft das nicht so. Was soll ich sagen? Ah, jetzt habe ich es wieder. Jetzt ist man in diesem Profi-Ding. Das erste Mal ist man ein Profi. Ändert sich direkt was? Also hast du da. Nein, also, oder ist es so. Weil also, ich stelle mir das auch vor wie ein Profifußballer. Plötzlich Stadion und das. Oder ist das nicht so? Reden wir vom Finanziellen? Allgemein alles. Bruder, ich sag dir ehrlich, bis zu meinem 10., 11. Profikampf ging es mir finanziell komplett beschissen noch. Ey, ich schwöre, ich wusste ehrlich nicht, wie ich mein Auto tanken soll und zum Training fahren soll. Ich schwöre, maximal so. Beschissen. Also so. Der macht so. Ja, auf jeden Fall. Der Kollege von Agit, der sitzt auch hier. Der Kollege von Agit, ja. Freunde von mir, also wie gesagt, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Zeit. Wenn Freunde und mein Umfeld nicht gestimmt hätte, wäre ich auf jeden Fall diesen Weg nicht gehen können. Also ich hatte wirklich gute Leute um mich herum, die an mich geglaubt haben auch, weißt du. Und mein Trainer natürlich hier, der auch ganze Zeit an meiner Seite war. Hast du den gleichen Trainer von Anfang an? Ganze Zeit. Ja, loyal wie Rocky und Mickey. Ja, ich sag doch. Wie heißt er? Schükrü. Schükrü. Ja. Schükrü, wir grüßen dich, auch wenn du 2 Üs im Namen hast. Wir grüßen dich. Ja, Schükrü, wir waren immer am Start und ich sag ja, das ist so, du hast, mein Team hat gepasst, weißt du, und ich sag dir, stell mal vor, du hast 10 Profi-Boxkämpfe und du verdienst damit kein Geld. Und du bist jedes Mal, und du sagst ja, wie hast du dich motiviert? Und ich frag mich jetzt manchmal, wie habe ich mich motiviert? Oder wie habe ich das geschafft? Das ist aber dieser Hunger. Aber weißt du, war eine sehr, sehr harte Zeit. Glaube ich dir. Glaube ich. Wir haben, also auch ohne Scheiß, wir machen jetzt seit 4 Jahren einen Podcast. Wir haben 3 Jahre keinen Cent mit diesem Podcast verdient. Wie gehört der Ferrari vor der Tür? Dulli. Der macht doch so komische Geschäfte. Ja, ich sag ja seit 3 Jahren, jetzt seit 1 Jahr. Nee, also wirklich. Also wir haben auch das erstmal so nur aus Leidenschaft gemacht. Aber wir haben eine Vision gehabt. Wir haben eine Vision gehabt. Dann sind wir dran geblieben. Oder ich sag ja, bei mir war es dann auch irgendwo so, wo ich dann irgendwann, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, wenn ich manchmal zurückblicke und sage, ey, Junge, wie hast du dich so motiviert, weiter dran zu bleiben und nicht zu meckern, ne? Ich war, natürlich so, man hat immer Phasen, wo man so rumheult und tut, aber ich bin jedes Mal ins Training gegangen und habe mich jedes Mal aufs Neueste motiviert und habe gesagt, du wirst es schaffen, du das wirst es schaffen. Das ist schon krass, was Motivation du haben musst. Ja, ja. Voll. Aber warum ist das jetzt beim Boxen nicht so, also man hört ja jetzt für mich als Nicht-Kenner, im Boxsport, ich höre 30 Millionen, 200 Millionen und dann denke ich, wie beim Fußball, jetzt einer signed so, keine Ahnung, bei Bayern und kriegt jetzt so 6 Millionen jeden Monat. Nein. Bruder, das kannst du nicht vergleichen, Bruder, Fußball ist sehr, sehr populär auf der gesamten Welt, weißt du, die Leute boxen ja auch, ne, ja, zu 100%, aber im Boxen verdienen in einer Gewichtsklasse vielleicht eine Hand oder zwei Hände voll Boxer Geld, maximal. Und der Rest verdient ehrlich nicht so viel Geld. Die kommen nur über die Runden. Und bei Boxen ist es auch nicht nach Leistung. Aber habe ich dir schon mal erklärt, der Boxer, der am meisten Geld verdient, ist der, der die meisten Tickets verkauft. Daran wird es gemessen.
100%. Deswegen verdient ein Jake Paul viel Geld. Weil er von YouTube kommt. Und genau, der entertaint, voll. Warum hat ein Conor McGregor MMA so groß gemacht? Ja. Ein Conor hat maximal Leute gezogen in die Arena. Alle schalten Floyd ein. Mayweather, warum? Ja, aber hast du nicht gesagt, Floyd ist ein richtiger Boxer? Ja, skillmäßig. Floyd auch. Bruder, Floyd ist nochmal andere Schublade, weil Floyd war provokant, hat immer seine Fresse aufgemacht. Die Leute haben am Anfang zugeschaut, weil er geil boxen kann. Irgendwann haben die ihn gehasst. Und die wollten, dass er auf die Fresse kriegt. Genau. Und er hat trotzdem alle weggehauen. Ja. Ja, das war der stark. Und der, ja, und der ist der disziplinierteste. Also die haben ja auch gesagt. Also, aber der ist so groß wie du, ne? Nein, der ist ein bisschen größer. Der ist über 1,70. Ja. Das ist ja das Schlimme. Die nennen den Zwerg, der ist immer noch 10 cm größer als ich. Also guck, wie klein ich bin. Das wird gar nicht mehr gewertet. Ja, bei mir. Ich gehe gar nicht mehr als Mensch durch. Aber du hast einen guten Charakter. Ja, nein, das zieht ja, voll. Das bringt halt voll schon. Wenn eine Frau sagt, ey, du bist hässlich, aber du hast einen guten Charakter. Ja, ne, so ist das, aber egal. Das ist geil. Die Sache ist, bei Floyd weiß man ja auch, dass er, obwohl er so ein Multimillionär war, man hört ja auch diese Gym-Stories und so, die haben gesagt, die Disziplin ist da geblieben, weil der so ein krasses Ego hatte. Aber ich sage, der hat trainiert wie ein... Der muss ja maximal einen an der Waffel haben. Ja, oder? Wirklich. Der muss ja maximal einen Schaden haben. Überleg mal, der hat 365 Millionen gegen Conor McGregor und gegen Pacquiao, hat der auch so eine ähnliche Stimme verdient, ich weiß nicht wie viel. Ja, genau. Ey, Bro, was motiviert dich weiterzumachen? Ja. Du bist doch schon Weltmeister, du hast alles schon erreicht, du bist schon... durch und bist schon mehrfacher Champion gewesen. Für 500.000 Euro scheiße ich auf den. Ich mach was anderes. Gib mir 500.000, ich zieh ab. Ja, Bruder, der hat weitergehört. Ja, das ist das. Aber der gibt doch, Bruder, ich hab von ein paar Leuten, die mit ihm ein bisschen unterwegs waren, die haben gesagt, der hat, wie gesagt, so maximalen Schaden, ne? Der will nur Geld ausgeben. Der kann nicht ruhig bleiben. Der ruft einfach mal, die sind irgendwo unterwegs. Ich bin der Deutsche, ruft bei Louis Store an, sagt er sein Manager, die sollen zumachen, wir kommen jetzt einkaufen. Dann geht der mal Louis Store und lässt da fast 500.000 da. Kauft einfach den ganzen Laden. Ja, aber so einer wird, das ist halt schwer, der muss halt deswegen macht er diese Showkämpfe, der muss halt dieses Level beibehalten. Aber diese Disziplin. Bruder, 365 Millionen, was für ein Level. Und nicht nur einmal. Ja. Aber diese Disziplin bleibt. Weil, guck mal, es gibt ja auch diese Storys, dass sie sagen, der geht Las Vegas nachts, Samstag in Stripclub, wirft Scheine. Und dann sagen die, kommt er raus, dann steht draußen eine Limousine mit Joggingklamotten, er zieht sich um und dann joggt er nach Hause. Das macht er nur für die Show. Nein, das bekommt man doch. Ich sag, der muss einen an der Waffe nehmen. Nein, der ist fit. Du kannst auch nicht so krass auf so einem Level. Also das heißt, der ist der junge Mike Tyson, nur dass Mike Tyson nicht wirtschaften konnte mit Geld. Mike Tyson hat abgebaut nach 3-4 Jahren. Nein, das darfst du nicht sehen, weil Mike Tyson einen ganz anderen Stil geboxt, ganz andere Gewichtklasse. Nein, vom Geld her meine ich. Immer ausgegeben, Tiger geholt, durchgedreht. Ich glaube, er ist so der Anführer von Mike Tyson sogar, was Geld ausgeben geht. Bruder, ich sag dir, der war 10-12 Jahre seine Gewichtsklasse am Dominieren. Der hat alles auseinandergenommen. 17 oder 18, ich habe letztes Mal das durchgeguckt bei ihm, 18 Pflichtherausforderungen, Titelverteidigung, hat alle weggehauen. Wer, Floyd? Floyd, alle weggehauen. Ja, Floyd ist schon... Boxerisch ist er der beste Boxer, meiner Meinung nach. Wenn man nur das Boxerische angeht, in seiner Gebiet, weil er der beste Boxer aller Zeiten. Du, jetzt mal eine dumme Frage. Aber nicht. Vom Typ her einfach. Ja, ich mag den auch nicht. Schrott. Magst du den nicht? Nee, ich mag meinen Bruder gar nicht. Als Typ gar nicht mag ich den. Warum? Weil der so ein ekelhafter Typ ist. Ja. Der präsentiert zu viel, ne? Ja. Der hat auch ein bisschen das Boxen in Amerika verdorben, ne? Die Kids. Ja. Echt? Ja, der hat auch dieses Dings, da zu viel Wert auf dieses, ich bin ungeschlagen. Dass Leute nicht mehr gegeneinander antreten, weil Floyd, die so... Das haben die auch in Amerika, das Floyd Mayweather-Effekt. Ja, genau, Floyd Mayweather-Effekt nennen die das. Dass Leute nicht mehr sogar. Die kämpfen nicht mehr gegen krasse Gegner, damit die ungeschlagen bleiben und so. Dadurch werden die Kämpfe nicht mehr so interessant. Also du musst als Boxer doch so einen Hunger haben. In Deutschland hast du es auch. In Deutschland sagen die, die wollen immer Leute haben, die zu null stehen, weißt du? Ja, genau. Aber Mayweather sagt ja auch in Interviews, er hat den krassen Hunger, aber er hat gesagt, sein Hunger war nie... so eine Legacy als der krasste Boxer, haben sein Hunger war, das meiste Geld zu verdienen. Das ist sein Hunger. Ah. Der ist so ein Scheier. So ein Scheier? Halt. Ja, genau. Krass. Geld über. Ich bin der deutsche Floyd. Ja, du bist der deutsche Floyd. Nun unstylisch. Und nicht sportlich und ich kann nicht boxen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Und wenn es im Straßenkampf ist, bin der Erste, der abhaut. Ja, genau. Und ruft die Polizei. Ja. Deswegen sind meine Schuhe auch immer gebunden. Guck mal her. Ganz fest. Dass ich nie immer rennen kann. Aber das Problem ist, du bist so unsportlich, du kannst auch nicht mehr schnell rennen. Ja doch, so eine halbe Minute geht. Ja. Aber wenn einer schneller ist als ich, dann habe ich Pech. Diese Angst. Ist es jetzt so, dass du hast jetzt diesen Titel gewonnen. Hast du jetzt schon gewisse Ziele, wie du jetzt weitermachen willst? Ja, erstmal haben wir den Titel jetzt erstmal gewonnen. Ne? Agron Smakichi, mein letzter Gegner, war ja mein Pflichtherausforderer, um den Titel zu boxen. Also wir waren quasi, du musst überlegen, die EBU ordnet zwei Gegner an, die
sag ich mal, sich qualifiziert haben, um den Titel zu boxen. European Boxing genau. Union. Und jetzt müssen wir halt abwarten, wer mein nächster Pflichtherausforderer ist. Und kann alles passieren, Bruder. Jetzt schmeiß einfach, ich mach mal eine ganz riesen Fantasie hier. Jetzt malen wir uns das Bild mal ganz blöd aus, ja. Ne? Oder malen wir uns das Bild schön aus. Ja. AJ hat aktuell keinen Titel. Kein Weltmeister. Ja, Joshua hat keinen, ja. Joshua hat keinen Titel. Der boxt gegen James Franklin jetzt. Ja, was ist das denn, Bruder? Und ich weiß auch nicht, was sie da machen, aber ist egal. Was heißt das so, dass wir James auch mal verstehen? James Franklin, ja, was, ja, krass, was. Wir haben kein Wort verstanden, wer ist James Franklin? Ja, so gut sein, so der guckt mich an. So beide so reden, so James Franklin, ey, was soll das? So, ich weiß gar nicht, wer ja, ist. James. Ich dachte, die ganze RJ ist der von Karate Kid, wo die ganze Zeit reden. Nein, das ist RJ. Ach so. Er meint AJ. Ah, okay. Anthony Joshua. Ja, okay. Oh, Anthony Joshua kämpft jetzt gegen einen Gegner, wo man sagen kann, der kommt mit RJ. Hey, RJ! Hey, RJ! Oh, einfach so, das ist einfach ein Kampf, keine Ahnung, warum der stattfindet. Weder ist der Typ, bringt er einen Namen. Er hat gegen Dillian White verloren, letzter Kampf. Und hat auch meiner Meinung nach nicht sich qualifiziert, gegen einen AJ im Ring zu stehen. Ja. Ich denke einfach, die wollen AJ wieder aufbauen. Aufbauen, dass zweimal er verloren jetzt. Nur, ja, aber wenn man zweimal verliert, ist man weg ist oder man was? Eigentlich, aber er hat ja zweimal gegen Usyk verloren und Usyk war so, wenn nicht der beste. Boxerisch in der Gewichtsklasse. Technisch ist der sauberste und hat einen geilen Gameplan, ne? Auf jeden Fall. Jetzt kämpft er gegen den, genau. Könnte sein. Ich finde aber auch, ein geiler Kampf wäre du gegen Dillian White. Boah, Bruder, geil. Das wäre geil, auch was. Um zu gucken, so, ob was für Dillian White, kenn ich den? Nee, ich glaube. So ein schwarzer Brite. Was ist für den, wo ich sage, ich mag den überhaupt nicht? Wenn ich den sehe, würde ich schlage ich den. Deontay Wilder meint der. Den Russen, ja. Ja, ich mag den überhaupt nicht. Der ist aus Amerika. Ja, der ist so unsympathisch. Der ist glaube ich, der Einzige, der noch bei It's Showtime unter Vertrag steht, oder? It's Showtime ja, oder? Bei Al Heyman. All Heyman ist er. Al Heyman. Ich finde ihn unsympathisch. Al Heyman. Al Heyman. Der war, ist aber Deontay Wilder ist echt unsympathisch. Ja, der redet so cool. Was willst du machen? Die Leute, die haben ja auch irgendwo ihre Strategie, wie verkaufen wir uns aber am Fury besten. Aber Fury ist sympathisch, so man mag den. Ja, Bruder, der ist ein Gypsy. Ja, das ist geil. Der ist geil. Ja, diese Gypsies sind alle geil. Das beste Video. Der ist wie Kurden. Ja, das ist ja. Gypsies und Kurden, ja. Was gemeinsam. Weißt du, das geilste Video von Fury, wo der so mit seiner Frau aus so einer Straßenmeile tanzt. Ja, der ist immer so. Mit so Straßenmusikern, so Gypsy, Bamboleo. Ja, der ist immer so. Der ist geil. Ja, der ist ein geiler Typ. Der macht das. Aber wie kann sein Bruder... Halbbruder? Ja, okay, jetzt erklärt sich das. Der ist potthässlich und der andere sieht richtig gut aus. Die Mutter sah anscheinend besser aus. Tommy ist der Halb. Der Papa ist derselbe. Ja, aber ich verstehe ihn, der optische Unterschied ist brutal, Bruder. Der eine sieht aus wie ein Model und der andere ist komplett verloren. Aber stell mal vor, ey Jungs, warte mal. Stell mal vor, Dulli wäre sein Halbbruder. Ja, so wäre das. Ey. Oh, Bruder, so Maximum ekelhaft da. Ich finde den Vergleich gut, der gefällt mir. Ich will mir auch den Vergleich. Ey, Bruder, du musst gleich gegen die beiden kämpfen. Oh, Bruder, das ist lustig. Ich zeig an. Was sollst du gerade sagen? Boah, Bruder, ich hab das vergessen, hat mich geknallt. Ja, so wäre das, dass die Leute sich anlecken. Ey. Du, Tommy. Achso, ich wollte sagen, Fury ist 88er Baujahr. Der, guck mal, wie der aussieht. Der Tyson, ne? Der sieht aus. Krass. Guck mal, wie der aussieht. Der sieht aus wie 50, Alter. Keine Haare, so ein altes Gesicht. Der ist so komplett. Das ist krank. Ja, Bruder, das ist. Maximum kann kommen, muss ich ehrlich sagen. Der sieht aus wie ein Manche Leute sagen, ey, der Fury hört der bestimmt jetzt auf. Ich so, ey Jungs, der ist 34. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt die perfekte Karriere planen könntest, was wäre von diesen Heavyweights, die ihren Namen haben, ob jetzt Dillian White, Dubois, Joyce, Parker, Ruiz, wer wäre so dein Lieblingsgegner, wo du sagst, okay, das wäre ein guter Als nächstes? Ja. Du hast schon gerade im sehr, sehr schön erwähnt, entweder Dillian White, ne? Ja, das wäre ein guter Kampf. Das wäre wirklich ein geiler Kampf, ja. Ne, denke ich auch. Und für mich wäre es eine Riesenerfahrung, mal nach England zu reisen und. Jetzt fangen die Hüse an zu lachen. Ja. Die haben Spätreaktionen, weil denen hat der Spät gefunden. Kann man nicht beim Boxen einfach sagen, so auf Instagram, du machst so Story, sagst, ich kämpfe gegen dich. Ich guck mal, das sag ich ja. So einfach. Das ist keine Libanesen-Mentalität. Komm, kämpfen. Ja, komm, kämpfen. Das geht nicht? Ne, geht leider nicht, weil ich glaube. Wie in Deutschland, also das deutsche Boxsport ist nicht so populär jetzt, ne? Früher ging es bestimmt, aber dass wir sagen können, ey, wir melden was, weil sagen wir mal, der Kampf würde zustande kommen und Dillian White sagen, okay, let's go, ich komme nach Deutschland und lass uns boxen.
Berlin zum Beispiel. Welcher deutsche Fernseher wird den Kampf übertragen? Gibt es gar nicht mehr. Ja. RTL ist raus, ARD ist raus. Der Kampf wurde auf Bild übertragen. Aber ist auch schon mal gut. 100% ja. Sehr, sehr gut. Weißt ja. Und Bild ist ein Anfang. Auch, Bild hat, macht, ist auch mit am Start. Aber früher würden diese Kämpfe auf ARD oder auf RTL ja. laufen. Klar, weil die das einfach supporten, weil du einer, weil du ein Bürger dieses Landes aber bist. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, ne? Ja. Also so ein Jugendlicher, ganz klein. Mein Vater hat so Henry Maas geguckt. Das war immer so ein Special, ja, tausendmal ja, in der Werbung. The Gentleman. Ja, genau, so. Weil es gab Henry Maas, es gab Dariusz Michalczewski, der war zwar Pole, aber der hat, für Deutsch, der hat unter deutschem Fernsehen gekämpft, wie die Klitschkos. Sven Ottke, Arthur Abraham, Felix Sturm. Wie ist der, so der immer aussieht, aber auf die Fresse bekommen hat? Du sagst gerade alles sehr, sehr schön. Und, Axel Schulz? Ja, Axel aber Schulz. Axel ja. Schulz, ja, und der war noch nie Europameister, ne? Ja. Und jeder kennt ihn einfach. Ja. Der hat so gut das gepusht. Siehst du? Ich kenne ihn nur von dieser Kondomwerbung. Hat er eine gemacht? Das war doch immer auf seiner Kappe. Echt? Nicht der Fackelmann? Da war noch Fackelmann. Ach so, kann auch sein. Hey Bruder, du bist einfach. Ja. So was weiß ich? Der hat eine perverse Sache im Kopf. Nein, ja. Fackelmann ist Grill. Der macht für Grill und so Werbung. Ach so, hat einer auf George Foreman gemacht. Ja. Wie kannst du das mit Präservativ verwechseln. Jo, wir wissen, dass du Deutsch kannst, aber man muss nicht übertreiben. Ja. Einfach so präsentativ, Alter. Ich sag dir, du hast gerade alle Namen erwähnt, ne? Ja. Wie schön du alle Namen schön ausgesprochen hast. Guck mal, ein Agit Kabayel, ja. Ne, so Zungenbrecher für manche Deutsche so. Ja, aber das ist Deutschland jetzt. Und das müsste man supporten. Müssen die akzeptieren langsam, ne? Ja, ja. Langsam müssen die akzeptieren, aber dass jemand... Aber warte, gibt ihr mir jetzt recht, dass der Boxsport in Deutschland größer, also früher größer war? Ja, viel klar. Größer war. Weil ich kann mich erinnern, überall Werbung, immer zwischen Filmen. Wir hatten, ich habe da damals, ich habe sogar mit Henry Maske vor ein halbes Jahr oder so, da haben wir darüber mal gesprochen, der hatte 23 Millionen Einschaltquoten auf dem Kampf. Ach du Scheiße. Ernst jetzt? Krank. Das ist ein Viertel von Deutschland, ne? Krank. Ja. Dulli, du bist gut in Mathe. Es sind 23 Millionen ein Viertel von Deutschland. Aber ja. Nicht alle. Sogar mehr, so, ja. Nicht meine so Steuergeld. Viel. Krank. Ja. 23, Rekorde gebrochen. Boah. 23 Millionen. Superstar. Der war ein Superstar. Was der Bruder, für Henry Verträge bekommen hat. Henry Maske kennt jeder. Geh in Deutschland und frag nach Henry Maske. Jeder kennt Henry Maske. Ja, wie Michael Schumacher. Ja. Jeder kennt Henry Maske. Okay, aber weißt du was, ich glaube, denkst du, von Deutschland kommt dieser Push? Jetzt ernsthaft sagen wir mal, du kämpfst gegen weiß Fury oder Usyk, klatscht den ja, weg. Ich denke Titel. Schon, dass dann ein Push kommen wird, weil es dann um die WM geht. Ne? Weil ja. Da wäre ja schade, wenn jetzt... Aber brauchen wir das deutsche Fernsehen? Warum geht es nicht über DAZN oder irgendwie sowas? Oder DAZN, wenn du fürs Ausland DAZN kämpfst. DAZN hat Verträge mit Matchroom, ne? Was Boxen angeht. Die machen alles nur mit Matchroom. Ja. Ne? Und britischer Promoter. Der britische Promoter, der hat ja auch... Thomas Hearns, ne? Nee, Eddie Hearn. Eddie Hearn. Eddie Hearn, ja. Thomas Hearns ist ein Boxer. Idiot. Auf jeden Fall, er kennt Reserve, du kamst auf den Namen. Auf jeden Fall, die haben den Vertrag mit Matchroom und deswegen ist auch Canelo zum Matchroom gewechselt, damit die Verträge weiterlaufen. Aber er hat, glaube ich, neu verhandelt, wenn ich mich nicht irre. Aber du weißt, was Canelo von DAZN bekommen hat, ne? Für 11 Kämpfe? 350 Millionen. Was für Verträge. Deswegen kostet jetzt auch 40 Euro im Monat. Einfach so ein rothaariger Mexikaner, Alter. Ja, was ist rothaarig? Ja, Mexikaner, als Mexikaner! Die Mexikaner zahlen schon, also die Mexikaner gucken schon richtig krank Boxen. Ja, da, in Mexiko ist der Boxsport am allergrößten. Die füllen regelmäßig. Das bedeutet eigentlich, wie viele Boxverbände gibt es in Deutschland? Kann man das so auf einer Hand zählen, oder? Es gibt nur BDB in Deutschland. Also es gibt nur ein Verband, der anerkannt wird auf der gesamten Welt, ist die BDB. Aber er meint, die Weltmeistertitel verteilen. Die vier, das sind ja die vier. Die meinst vier, du? Die okay. Weil es gibt ja nur vier Weltmeister weltweit, das ist aber nicht Deutschland. Das macht weltweit. Ah, okay, weil ich überlege also jetzt. Außer, dass die WBA in jeder Gewichtsklasse drei verteilt. Interim und dann der Super Champ. Ja, 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 ja. Die haben das auch komplett verwässert. Aber haben die rausgenommen. Die haben den Interim Champion. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einen Weltmeister. Ja. Oder zwei Weltmeister, ich glaube, der Superchamp. Es gibt zwei Weltmeister. Guck mal, wie eng geblieben ja, sind. Ich traue mich nicht zu sagen, dass er ins Mikrofon reden soll. Achso, achso. Ja. Es gibt nur, also bei der WBA gibt es zwei Weltmeister, glaube ich, aktuell. Einmal den Superchamp und den Regular Champ. Ja. Den Intrims haben die weggenommen. Ja, aber den Regular, der muss auch weg. Normalerweise ja, in einem Verband zwei Weltmeister, wo sind wir hier? Ja, das ist komisch. Damit, das machen die, damit das verstehe ich sogar. Es geht ja um Geld machen, ehrlich. Aber jetzt, auf was ich hinaus wollte, wenn man es in Deutschland so eine Community gibt, ne, warum kann man nicht, also ich will es nur verstehen, das Marketing so pushen, wie das Boxen wieder populär ist? Warum ich darauf komme, ist, darf ich jetzt hier noch nicht sagen. Ich will öfter hier im Podcast sein, dann. Ja, ja, kommt alle zum Podcast, ja. Ich sage das, weil wir eine Anfrage bekommen haben. Wegen sowas. Es geht um eine gewisse Sportart hier in Deutschland, die jetzt so eine Promotion-Arbeit machen will, dass dieser Sport Handball. Populär wird.
Ich darf es leider noch nicht sagen. Oder kann ich es schon sagen? Ja, sag. Football. American Football, oh, okay. Ja, wir haben eine Anfrage jetzt bekommen. Und das von einem sehr großen Verband. Aber ich will Boxen pushen. Ja, ich habe sogar nichts davon, einfach mal als Fan. Ja, mach doch den Partner schlecht, den ich zusammenarbeiten will. Warum denn nicht? So, ich weiß nur, dass American Football richtig am kommen ist in Deutschland. Das meine ich. Und warum? Was haben die davon? Weil geht 1 gegen 1, haut er die alle weg. Ja. Das ist der Maßstab. Das war so gut. Das stimmt. Und da kommen wir jetzt darauf aufs Thema. Deswegen wollte ich sagen, guck mal, jetzt mal, Bayern München hat sein Stadion zur Verfügung gestellt. Es kommen amerikanische Footballspieler, die spielen mit Deutschen. Ich kenne sogar jemanden, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, ich kenne sogar einen Manager, der sich da eingekauft hat. Ah, von okay. Musikern. Ah, okay. Ja? Ja. Und deswegen meine ich, warum kann man das nicht mit dem Boxen machen? Warum? Aber Bruder, das Boxen ist ja nicht klein irgendwie in Deutschland. Ich sage nur, nein, ist nicht klein. Nur das Fernseher spielt nicht mehr mit. Früher hat das Fernseher mitgespielt. Aber braucht man Fernseher noch? Fernseher ist doch eh tot. Bruder, ich denke, ey, du hast dich vergessen. Weißt du, wie viele ältere Leute noch Fernseher gucken? Ne? Und Boxen ja, gucken wirklich nur die bisschen ältere Generation. Ich will zwei Sachen noch sagen. Ich will, also erstens will ich aufgreifen, jetzt ernsthaft. Ich bin immer noch geschockt, dass du gerade einfach sagst, Henry Maske hatte Einschaltquoten pro Kampf krass. Von 23 Millionen. Ey, wisst ihr, wie krass das ist? Nicht pro Kampf, bei irgendeinem Kampf. Ich weiß nicht, bei welchem. Aber ist ja egal. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Dass den jeder kennt. Jetzt, guck mal jetzt. Ich bin richtig geschockt. Henry Maske Fußballspiele in Deutschland haben nicht so Einschaltquoten. Zwar, wir reden von 2001, 2000 so. Guck mal, jetzt müsst ihr überlegen, ne? Nur mehr Einschaltquoten hatte eigentlich noch die Hugo-Sendung, wo ich drin war. Ja, genau, weißt du, was das Krasse ist? Die hatten damals, guck mal, damals konntest du ja nicht, wenn irgendwas stattgefunden hat, irgendwie einen Boxer googeln. Henry, oder stimmt, sagen wir mal, irgendein Boxer, Infos, ja. Irgendein Boxer hat gegen irgendjemanden gekämpft. Ja. Du wusstest nichts über den Gegner. Der wurde dahingestellt, da wurde eine Bilanz erzählt und du hast das geglaubt, weil du konntest nicht recherchieren. Was hast du gemacht? Hast du den Teletext geguckt oder was? Ja. Was der Gegner stimmt, macht. Stimmt. Und deswegen konnte man früher den Leuten auch viel mehr Fantasie verkaufen. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja. Da wurden einfach mal Gegner hingestellt. Du konntest ja nicht mit deinem Handy einfach mal, jetzt geh mal auf Google und check mal, was abgeht. Du hast damals, bis du einen Rechner gefunden hast, hast du 10 Jahre durch die Gegend gelaufen. Ja. Dieses Mystische, das hat viel ausgemacht. Und jetzt? Aber das ist ja wie bei Filmen. Jetzt hat jemand irgendeine Meinung gegen dich, gegen deinen Gegner oder sonst was oder gegen deinen Trainer. Und schreibt sie die sogar privat. Der schreibt die sogar mit einem Fake-Account. Ja. Der so, ja, schick mir deine Adresse, wo bist du? Ich komm dahin. Ja. Es so, ist was? Ja, was ich, Cheyenne kennt da die Zahlen, ne? Ich bin da nicht ganz genau drin, aber ich weiß, dass zum Beispiel diese absolut peinlichen und beschämenden Celebrity-Boxkämpfe auf YouTube, die werden ja auch von tausenden Leuten geguckt. Das heißt, wenn du einen Kampf richtig vermarktest, ist hier das Publikum da. Und das bedeutet, wenn Agit, der natürlich einen Zugang zu der Jugend hat, weil er ein cooler Typ ist, der sieht gut aus, der hat viel von mir gelernt. Und kriegst gleich viel mehr. Ja, gerne. Und wenn man das dann verkauft mit so einem geilen Gegner, dann glaube ich schon, dass die Leute einschalten, weil wir als Land werden ihn ja supporten. Wir werden ja sagen, ey, das ist einer von uns, der muss gewinnen, dann gucken aber wir doch alle. Jetzt kommen wir, ich hau mal ein paar Sachen raus, ich spiel mal ein bisschen rum. Yeah. Wenn wir jetzt sagen, die Älteren machen es aus, welche Ü50, 60 geht auf YouTube einen Livestream gucken? Das ist ja das. Aber was ist mit den Jungen, die wir kriegen? Ja, die Jungen, die kriegen wir ja langsam, aber ich sag dir, wir sind im Boxen, sind wir vielleicht 5 Jahre zurück. Ich würde nicht zurück sagen, ich würde sagen, wir sind für das Streaming sind wir 5 Jahre schon zu früh. Das wird in 5 Jahren wird das richtig krass in Deutschland ankommen. Dann wird jeder so ein Bild Plus Abo haben oder The Zone Abo sein, also ein Abo haben. The Zone kostet ja mittlerweile fast 30 Euro, ne? Ja. Ja, und das dürft ihr nicht vergessen. Die Jugendlichen, die jetzt 13, 12 Jahre alt sind, die können sich das gar nicht leisten. Ja. Und wenn die in 5, 6 Jahren sind, die dann halt 18, dann haben die das. Ja. Und ey, damals, guck doch mal, Instagram oder TikTok, jeder hat auf einmal TikTok jetzt. Jeder hat auf einmal TikTok. Aber wäre es dann nicht interessant für dich selber und sagen, ey, ich weiß natürlich, das ist schwer, meine Familie, das verstehe ich, ich bin genauso. Aber ist es dann nicht eigentlich für dich als junger, talentierter Boxer, sagen, ey, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr nach Amerika? Genau, oder nach Mexiko. Ich glaube nicht. Es muss einfach kommen, du musst einfach, erstmal musst du in Deutschland so interessant sein, dass du dann rüber kannst. Es ist ja so, guck mal, die Verträge sind ja alles da, die Leute wollen ja zusammenarbeiten. Ich muss jetzt auf ein gutes Angebot warten. Ich kann ja jetzt nicht einfach rübergehen und sagen, ja komm, gib mir einen Fight und ich mach es jetzt einfach so. Weißt du, dann würden die dich, die würden ja gar nicht deine Leistung anerkennen.
Deswegen musst du auch ein bisschen in der Hinsicht, das hört sich blöd an. Einen Status aufbauen. Status und ein bisschen pokern, weißt du? Genau, aber was ist, wenn du jetzt sagst, ich mach's einfach so, ich baue mich von unten wieder auf. Ich glaube, das meint er, dass du einfach nach Mexiko gehst oder nach Amerika in ein Gym und einfach so wie so ein Underdog dich aufbaust. Das funktioniert gar nicht, weil die brauchen einmal nur deinen Namen einzugeben und die wissen, wer du bist. Ja. Ah, okay, stimmt. Ja, ich tauche hier in allen Weltranglisten, bin ich in der Top 10, müsste ich jetzt drin sein. Ja. Überall auf der Welt bin ich in den Top 10 drin. Also sei es bei der WBC, sei es bei der IBF, WBA, WBO. Ja, das ist gut. Ich überall in der Top 10 drin sein. Es muss natürlich regelmäßig gekämpft werden, genau, damit das bleibt. Jetzt muss jetzt regelmäßig ein Kampf zustande kommen, weil in der Corona-Zeit war bei mir einfach Ebbe. Ja, ja. Ich habe einmal im Jahr gekämpft. Ne, und das war jetzt kein Maßstab, ne? Das muss mindestens 2 Kämpfe im Jahr auf diesem Niveau und deswegen weitermachen und Gas geben. Es ist ja mein Promoter, der gibt Maximum Gas, aber er arbeitet auch nur, was ihm gegeben wird, weißt du, mit dem, was er arbeiten kann. Man kann nur schießen, wie viel Munition man hat. Genau, und deswegen, ich denke einfach, der erste Schritt, die Tür wieder aufmacht, die alle Türen wieder öffnet. Genau, weißt du, jetzt muss nur so einer mit Namen, wie wir gesagt haben, mit seinem Dillian White. Aber wie willst du einen Dillian White nach Deutschland kriegen? Der wird nicht nach kommen. Nee, aber nicht kommen, dass aber Dillian White einen Gegner braucht, um sich aufzubauen. Ja, ich fliege hin, Dillian, call me. Dillian, der ist aus London, ne? From London. Ey, Dillian, Bruder, guck mal, ne? Du hast sowieso erstmal so einen fetten Kopf, Alter. Dein Kopf ist wie so ein Football geformt. Der redet Bruder, so, wenn der mit dem Kaffee sitzt. Guck mal, hör mal zu, warte doch erstmal. Hab doch mal ein bisschen Geduld. Vielleicht lässt er das übersetzen, dann haben wir Probleme. Dillian? Ja. Ja, dann soll er kommen. Ja. Und dann? Ich wohne doch gar nicht hier. Ist abgeschlossen. Nur der lebt hier. Ich lebe doch gar nicht. Der ist 1,2 Zentimeter größer als ich. Wer? Dillian. Echt jetzt? Guck mal, Dillian, du bist ein gut aussehender Kerl. Du bist Bruder? Nein, ja, wir wollen einen stylischen Kampf. Kämpf doch gegen Agi. Was mich jetzt natürlich interessiert, weil jetzt habe ich einen richtigen Boxer da, ne? Der auch erfolgreich ist. Dankeschön. Wie ist das Gefühl, wenn du es natürlich beschreiben kannst? Kurz vorm Kampf. Oh, gute Frage. Kurz vorm Kampf. Was spürt man? Was fühlt man? Ist das tot? Ist das komplett abgeschaltet? Ist man so wie auf Meditation? Wie ist das so? Wie fühlt man sich? Weil ich kenne das kurz Beispiel vor der Achterbahn. Man wird so nervös. Ja, ist das so ein Gefühl? Ist ein guter Vergleich. So was achterbahnmäßig oder wie ist das? Nein, kannst du nicht vergleichen. Das ist unbeschreiblich. Also es ist ein Gefühl, das kann ich dir gar nicht mit etwas vergleichen. Das sind wirklich so, du bist aufgeregt, gleichzeitig hast du Angst, ne? Weil du hast Angst zu versagen, weil jetzt beim letzten Kampf, Familie, Freunde, ich habe vor fast 3.200 Zuschauer waren da. Ja, sehr gut. Ne? Ja, war schon Maximum voll, war schon fast. Ja, super. Siehst du, also guck mal, jetzt ganz ehrlich, das zeigt, dass das nicht klein ist. Nein, nein. Guck mal, das heißt, wenn ein guck mal, ohne krasses Marketingbudget oder eine krasse Macht, die dahinter ist, füllt er schon 3.000 Leute. Das heißt schon. Ja, stell mal vor, ich will dir nur sagen, damit du weißt, als Vergleich mit Comedy. Wer 3.000 Tickets verkauft pro Halle, ist schon Champions League bei uns. Ich mach Comedy. Ja, so. Ja, das ist schon krass. Ohne Witz, das muss man anerkennen. Nein, ich sag ja, wenn jetzt, stell dir mal vor, RTL macht doch mit. Ja. Bro. Ja, dann sind da 12 bis 15.000 Leute. Wenn du jetzt schon 3 geschafft hast. Lass es nur 6.000, 8.000 sein. Ja, das ist schon maximal, glaub mir. Ne, soll ich mit RTL reden? Sprich mit denen. Auf jeden Fall, ich sag. Ich kenne ein paar. Ja. Ich frag die mal, was da los ist. Ja, wir haben ja schon mit dem Sportdirektor mal gesprochen, aber. Die müssen abwarten, Tee trinken. Vielleicht okay, kommen die. An die ganzen ARD und ZDFs. Ja? Ja, ihr wollt doch wieder cool und hip sein. Jetzt, ich muss aufpassen, das ist mein ehemaliger Arbeitgeber. Ach, okay. So, ich habe ja da mal gearbeitet. Ja. Deswegen, ich lege euch ans Herz. Ihr nehmt unsere GEZ-Gebühren, die ihr uns einfach nimmt, obwohl wir es gar nicht wollen. Und um zu zwingen, dass ein paar 80-Jährige noch ein bisschen Lindenstraße gucken können. Ja? Die sterben doch nächste Saison sowieso weg. Wir sind doch die neue Generation, geil, um die Einschaltquoten. Also, ich würde gerne einen Aufstand machen, einen Appell. Ne? Nimmt unsere GEZ-Gebühren und fragt die Jugend, also für euch 20 bis 50, ja, dass wir solche junge Sportler im Fernsehen sehen wollen. Ja, außerdem inspiriert. Weil es ist ja mein Geld. Ja, genau, außerdem inspiriert er doch auch die Jugend. Ja, Statt dass die so einen Scheiß machen und die Rapper kopieren, hier Sportler kopieren. Ja, ich hab auch eigentlich den perfekten Werdegang eines Deutschen. Warum? Ich bin ja zu Kindergarten gegangen, den Schulweg komplett gegangen, deutschen Schulweg gegangen, dann Ausbildung gemacht. Hast du eine Ausbildung gemacht? Eine Ausbildung gemacht. Niemals! Und, ehrlich. Echt jetzt? Als Geistbauer. Boah, du bist echt richtig. Ja, okay. Junge, der ist 2 Meter groß, der sitzt nur. Bisschen ruhig.
Ich sag ja, weißt du, meine so. Und das war, der Ausbildung, das du siehst das gar nicht so. Und unbeleidigt. Ja, ja. So. Voll schön, hätte ich auch gedacht. Der ist maximal asozial. Nein, nein. Der guckt mich so an, dass er, hä, der sieht aus wie so ein Schläger. Wie hat der eine Ausbildung? Nein, nein, nein. Ich wusste, dass du eine Ausbildung machst. Ja, Ich hab gar kein Rückgrat. Ich knick so zurückdrehen. Du siehst danach aus, als du eine Ausbildung. Aber guck mal, das ist natürlich eine. Das ehrt dich und respektiert dich, dass du so einen Werdegang hast. Yeah. Wir sind sehr stolz. Und deswegen sag ich ja, ey, bestes Beispiel für Integration in Deutschland. Aber dir fehlt noch was. Ohne Marketing 3000 Tickets verkaufen, das ist eine krasse Sache. Ja, aber zum Deutschland fehlt noch was. Du brauchst einen Erste-Hilfe-Kurs. Hab ich. Hast du? Hab ich. Da musst du auch in der Fahrschule gemacht haben. Ja, okay, warte mal. Stimmt. Dann brauchst du Freiwillige Feuerwehr. Matthias. Nein, nein, ich habe Freiwillige Feuerwehr, dann bist du deutsch. Und einmal so gecampt haben. Nee, das brauchst du nicht. Zelten. Also du bist der absolute, wenn du so technisches Hilfswerk noch bist. Ja, das ist vorbei. Wir sind ja gerade vom Thema abgeschweift, Aufregung und Ja, genau. Ja, ich sag ja, das ist unbeschreiblich. Also das ist ein Gefühl, Angst, du gehst gleich vor volle Halle Box. Kriegt man so ein komisches Gefühl im Magen? Nein, du weißt irgendwann damit umzugehen. Aber Adrenalin? Ja, voll, auf maximale Ebene. Du bist wach wie, was weiß ich, weißt du? Okay, also und dann, wann hört das Gefühl auf? Bei Musik? Bei deinem Reinlauf? Du gehst rein, bist noch maximal nervös. Sobald der Gong kommt, ist alles vergessen. Boah, dann ist man Tunnelblick. Das heißt, du weißt gar nicht mehr, dass ein paar Leute da sind, also 3000 Leute. Du siehst gar nichts. Interessiert nichts mehr. Gar nichts mehr. Du siehst nur den Gegner, die Aufregung ist weg und dann willst du das abrufen, was du kannst. Und bei diesem Kampf, ich weiß nicht, ob ihr beide den Kampf gesehen habt, den Kampf guckt auf irgendwo im YouTube. Ich habe nur Highlights gesehen. Ja. Highlights gesehen, ja. Hast du den geguckt? Nee, leider nicht. Highlights, aber das war schon, das ging schon zur Sache. Der Kampf war im wirklich Rocky-Film. Ja. Das heißt, wir können ihn uns gleich angucken. Ja, ja, der Kampf war echt Rocky-mäßig. Ich schwör, weil ich bin in der zweiten Runde, erste Mal in meiner Karriere, also in meiner Karrierelaufbahn, angezählt worden. Ja, ich dachte auch. Oder ich war, also normalerweise laut Regeln, haben die Seile mich vom Sturz gefangen. Ich wurde quasi auf die Bretter geschickt. Ja. Ja. Und dann wurde ich angezählt. Ja, und dann kam ich in der dritten Runde Rocky Legacy mich zurück und hab ihn ausgenockt. Geil. Aber das liebe ich, weil man, Kampf. Guck mal, weil man sagt doch im Boxsport, dein Charakter, dein Kämpfer, er zeigt sich erst, wenn du was machst du damit? Das stimmt. Ja. Aber wie ist das danach? Wann setzt das ein? Weil du bist ja dann in so einem Film. Wann realisierst du, dass das alles gerade echt war? Oder gerade passiert das? Ich sag dir ehrlich, wo ich Europameister geworden bin, diesmal im Ring, oder schon auch davor die Kämpfe, du realisierst gar nicht im Kampf, was abgeht. Du, die ganze Woche davor, das ganze Training war so Stress, anstrengend gewesen, boah. So Stress. Danach kommt das nochmal. Sauber essen, alles. Danach, bei mir ist Gott sei Dank nicht so schlimm mit dem Essen, weil ich halt im Schwergewicht bin, ne? Aber du kannst dich jeden trotzdem, Tag trotzdem, essen. Ja, trotzdem clean eat, ne? Und du musst überlegen, bei uns fängt schon Dienstag, Mittwoch an, Pressekonferenz, dann Pressetraining Mittwoch. Donnerstag steht am meisten nichts an, aber trotzdem die Anspannung da. Freitag das Wiegen. Ihr wird quasi gewogen vor allen Leuten und face-to-face. Stare down. Ja. Und das ist ja eine Aufregung. Ne? Du bist ja maximal aufgeregt, Gegner. Dann fangt dieses in die Augen gucken Filme an. Wer krass. Blinzt du zuerst? Weißt du? Ja, ist so. Diese Scheiße, ja. Ja, ich schwör. Und jedes Mal, wenn er blinzt, sag ich, ich hab ihn. Ja, geil. So, ich hab ihn. Weißt du, danach, dann geht's los. Danach der Kampf. Und dann atmest du erstmal nach dem Kampf. Und auch den Tag. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Der Tag, wann geht so ein Kampf? 20 Uhr? Nee. Bei mir 22.30 Uhr war es. 22.30 Uhr. Allein von morgens aufstehen bis 22.30 Uhr. Ja, ey, glaub mir, die zwei Tage davor, ganz unruhiger Schlaf. Nervosität, Aufregung. Und du brauchst ja den Schlaf eigentlich. Nein, das ist ja das Schlimme. Genau, du brauchst ja den Schlaf. Du musst dich ausruhen. Und irgendwann denke ich mir, ey, so, du stehst jetzt aktuell bei 22 Kämpfen. Jetzt bei diesem Kampf dachte ich mir so, du kennst es. Nein, es ändert sich einfach nichts. Es bleibt genauso, wie es ist. Ja. Und ein bisschen so unruhiger Schlaf, leicht nervös, auch vor dem Kampf, aber es ist halt so, gehört dazu, ne? Aber geil, dass man so von so einem Blickwinkel zu hören. Weil glaub mir, du sagst, es ist geil, aber glaub mir, du willst nicht drinnen stecken. Das ist ja, meine ich ja. Das ist gut, dass du das nur hast. Nee, du steckst drinnen und es ist halt so richtig korrekt. Ja. Dass du das hast, okay, aber ich meine so als Zuschauer. Ja. Was mich interessiert ist, wie war es, du bist im Ring, du kämpfst, weil damit rechnet man ja nicht, nie. Damit rechnest du ja nie. Und dann wirst du auf einmal geklingelt. Bam! Boah. Was denkst du dir? Wie ist das? Wie verarbeitet man das? Wie soll ich das? Es ist ja auf einmal Bomb und alles dreht sich. Erstmal bekommst du die Schläge ab, ne? Und bei mir war es. Merkt man die aber? Können wir gleich testen? Ja, warum immer so aggressiv? Ich meine doch nur, ich kenne mich nicht aus. Nein, man sagt doch so, ich habe einen Messerstich bekommen, ich habe noch sechs Leute umgezogen. Oder das ist was anderes, oder das ist so komplett Straßenebene. Aber ich sag ja, bei uns, du wirst
sagt, du bekommst, wirst angeklingelt. Ne? Von einem Heavyweight. Und was ist passiert? Dein ganzer Körper zuckt zusammen. Bumm. Und du kannst nichts machen, ne? Du erschreckst dich, siehst komplett schwarz, du siehst, realisierst nichts mehr. Boah. Und dann feuert er noch ein paar Schläge ab. Ja, genau, weil er dich ja danach, weil er merkt, dass du angeklingelt bist. Du spürst dich schon komplett. Jedes Mal bumm, bumm, bumm. Und ich glaube, wir haben gezählt nach dem Kampf, ich habe 14 Hände gefressen, aber auf maximaler Ebene. Boah. Weil, nachdem ich mir den Kampf angeguckt habe, habe ich mir selber, ey Junge, wie hast du die weggesteckt? Ich stand ja wirklich, nachdem ich angezählt worden bin, war ich wieder da. Aber warst du echt direkt da oder hast du einfach so gesagt, ich muss kämpfen? Nein, ich war da, aber ich war so leicht orientierungslos, weil ich war ja kurz angeklingelt und dann bin ich wieder da und hab dann gemeint, ey, jetzt muss ich Druck aufbauen, weil wenn ich keinen Druck aufbaue, kann sein, dass der Referee mich aus dem Kampf rausnimmt. Genau, weil er sagt, du verteidigst dich nicht. Ja, genau, du verteidigst dich nicht. Weil er kann direkt den Kampf stoppen. Ja, warte mal, ist es nicht so, wenn du so ein bisschen taumelst, dass er aufhören muss? Ja, genau, das meinte er ja. Ja, der war ich ja nicht. Ich war ja nach dem Anziehen war ich direkt da. Aber er meinte ja... Ich meine, dass der Gegner darf nicht weiterschlagen. Nein, der schlägt weiter, bis der Schiri dazwischen geht und sagt, ey. Und dann habe ich Druck aufgebaut und dann hat er den Rückwärtsgang eingeschaltet und dann habe ich ihm wirklich Kämpferherz bewiesen und habe dann in der Situation mitgeschlagen und die zweite Runde noch gut beendet. Auch mit ein paar guten Treffern. Und das ist auch gut psychologisch, dass er denkt, oh, was ist das denn? Genau, in der dritten Runde war ich dann Ringecke, mein Trainer hat mir maximalen Push mitgegeben und er hat gesagt, ey, der ist schon platt. Das ist unser Kampf. So einen Trainer braucht man. Ja. Das wollte ich gerade. Das sieht man jetzt in meinem letzten Vlog, wenn man den letzten Vlog von mir sieht. Ja, lass uns das gleich an. Könnt ihr euch gar nicht mal angucken. Das wollte ich gerne auch wissen. Was redet man wenn dieser kleine Stuhl kommt, man drauf sitzt, was redet dann? Was wird da geredet? Was wird da geredet, Mann? Jetzt, wenn ich mich an die dritte Runde, von der zweiten, wo ich zurückgekommen bin, erinnere, mein Trainer meinte so, schlägt er hart, da meinte ich zu ihm, ja, ist okay, ne, aber ich habe die weggeschickt, also geht klar, ne, da meinte so, mein Trainer zu mir, Junge, das ist unser Kampf, wir haben dafür trainiert, geh raus und gib alles, der Junge kann nicht mehr, der ist im Stehen, also im Stehen im Arsch, weil er sich verausgabt hat, und danach, während er redet, ich gucke so einmal rüber, der liegt da so, in seiner Ecke. Geil. Ich so, okay, den schnapp ich mir. Das ist geil. Also das heißt, weil du mitten im Kampf, dein Trainer sieht das ja anders als du. Genau. Und er kann dir dann sagen, ey, guck mal, der steht nicht so, genau, ich glaub mir. Ich habe meine Orientierung verloren, wo ich da einmal angezählt worden bin. Und ich habe das dann nicht realisiert. Und wo ich dann rüber geguckt habe, ey, den schnapp ich mir. Und ich war sowieso so wutgeladen. Geil. Weil die ersten zwei Schläge, die er geschlagen hat, waren auf den Hinterkopf. Und ich dachte, der Referee geht jetzt dazwischen. Und da habe ich mich halt geirrt. Und da habe ich schon mal 18 harte Hände gefressen. Ach, krass. Boah. Und wann dann in der dritten Runde? Kommst du zurück? Das ist ein geiler Triumph. Und klingelst den aus? Ich klingel den, also erstmal wird er angezählt, erstmal schicke ich ihn einmal auf die Bretter und beim zweiten Angriff, weil er nicht kampffähig war, hat der Referee ihn rausgeholt. Okay, bei dem ersten Mal, diesen Moment, was für ein Gefühl war das? Was ist mit Triumph? War das dieses Ha? Ja, also, ha, jetzt habe ich auch einmal Ha. Ja, jetzt, ja und dann habe ich... Boah, Nisa, nur Trash-Talk. Ja, ich schlag deinen Vater, hol deinen Vater dazu. Das Beste für die Menschheit ist gewesen, dass ich kein Profi-Kampfsportler bin. Ich wäre mein Trash-Talk. Hätte ich einen angekriegt, dem Ring würde ich sagen, Ha, was jetzt? Hast du ihm auf cool gemacht. Ne? Wenn er eine kriegen würde, boah, ich warte, bis der zum Parkplatz geht. Ich werde seinen Manager umlaufen. Ey, Jungs, der kommt gleich raus. Macht euch bereit. Das ist schon geil. Also wie gesagt... Die Sicht eines Boxers in dem Moment, das ist schon geil. Ja, und das ist ja, deswegen sind auch Boxfilme so beliebt, weil dieser Triumph wird ja dann filmisch dargestellt und man fühlt dann mit. Aber deswegen sage ich ja, kein Hate gegen Creed oder so, keiner von den drei Teilen, außer der erste Teil, da war Rocky da mit dabei, der zweite Teil war der leicht auch mit dabei, aber der dritte Teil hat mich zum Beispiel gar nicht... Aber was mit den Trainingsszenen, wenn die so trainieren und so? Bro, glaub mir, komm, bei mir immer Training zu. Ja, das ist Motivation mehr als alles andere. Was mit anderen Boxfilmen? Hast du Southpaw geguckt? Stark. Geiler Film. Der ist ein geiler Film. Aber wie er auch spielt, dann verliert er seine Tochter, der verliert seine harter Film. Geiler Film, ehrlich. Harry Kane ist... Mit Denzel Washington. Ja, aber der steht ja nicht so viel ums Boxen. Nee, den hab ich nicht gesehen. Was mit Mark Wahlberg, The Fighter? Ja, war okay. Ich hab einmal mit den anderen geguckt. Das ist eine wahre Begebenheit. Von einem Boxer, der drogenabhängig war. Ja. Boah, wie heißt der Film nochmal? Ist das nicht der mit Christian Bale und Mark Wahlberg? Ja, stark. The Fighter. Ist das der wo Christian Bale der Bruder von Mark Wahlberg ist. Stark. Genau, geiler über Film. Mickey Ward und Dick England, die Iren. Aus der wo er den Weltmeisterkampf bekommt. Ja. Geiler, richtig willst geiler du, Film. Willst du mal die Geschichte erzählen mit meinem ersten Boxer, den ich gesehen hab? Wen hast du gesehen? Wo du durchgedreht bist. Ey, guck mal, was für ein dummer Iraner das ist, bitte, Alter. Ey, guck mal, ich bin selber schuld. Meine Arroganz und Ignoranz wurde bestraft. Das ist immer so.
Der Schöpfer straft dich. Wir sind in Dubai. Ich bin zu Hause und ich muss sagen, ich bin ein sehr fauler. Ich will immer so chillen. Der steht auf und sagt, ey, Bruder, wir schlafen den ganzen Tag, wir chillen. Dann sage ich, ey, wir haben uns eine teure Suite geholt. Ich wollte zum Friseur. Guck mal, und dann habe ich gesagt, ich habe so viel Geld für diese Suite bezahlt, ich gehe hier nicht raus. Ich esse hier. Ich nutze jede Ecke, weil ich hierfür gezahlt habe. Und er sagt, ey, komm raus, ich will wenigstens zum Friseur. Sage ich, nein, ich gehe nicht mit. Ne? Dann geht er. Ey, dann ruft er mich einfach irgendwann an, aber mit so einer respektlosen Art, weil er macht das immer über Sachen. Sagt er, ey, Bruder, kennst du diesen Prinz Nassim, wie der ist? Ich so, Prinz Nassim? Sag ich, ja. War auch Obermeister. Ja, sag ich, ja klar kenn ich den. Sagt er, wer ist das? Sag ich, Bruder, Boxlegende aus England. Sagt er, der fette Araber, der saß gerade hier beim Friseur. Sag ich, wie? Sagt er, schwöre, der war hier. Ich wollte nicht mal ein Bild mit dem machen, so fett und hässlich wie der ist. Sag ich, oh mein Gott, saß der da? Der so, der saß hier neben mir bei dem Friseur. Der hat die Nägel gemacht. Die Fußnägel. Da war so eine kleine Asiatin, die hat ihn so geschliffen. Ja. Und dann kam der Besitzer, auch aus Deutschland, liebe Grüße, war ich da und dann sagt er, weißt du, wer das ist? Ich hab gesagt, nee, keine Ahnung. Der so, das ist Prinz Nassim. Boah, Bruder, geil. Und dann sagt er so auf Englisch zu dem, ey, der kennt dich nicht. Ich sag, ey, sorry. Der so, komm rein. Ich hab, nee, der hat sich die Fußnägel gemacht, da kam nichts mehr mit kommen. Ja, das ist etwas, was andere Leute auch machen. So. Ich erzähl dir nie wieder was. Ja, du Arsch. Ja. So. Dann zeigt er mir, nimmt er die Fernbedienung und zeigt mir, wer er ist. Ja. So. Der sah aus, ob er den gegessen hat. Ja. Also wirklich. Und er zeigt mir, und ich war so am Haare waschen, und so Massage habe ich bekommen. Und hat er mir die ganze Zeit die Videos gezeigt. Und dann habe ich am Ende so dem Hand gegeben, so, ey, danke, ciao, ne? Hast du schon und hast kein Bild gemacht? Nein! Wie arrogant. Ja. Nenn dich arrogant. Ob, wenn ich jetzt in die Dubai morgen in so einen anderen fetten Araber, du hättest den Unterschied nicht gemerkt. So, und der, dann. Der sah so aus, als hätte er den gegessen. Und dann, ich schwöre. Du so, spuck ihn aus. Spuck Prinz Nassim aus. Ja. Wo ist der? Und ich komme dann zurück in seine Penthouse. Ja. Ja. Komme ich zurück. Und er so, Bruder, bist du behindert? Du hättest ein Bild machen müssen. Ich sag, ich kenne ihn nicht. Also wirklich. Ja. Jetzt, ich bin ja ein famegeiler Typ. Ich hätte ja natürlich jetzt, mit dem Wissen hätte ich das gemacht, ja. Um dir das zu schicken. Ich sag, ey, guck mal, wie ich gesehen habe. Ja, ja. Aber ich wusste wirklich nicht, wer das ist. Krass. Weil ich kenne wirklich nur die Großen, die man so wirklich kennen muss. Bruder, der war mit einer der Größten. Der hat das Federgewicht, der hat auch die kleinen Gewichtsklassen groß gemacht. Weißt du, was er gesagt hat selber? Ja klar, weil er die alle gegessen hat, so wie der aussah. Die Federgewichte. Ey, der weiß jetzt selber, was ich gesagt hat. Er hat sich selber gesagt, wenn ich jemals in meiner Karriere einen Kampf verliere, hör ich auf. Ja. Er hat einen verloren und aufgehört. Ja, gegen Barrera damals. 38-1 Bilanz. Ja. Marco, 38-1. Aber der hat die ganze Zeit so getanzt. Kann einer mal googeln? Ja, ich glaube 38-1. Genau, der hat gegen Marco Antonio Barrera verloren. Antonio Banderas. Marco Antonio Barrera. Mexikaner. Und das hat ihn psychologisch so geknickt, dass hat so einen Knacks bekommen, dass er noch einen Kampf danach gemacht hat. Prinzen, und hat er aufgehört. Nassim. Ein Kampf nach Barrera noch und dann ist er leider. Aber kein Dings. Kämpf. Normalerweise hättest du zurückkommen müssen davon. Nee, 36-1. Nee, sorry. Der hat einen Kampf gemacht, verloren. Und dann noch einen und dann genau, hat er aufgehört. Den nach Barrera, ja. Hat er den gewonnen? Ja, den hat er gewonnen. Hat er Abschiedskampf. Der Abschiedskampf. Ja. Und, aber apropos, dass er. Aber der lebt jetzt da, ne? Aber hast du seine Kämpfe gesehen? Der hat mir die gezeigt. Wie provokant der geboxt hat? Ja, er hat so getanzt die ganze Zeit irgendwie so, ne? Getanzt hat ja, Hände unten, Hands down und so. Jetzt apropos, weil er fett geworden ist, das ist ein gutes Beispiel, weil das haben ja viele Kampfsportler, ob im MMA oder im Boxen. Der war nicht fett. Der war fett, ich weiß, Bruder. Der sieht aus wie Humpty Dumpty. Der hat sich die Fußnägel so gemacht, ne? Ja. So die Fußnägel, so richtig Fettsack. Ja. Dann hat er noch dieses Kleid angehabt. Hat er lange Fußnägel gehabt? Ja, übertrieben. Wie findest du das? Ja, ich finde das okay. Ich lasse ihn zu mir. So, dann hat er es gemacht und ich saß nebendran und hatte mir seine Fenster und gesagt, ja, that's me. Ich habe ja gesagt, das kann nicht sein. Ja, der ist echt so dann schick. Dann habe ich ihn vom Gesicht erkannt. Weil er war auch sehr dick. Vom Gesicht erkannt, dann habe ich gemeint, ja, okay. Und dann habe ich mir aber auch gedacht im Moment, was ist mit dem passiert? Ja, die Sache ist jetzt, das ist ja die Frage, die ich stellen wollte. Es gibt ja viele Kampfsportler. Ich muss leider kurz auf... Für kleine Kinder. Kleine Kinder. Die werden ja zwischen ihren Camps chillen, die lassen sich gut gehen, werden dick. Wie ist das bei dir? Bist du andauernd? Ja, doch, Mann. Ich lass mir auch manchmal gut gehen. Soll ja so sein, weil ich meine, du bist ja auch nur ein Mensch. So, weißt du kannst ja nicht jedes Mal hungern und... aussehen wie Schwarzenegger, so ein Jahr lang. Du sollst wirklich ja dich gut ernähren. Du sollst eine gute Bilanz haben, weißt du? Das Mikrofon reden, bitte. Warte, gute Balance haben. Ja. Balance haben im Leben. Ja. Du sollst halt gut essen, Spaß im Leben haben und...
Ja, das gehört einfach dazu, denke okay, ich. Okay, fängst du 12 Wochen vom Kampf immer an dann? Genau. Ich fange schon ein bisschen vorher an. Ich habe so knapp 2 Wochen ja. Off-Season. Ja. Und ja, und danach 12 Wochen, wo dann wirklich das Training beginnt. Genau. Ne? Und also 2 Wochen, wo ich so ein bisschen so, um reinzukommen, warm zu werden. Genau. Muss man sich mal überlegen, 12 Wochen. Jetzt, nein, ich will nicht, willst du? Nein, danke schön. Wir sind Profisportler, wir essen sowas nicht. Wir sind Profis. Wir sind Profis. Wie kann man sich so ein, in dieser Vorbereitungszeit, wie kann man sich dann so ein Camp vorstellen? Wie sieht der Tag aus? Wann gehst du schlafen, wann stehst du auf? Wie also, oft bist du? Im Camp sieht das so aus, wir haben genau 12, also quasi 12 Wochen vor dem Kampf geht es bei uns so los, dass wir, die erste Woche fangen wir so meistens mit 8 Einheiten an. Ja. Also 8 Einheiten am Tag? Nein, 8 Einheiten die Woche. Ja, okay, ja. Die ersten 2 Wochen und die letzten 10 Wochen machen wir dann nur 10. Also was heißt nur 10 Einheiten die Woche. Okay. Also heißt dann Montag 2, Dienstag 2, Mittwoch 1, Donnerstag 2, Freitag 2 und Samstag 1. Okay, Sonntag, frei. Sonntag, Rest Day. Und mittwochs gehe ich dann meistens schwimmen. Okay, wie diese 2 Camps, diese 2 Einheiten am Tag, wie beginnen die? Wann stehst du auf? Ich stehe morgens immer um 9.30 Uhr, 9.15 Uhr so auf. Ja. Und 10.30 Uhr ist am Trainingbeginn. Was trainiert man dann? Wir sind dann meistens bei uns so morgens Kraft-Konditionstraining. Okay. Kraft-Konditionstraining, je nachdem, wie der Coach es aufbaut. Manchmal ist dann nur harte Kraft-Session. Ja. Ja. Und dann abends viel boxerisch. Meistens dann abends immer viel boxerisch und halt auch mit Kondition verbundene Sachen. Okay, für die Zuhörer. Ist Krafttraining, ist das eine Bodybuilding-Session oder ist die noch ein bisschen anders? Ich sag ja, in der Off-Season, in der Off-Season machen wir Maximalgewichte, also heißt... wie ein Bodybuilder. Ehrlich, wie ein Bodybuilder. So maximal pumpen, maximal Gewicht. Das machen wir meistens 2-3 Wochen ne, und danach weniger Gewicht. Langsam auf Schnelligkeit arbeiten, aber wir gehen auch nicht so dermaßen den Gewicht runter, ne? Okay. Also mit dem, wenn wir pumpen. Wollt ihr? Nee. Wir sind Profisportler, wir sind Profisportler, ja. Haben wir gerade eben schon gesagt. Ja. Gönn dir. Ja, gönn dir, du bist eh verformt. Ja, so sieht auf jeden Fall ein Tag bei uns aus. Also 9.30 Uhr, dann abends schon mal. Bratzentraining. Beginnt schon beim Anfang des Trainingscamps, gibt es dann regelmäßiges Sparring oder kommt das später? Das kommt die letzten 4 Wochen des Fightes. Also in 3 Wochen. Ist dann Sparringphase und die letzte Woche ist dann runterfahren, regenerieren, ausruhen und dich ready machen für den Kampf. Okay. Wie ist das mit der Ernährung? Isst du 3-mal am Tag, 4-mal? Worauf muss geachtet werden? Ich esse meistens, ich frühstücke meistens nie. Ja, ich kann nicht frühstücken. Ich auch nicht. Ich gehe mal auf leeren Magen zum Training. Ja. Vielleicht danach dreht ein Shake und danach Mittagessen und danach esse ich gar nichts mehr bis abends. Vielleicht nochmal einen Shake oder so rein, einen kleinen Shake. Ja. Und dann zum Training und nach dem Training esse ich dann nochmal. Boah, ist das Disziplin. Ja. Ja, Bruder, du sagst es, aber irgendwann gewöhnt sich. Natürlich gönne ich mir zwischendurch mal was. Ne? Ich sag jetzt so, wenn ich habe jetzt 3-4 Tage hart trainiert, gut trainiert und habe ein bisschen auf Essen aufgehört, dann geh ich mir auch einen Tag einen Burger essen. Ja, aber das ist ein Burger, nicht 15 Donuts, 8-mal Popcorn und 9 Nacho-Tüten. Ja, aber du sollst ja, ich sag ja, du sollst ja ein bisschen leben, weißt du? Ja. Es bringt dir nichts, wenn du ganze Zeit, wenn der Körper gut aussieht, aber das hier oben nicht funktioniert. Genau, ja, aber sagt man ja, wenn du jetzt mit, wenn du dir Interviews anguckst oder mit Profi-Bodybuildern, die wir auch kennen, redest, die sagen immer, ey, ich sehe geil aus, aber ich bin absolut abgefuckt. Aber deswegen, die sind unglücklich. Deswegen ist Bodybuilding auch der faszinierendste Sport, weil die sehen super brutal aus, aber die sind super unglücklich. Hass, eine Woche, bevor die auf die Bühne gehen, die müssen so... Aber ich sag ja, bei meisten Bodybuildern oder was viele nicht verstehen, bei einem Boxer muss der Körper nicht nur gut, also was heißt, er muss nicht nur gut aussehen. Ja. Ne, der muss sondern funktionieren. Guck mal, Tyson Fury. Ja, ich sag ja, der sieht, Höhlenmensch. Guck dir Andy Ruiz an. Ey, Bruder, das kannst du niemandem erzählen. Ja, Andy Ruiz sieht aus wie so ein Dönerverkäufer. Ja, ich schwöre. Ist in den Kampf reingegangen und Anthony Joshua weggegangen. Guck dir mal Andy Ruiz an. Sieht aus wie The Rock. Okay. Wenn du Andy Ruiz neben The Rock stellst. Andy Ruiz. Und du würdest fragen, wer würde im Kampf gewinnen? Ach du Scheiße. Das ist der von oben. Dieser kleine Junge. Ne? Ja. Der ist so ein Fettsack. Ja, der Joshua K.O. gehauen. Er hat Prinz Nassim gegessen. Ja. Das ist der. Denkst du, Reese kommt nochmal wieder oder war es das? Ich weiß nicht, er hat stark Geld verdient. Ne? Ich denke, es wird ganz, ja, satt. Ich denke einfach so, er hat jetzt auch gegen, sein letzter Kampf war gegen, gegen den anderen Mexikaner. Nein. Er hat Ortiz geschlagen. Ortiz ready? Stimmt, nee, der Kubaner. Nein, Ortiz, der Kubaner. Ja, hat er geschlagen. Ja.
Und der hat zwei gute Kämpfe gegen Wilder gemacht, Ortiz. Ja, ja, genau. Und der hat den Ortiz auch auf den Boden geschickt. Ja, genau, genau. Und er hat gegen, aber gegen diesen anderen Mexikaner, hat dieser Johnny Chris Areola hat ja, ihn schwer getan. Ja, sah der nicht aber so gut aus. Oh. Und Chris Areola ist immer... Wer sind die? Wer sind da? Ich habe keine Ahnung. Ja, sind Cousins von ihm. Chris Areola. Every kid named Areola. Ich bin doch Mexikaner. Ich bin doch Mexican. Aber jetzt mal eine Zwischenfrage. Ist es so wie bei uns, also bei mir so jetzt Pack und so, ist es wirklich so bei Boxern Muhammad Ali immer? So, das ist der... Das ist immer diese Frage. Ne? Muhammad Ali oder Tyson? Also ist das wirklich so? Sind das eure Vorbilder? Nein, immer die Fragen. Jeder fragt, wer war besser? Muhammad Ali oder Ali, Tyson? Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine, ob wirklich für euch Muhammad Ali so eine Ikone ist. Ja, Bruder, Muhammad Ali, was er bewegt hat. Bruder, ja, ich bitte dich. Der Beste. Ja, das ist der Krasseste. Weil besser so, das ist jeder in seiner Zeit. Also ich sage aber nur, was er, also guck mal, boxerisch kann sein, dass Mike Tyson besser als er wäre. Guck mal, ich sag das ehrlich jetzt nur so. Aber das, was er gemacht hat in dieser Zeit, egal wie gut Mike Tyson war. Der hat direkt zurückgerudert. Hat gesagt, ja, nee, guck mal. Wie hast du geguckt, du Psychopath? Ich dachte, der verletzt mich. Was wäre denn verletzen? Wenn er sagen würde, Tyson ist ein besserer Boxer als Ali. Bruder, ich sag es dir doch. Guck mal, das ist nur, wenn wir vom Boxerischen ausgehen. Ja, nur boxerisch, genau. Ja, ich sag, Tyson war besser. Niemals. Wie kannst du das sagen, Nagi? Nein. Du boxst doch selber. Ja, Sympathie aber komplett weg. Bruder, ich sage nur boxerisch, aber trotzdem ist Muhammad Ali. Du bleibst für mich ein Kurde, egal. Ich dachte, du bist korrekter. Nein. Guck mal, warte. Sag doch. Tyson, ne? Ja. Okay. Guck mal, wir haben ja Ali, wir haben Tyson. Okay, wer war der beste Schwergewichter aller Zeiten? Muhammad Ali. Der beste. Okay, warte, darf ich dich was fragen? Das müsst ihr schon erklären. Okay, darf ich das fragen? Wer fragt mich? Oh, ich frag dich. Hat Tyson nicht gegen jeden guten Gegner, gegen den er gekämpft hat, verloren? Ja, hat er. Hat Tyson eine Niederlage gerecht? Hat er. Welche Niederlage hat Tyson gerecht? Niemand, nein, gar keine. Nein, das gar okay, Bruder, schon mal das zwei Minuten. Nee, nur nee, persönlich. Nee, der hat recht. So, okay, du sagst, Muhammad Ali ist der beste Schwergewicht aller Zeiten. Ja, vom Boxerischen. Weil er auch in der goldenen Ära gekämpft hat. Alter, Shavers, Ron Lyle, Foreman, Frazier, Norton, Chovalo. Oh, Bruder, das ist richtig. Sonny Liston. Alle, nein. Weißt du, wer der beste Schwergewicht aller Zeiten ich für weiß, mich ist? Wer? Was sagst du? Ich glaube, du sagst Lennox Lewis. Ja, der war auch besser. Bruder, der war Max. Ja. Bruder, der hat alle. Guck mal, der war. Olympiade hat war das der mit dem Ohr? Nein, das ist ja dieser gut aussehende Große. Der Brite, der auch höflich, der ist auch ein Höflicher. Der kommt aus Kanada, ist eigentlich Kanadier, England, ja. Ja, genau. Hat Olympia Gold geholt, ja. Ist der ungeschlagene Weltmeister abgetreten. Hatte alle 4 WM-Titel gehabt, sogar 5 damals, weil damals war auch noch IBO am Start. Ja, genau, hat Evander Holyfield eigentlich 2-mal besiegt. Den ersten Kampf haben die dem genommen, ja. Indem die so einen scheiß Unentschieden gemacht haben. Hashim Rahman war ja so... Glück, ganz aber er hat sich gerecht. Er hat Tyson geschlagen, Riddick, er hat Holyfield geschlagen. Riddick Bowe damals hat sogar Angst gehabt, hat den Titel Müll, hat nicht gegen den gekämpft. Bruder, ich sage dir, Lennox der war Lewis. Absolute Nummer 1. Und Lennox Lewis war auch diese neue Ära von Heavyweights, weil der war der Erste, der so 9 Meter groß ich war. Ihn, ich habe ihn getroffen auf der FIBO 2014. Ich habe ihm die Hand gegeben. Immer das hat sich so angefühlt, als hätte der eine Pranke. Ich mach den. Warte! Nein, weil du ja selber so groß bist. Wir selber, was ist denn bei uns? Ja, aber ich habe eine Frage. Das ist er wirklich noch so eine beeindruckende Bruder. Größe, dass du sagst, was ist das denn? Glaub mir, der hat ein Erscheinungsbild, der hat eine Aura. Wenn der einen Raum betritt, das ist unerklärlich. Glaub mir, der kommt in einen Raum rein, alle sind auf ihn am Gucken. Der sieht so wie bei dir. Ja, aber bei mir denken die sich, was ist das denn für ein Krüppel? So ja. Groß? Naja, der ist wirklich ein Biest. Boah. Also ich sag dir, der hat Dooley the Beast. Du nennst dich ja Dooley the Beast, Alter. Ich sag dir, der war Dooley the Biscuit sollst du dich nennen, Alter. So ein Keks. Ich hab mich neben ihm wie ein kleines Kind gefühlt. Was hätten wir sagen müssen? Embryo. Herrlich. Einmal noch so 6 Monate im Bauch. Ey, herrlich. Krass, ja, Lennox Lewis. Der ist auch nicht so groß. Ich glaube, der ist nur 1,98. Okay, was heißt nicht so groß? Ja, sorry. Ja. Sei also, ich sag ja, Fury ist ja noch größer. Yeah. Obwohl ich neben Fury stand, sah für mich Lennox Lewis massiver aus. Massiv. Wo ich aber auch gehört habe, der so ein Schrank sein soll, es kann sogar sein, dass du ihn getroffen hast, jetzt ernsthaft, ich habe gehört, The Game. Habe ich nicht gesehen. Soll auch. Ich habe den einmal gesehen.
Ja? Mhm. Ist der so... Der ist schon riesig. Dass man so ja, sagt... Bruder, bei dir ist auch nicht schwer, was riesig ist. Yeah. Nein, der ist wirklich riesig. Das ich kam rein, so, du bist riesig. Yeah. Ja, das was ich dann noch auf dem Podest, als du reinkamst. Das ist schon aufgefallen. Yeah. Das war ja nochmal eine Erhöhung. Ja, yeah, das stimmt. Ja, Lennox Lewis ist auf jeden Fall... Den lasse ich... Snoop Dogg ist auch riesig. Ja, aber so der wiegt dünn. So viel wie meine Cousine, Alter. Snoop Dogg ist doch kein Mann. Ja, wegen Olympia würde ich was ansprechen. Würdest du Olympia machen? Nein. Nein? Gibt es ja die Option jetzt als Profi zurück wieder ins... Aber so Gold holen, olympisches Gold? Olympia, ja, ist schön, aber ich denke jetzt, ich habe ja schon, bin diesen Weg eingeschlagen und mein Weg ist es, Weltmeister, um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zu boxen. Ich würde dir das echt gönnen. Und Weltmeister zu werden, das ist mein Ziel, das ist mein Traum. Ey, wenn du um die Weltmeisterschaft kommst, ich schwöre, wir kommen. Ja. Egal, auf England, wir fliegen. Ja, wir fliegen. Ihr seid beim nächsten Fight eingeladen. Ja, ich will, und außerdem, guck mal, das Schlimmste, guck mal, ich bin gut für dich, weil wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, der kämpft gegen Joshua oder so oder Usyk und wir sind dabei, boah, mein Trash-Talk-Game gegen sein Team. Ich sag, Junge, was habt ihr für viereckige Köpfe? Was ist denn da los, ja. Alter? So, ich würde so, die werden so. Die macht die vorher schon ein bisschen ja, 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 so. Sowieso. Ja, ja. Der ist sowieso krank. Ja, das wird richtig lustig. Ja, nee, kein Problem, gerne. Ich will, ja, wie gesagt, ja. Beim nächsten Kampf seid ihr auch herzlich eingeladen. Ich sag dir, ich war noch nie auf einer Boxveranstaltung. Noch nie? Noch nie in meinem Leben. Ja, wird dir gefallen. Bei mir ist wirklich gute Stimmung. Sind ja, vernünftige keine Zuschauer. Keine 200 Schlägereien im Publikum, so diese. Du möchtest auf eine bestimmte Veranstaltung ansprechen oder wollen den Namen stellen? Nee, nee. Wir wollen keine Werbung machen für so. Sachen, die den Sport beschmutzen. Ja, das stimmt. Das ist ganz schlimm. Sehr, sehr schlimm. Nee, warte mal, ich frage euch mal, wir erwähnen ja keinen Namen. Und sagen, was hält ihr von diesen ganzen YouTuber, Influencer, Rapper-Boxen? Was hält ihr davon? Katastrophe. Straight ehrlich jetzt, so eure Meinung. Meinst du jetzt allgemein auf der Welt? Alles, nein, auch nee, in Deutschland. Wir reden nur in Deutschland jetzt. Katastrophe. Straight. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für einen Boxer so richtig frustrierend ist, dass man ja, voll. Dass das man zieht, sagt, ich habe das schon oft genug gesagt, das zieht den Boxsport komplett runter. Ja. Und es wird ja auch... Guck mal, ich sag nochmal, ne, wenn einmal im Jahr ein cooles Event auf die Beine gestellt wird und wo wirklich vielleicht irgendein YouTuber, ein guter YouTuber und auch Musiker gegeneinander boxen, also lass mal bitte die TikToker weg, ja. Ne, die ihm wirklich gegeneinander boxen und so wie damals auf Pro7, so Promi-Boxen gab's genau, ja auch, so eine Art. Wo Joey Kelly oder man nimmt zwei bei Twitch jetzt Trimax hatte mal einen Kampf gehabt und das stimmt, da hat er gesagt, die Veranstaltung war sauber. Lanxess Arena, war sehr, sehr richtig schön. Und sagte, wenn man einmal im Jahr sowas cooles auf die Beine stellt, mit vernünftigem Publikum, mit vernünftigen Leuten, bin ich sogar ein Fan dafür. Ja, genau, genau. Ich würde sowas auch gerne mit unterstützen. Genau. Das heißt, du würdest auch da hingehen, genau, weißt du, wer bei mir trainiert hat in der Zeit, den ich auch unterstützt habe dabei, der Amar. Ah, Amar ja. TV kennt ihr auch, Twitcher. Das war hat er gekämpft da? Nein, hat er nicht gekämpft. Nee, Amar ist, hat sich, ist krankheitsbedingt ausgefallen. Ah, okay. Sein Gegner, ich weiß nicht, wer sein Gegner war. Und Amar ist dann ja, komplett das. Ja, und das ist das ja. Weil, und die ja, Jungs haben cooles Publikum. Ja, weil als ich dann über diese Boxveranstaltung und so mich hier ausgelassen habe, ich gesagt, ey, was ist das? Das ist doch voll beschämend. Dann hat er mir ja erzählt, der so, nein, aber es geht auch sauber. 100%. Und so, Jake Paul, das ist doch auch Celebrity-Boxen. Voll. Und guck mal, da läuft das auch sauber. Nein, ich sag, und da sind coole Leute. Es geht um die Organisation, wen man als in der, also was man in der Fightcard ansetzt. Organisation, wen man holt, wen man als Celebrity holt. Und dann noch wollen die Leute sich wer die Tür macht. Nein, und das Wichtigste ist, das Wichtigste ist ja auch, meistens ist es ja so, dass die Veranstalter dann im Mittelpunkt stehen wollen. Ja. Die wollen eigentlich die Veranstaltung, ja kein Deutsch können. Nein, die wollen die Veranstaltung dann einfach nur wie machen. Wie kannst nur du so eine Sendung moderieren, wenn du kein Deutsch kannst, Bruder? Der Typ spricht nicht. Guck mal, mein Opa, der ist gestorben. Der lebt nicht mehr. Allah yarhamu. So, der. Gib mal ein Wasser. Bitte. Sein Deutsch, das er konnte, ne? Konnte er nur, weil Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Tunesien war. Da hat er so ein paar Deutschsätze aufgeschnappt. Der hat immer so mit mir geredet aus Spaß. Und der hat besser Deutsch gesprochen als der Moderator. Ja, ich sag ja, das ist ja. Das finde ich. Ja, was heißt ja? Ich sag gar nichts. Sorry, Alter, ich schwör. Ich sag, wenn man das gut machen würde, würde ich sogar das mit supporten. Aber es ist einfach nicht gut gemacht. Und es ist ja auch kein Hate an die Boxer oder an die YouTuber, die da mitmachen. Es ist einfach die Veranstaltung. Also ich finde einfach nur ein bisschen schlecht organisiert. Zu oft. Und ich denke einfach, die sehen einfach eine gute Einnahmenquelle. Genau. Weißt du, die sehen einfach, boah, wir verkaufen 10, 12, 15.000 Tickets. Aber die sehen nur kurzfristig. Genau. Du musst langfristig genau, immer planen. Genau. Und darum geht's ja. Wenn man aber sagen würde, ey, wir machen einmal im Jahr ein cooles Event mit coolen Fight-Paarungen und so. Mit Lanxess Arena. Genau, Lanxess Arena und macht wirklich, wir planen vorher 12, 13, 14 Wochen vorher, macht coole Videos dazu, wie sie sich face-to-face und sympathisch und auch auf Respektebene. Auch wenn die nicht noch beefen,
alles respektvoll, nicht gegen den Tisch oder den Stuhl gegenwerfen. Stylisch, wie Tyson Fury. Ja, der ist auch Trash-Talker, aber ist einfach stylisch, auf respektvolle Art. Genau, und das meine ich. So, weißt du, dass, wenn das stattfinden würde, ey, ich würde das supporten, Alter. Ich wäre richtig mit am Start und würde sagen, geil, dass wir sowas Geiles auf die Beine. Guck mal, Jack Paul gegen Tommy Fury war auch Trash-Talk, die wollten aufeinander los, aber trotzdem war es geil. Ja, und es ist immer, es wird eine gewisse Grenze nicht überschritten. Genau. Also du guckst dir das nicht an, egal was die machen, und denkst dir, was für zwei Asoziale. Du hast dieses Gefühl nie bei denen. Ja, deswegen sag ich ja, ich bin, wie gesagt, gucken halt, wo der Boxsport in Deutschland hingeht. Ich finde, man sollte einen Menschen gegen ein Tier kämpfen lassen, das wäre so interessant. So ein Mann gegen Tiger. Und dann? Ja, und dann, ja, weil, guck mal, erstmal muss der Mann dann richtig viel trainieren, weil die Möglichkeit, dass er stirbt, ist sehr hoch. Das bedeutet, ich habe Respekt vor ihm, dass er sich diesem Kampf stellt. Dann siehst du vielleicht einen geilen Todesfall, weil der Tiger wird den ja so angreifen und dann wird er den essen. Und dann sehen wir das. Und das sorgt dafür, dass wir natürlich. Er darf das sagen, er macht Comedy, Bruder. Ich würd, wenn ich das sagen würde, wird das nur Bildpresse, Kabayel, Schlagzeile mit Menschen tot sehen. So, Bruder. Der hat so kranke Ideen. Ja, ja, der hat Fantasie, Bruder. Gefällt mir. Ja. Ja, ich bin ein fantasievoller Mensch. Du Lieber, was ist los? Warum bist du so depressiv, Alter? Er denkt schon, ey, der hat mich so motiviert. Scheiße, ich muss morgen mit dem Sport anfangen. Ja, ja, genau. Ja, das haben wir auch mal vor 3 Monaten hier gesagt. Also wirklich, wollten wir mit Sport anfangen. Ihr wolltet Montag anfangen, aber ihr habt nicht gesagt, welchen Montag. Ja, genau. Ja, das man hat so das auch mit Montag, schlechte Idee, direkt anfangen. Ja, ja. Immer diese Montag. Ja, aber bei uns, wir haben ja so eine Mentalität, der ist so ein radikaler Typ. Der ist so einer, ich gehe jetzt joggen. Nein, ich muss jetzt jeden Tag 18 Kilometer joggen gehen, sonst macht das nicht. Gehst du ehrlich Kilometer? Ich mach viel Sport, ja. Aber läufst du keine 18 Kilometer? Nee, ich bin kein Lauftyp. Ich spring viel Seil und viel Burpees. Ja, erzähl mal, wie viel? Eine Stunde, zwei Stunden? Also eine Stunde Seil ist für mich. Und du liebst Schuhe? Und ich liebe meine Schuhe, Der hat gerade in seine Schuhe, bevor das alles angefangen hat. Ja, und hier, die sind dreckig, einfach weil ich... Wir müssen manchmal, guck mal, wenn du jetzt nicht gekommen wärst, ne, mit deiner Größe und deinem Talent, was du hast... Ey, der pusht mich maximal. Ja, klar, du bist ein geiler Typ. Ja, wirklich, wir geben immer Hack, ne? Ja, wir geben immer Hack. Ist, Fleisch. Wenn du es nicht gewesen wärst, und das wäre jetzt so, keine Ahnung, dann hätte die Sendung abgeblasen. Wegen seinen Schuhen. Halt. Doch, der ja, ist so. Ja, ich hab das so war, Fuck den da ab. Aber ich habe das gerade immer mal gesehen, du warst fast mit der Zunge dran. Ich wollte so dran, wie so ein Salamander. Ich weiß noch einmal, wollten wir nach Köln fahren, da ist ihm ein Stift runtergefallen. Und diese Tinte, da war so eine Tinte, die ist auf den Boden geklatscht. Du wolltest nicht gehen? Ehrlich? Ja. Ich habe so Ticks, ja. Du liebst einfach deine Schuhe, ne? Ja, ich habe so keinen, ich bin so ein... Ey, wir haben mal zusammen gewohnt, ne? Ja. Ehrlich? Ja, ja, zusammen gewohnt. Damals, wo wir noch kein Geld hatten, arm waren. Ja. Also wie jetzt. Also jetzt hat sich nichts geändert. Da habe ich mal auf ihn, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet, weil er nochmal hoch musste und die Gläser und Teller waschen musste. Weil er sagt, ich kann nicht gehen, wenn die so in der Spüle sind. Ja, ja, ich habe so einen Sauberkeits- und Putztick. Ehrlich? Ja, ja, wirklich. Ich drehe so komplett durch. Ja, ist so gut, die Wohnung ist ja immer sauber. Ja, dann Wohnung weißt du, wer die Wohnung immer sauber gemacht hat. Ja, aber das ist wegen den, weil er viele Tatorte reinigen musste. Der hat so einen Tick. Ja, geil. Du Korpsmolester. Geil. Agit, was ist, wenn. Jetzt, da das Celebrity. Willst du noch was trinken, Agit? Nee, alles gut. Sicher? Mir hast du noch nie was zu trinken angeboten. Ja, Bruder, du trinkst ja auch 700 Softdrinks. Mir hast du noch nie was zu trinken angeboten. Ja, weil du erwachsen bist und selber holen kannst. Der ist doch auch erwachsen. Der ist mein Gast. Was ich auf jeden Fall gerade gemerkt habe, ihr habt auch kleine Dosen hier. Ja, ja, die sind normal groß. Das wird, bei mir wird trotzdem größer. Der ist Gast. Ich muss ein Gast immer gastfreundlich behandeln. Wusstest du, wenn ich dich auf meine Schultern hole, sind wir zusammen immer noch kleiner als eigentlich. Nein, übertreib. Doch. So. Du bist echt groß. Fleisch. Ja, du bist echt eins. Wie groß bist du? 1,92, ja. Ich werde nie wissen, wie das ist, so groß zu sein. Ich leide sehr darunter. Ja, ist nicht schlimm. Ja. Du bist, aber dann wärst du nicht lustig. Damit, oder? Nö, eigentlich nicht. Was heißt, ja klar, so Spruch habe ich aber immer. Aber deswegen ist aber so Wort gemacht. Ja, genau, aber ich hatte immer. Ich glaube, gegen dich hätte ich gerne angelegt. Das geht immer nach hinten. Aber musstest du so sein, weil du halt klein warst. Ja. Deswegen musst du immer, du musstest halt sehr so bissig sein. Manchmal ist man dann so über die Stränge geschlagen, aber dann. Manchmal. Hast du mal Boxen, also mal Boxen trainiert? Also warst du mal im Gym oder so, trainiert? Ich habe 3-4 Jahre habe ich geboxt, trainiert. Ja? Aber nur so trainiert. Also ich würde, also ich nenne mich jetzt. Nee, gar nicht. Ja, okay, wie fordern jetzt irgendeinen YouTuber? Ich fange jetzt an. Komm raus. Nein, Du hast schon 2 Anfragen bekommen. Ehrlich? Du? Er. Zu kämpfen? Aber ich habe es abgelehnt. Also erstmal Veranstaltung? Ja, ja. Ja, also ja. Erstmal habe ich zu großen Respekt vor dem Boxsport.
Ich mache mich da nicht zum Affen. Ja. Zweitens bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Und drittens weiß ich, dass meine Skills, ich erkenne das hier an. Also für die reicht das. Aber es reicht nicht so, dass ich jetzt sage, es wird trotzdem sein, dass man, egal wie viel man trainiert, dass du dir das später anguckst und sagst, boah, das sieht Katastrophe aus. Kennst du das, wenn du den Sport so sehr liebst, dass du sagst, das ist einfach so respektlos, weil das wird beschissen aussehen. Weißt du, was der macht? Ja. Wirklich. Ich habe mit ihm jetzt, ich glaube, einen Boxkampf erst geguckt zusammen. Nee, zwei. Ja, zwei haben wir zusammen geguckt. Der schreibt sich sogar die Punkte auf, die er geben würde, jede Runde. Ja, damit ich am Ende so... Und er geil. So... Und er so, ha, der hat genauso wie ich gewertet, das ist gut und so. Er ist komplett in seinem Film. Ja, aber ist doch geil. Shisha im Hintergrund. Der ist richtig einfach, der liebt den Sport. Ja, voll. Der liebt den extrem. Und der sagt sogar aus dem Herzen raus, sagt er, ey, ich respektiere diese Sportart so krass, dass ich den Boxsport nicht in Lächerlichkeit ziehe. Ja. Also in das Lächerlichkeit auch wenn es Geld gibt und so. Ja. Und du wirst lächerlich aussehen. Das, aber er macht ja nie was für Geld. Das war Trick 17, das einfach so nebenbei. Die haben zu wenig geboten. Ja. Nein, er macht nie was für Geld. Nein, echt nicht. Ich bin leider nicht käuflich, deswegen bin ich auch ein Penner. Ein bisschen. Das wäre echt erfolgreich. So, ja. Mein wirtschaftlicher Erfolg besteht daraus, Cheyennes Partner zu sein. Ja, das ist geil. Bist du eigentlich dieses Jahr bist du schon auf Tour oder bist du gerade irgendwie Tour? Doch, ich spiele immer ganz viel. Deswegen, du musst auch mal vorbeikommen. Gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Auf Comedy komme ich sehr, sehr gerne. Das erste Mal in meinem Leben war ich auf einer Comedy-Veranstaltung bei, wie heißt der, Özcan Kosa? Ja, wie war's? Super. Geil, wann warst du da? Der war auch bei uns. In Essen. Der war auch bei uns. Ja, das ist ein bisschen länger her. Also wann war das? Nicht mal länger her. 3-4 Monate? Der krass, der ist sehr, sehr gut. Ja, der war mega. Ich bin richtig Fan von Comedy geworden. Ja, der war auch. Komm, wir sind Sonntag in Düsseldorf, ne? Komm. Diesen Sonntag in Düsseldorf? Ja, jetzt nicht in laut der Folge, bevor die Leute sagen, ey, der war gar nicht, wann die Folge kommt. Aber ist egal, der sagt sowieso 3 Stunden vorher ab. Ja, genau. Nee, gar nicht ab. Also Sonntag. Okay. Ja, komm echt vorbei. Komm vorbei. Das wird richtig lustig. Ich habe aber jetzt eine Frage. Würde ein Agit in so einen Film gehen, wenn es jetzt nochmal so einen Film, Hollywood-Film über Boxen gibt? Würdest du da mitmachen? Ja, so eine wie mitmachen? Klar, gerne, warum nicht? So als Schauspieler? Ja, voll. Hast du das drauf? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich schauspielern kann, wäre schwierig. Wenn du Boxer spielst? Aber wenn ich nur Boxer spiele und... dann bist du ja du selbst. Genau, wenn die sagen, du kannst ein bisschen improvisieren. Kannst du Englisch? Boah, ich auch, ich kann ja gar kein Englisch. Doch, du kannst boah, Trash Talk, diese Face to Face. Nice to meet me und das. Nice to meet you. How are you, bro? So. Dann bin ich ausgerannt. Wie hast du mit Derek Chisora auch gechillt danach? Nein, der war so stinkig sauer und Maximum. Ich dachte, schade. Ich sag ja, das war für mich so ein einmaliges Erlebnis. Ich habe Roy John Jr. da getroffen. Nein. Ja, der hat meinen Kampf kommentiert. Geil. Kennst du Carl Frosch? Carl Frosch? Ich liebe auch den. Kommentiert. Der hat die beste Bilanz an geilen Gegnern. Michael Buffer hat mich in den Ring reingerufen. Ja, das war so. Den kenne ich. Ja, das war so ein einmaliges Erlebnis. Wie war Roy John? Hast du mit dem geredet? Kurz, aber der war sehr, sehr, muss ich sagen, Alter, so ein bisschen so... Arrogant? Ja, so, der war so, halt. Ja, so abweisend, so einer, ja, so... Ich bin Roy Jones. Der Moderator kriegt mehr Geld als die Boxer, ne? Nein, ich glaube nicht. Der kriegt viel Geld, ne? Der meint Buffer. Michael Buffer, ja, ja, der bekommt viel Geld, aber ich glaube nicht, dass er mehr einziger Geld... Als einziger. Michael Buffer verdient... Und was? Michael Buffer, wenn ich. Weil er hat das ja auch patentieren lassen, habe ich mal gelesen. Let's Get Ready to Rumble hat er, ne? Sein Bruder ist ja Bruce Buffer. Bruce Buffer von der UFC, ja. Auf jeden Fall war der. Ich habe sogar danach mit Fist Albert ein Bild gemacht. Der war auch dort. Wer? Der Fürst von Monaco. Ach so, der Fürst von Monaco. Ja, der war auch da. Ah, stimmt, im der Casino. Casino Monte Carlo. Und das war ein einmaliges. Aber wie haben die das in Monte Carlo? Gibt es da eine Halle drin? Das war im Casino. Es waren nur 400 Zuschauer. Erste Reihe Karten 1600 Euro. Zweite, dritte Reihe, glaube ich, zwischen 1000 und 800. Und dann ging die billigste Karte war in der 8. oder 10. Reihe, waren nur 400 Gäste. Haben die dann die Tische und so weggemacht da alles? Die haben, ja, die haben einen Saal, das ist ein großer Saal und da war ein Boxring und vielleicht Platz für 300, 400 Zuschauer. Krass. Schade, ich dachte, Chisora wäre cool gewesen, schade. Alter, nein, Chisora war so ein bisschen, wir haben uns natürlich danach die Hand gegeben, dann habe ich auch mit, da kam der, kennst du Carlos Takam? Der hat danach klar, eine Woche davor gegen Joshua geboxt. Er meinte so, ey, Respekt, war ein schöner Kampf und so. Und, war David Hay da? Weil der doch so David Hay war nicht da. Okay. Und ist David Hay der Ausraster bei dieser Konferenz? Ja, genau, wo die sich geprügelt haben. Ja, die haben sich geprügelt. Das war ja Chisora. Ja. Ah, das ist der! He glassed me! Ja, okay. He glassed me! Jetzt weiß ich Bescheid, okay. Deswegen war ja der den Klitschko so angespuckt hat, also weißt du, der mit der England-Turban. Hast du David Hay mal kennengelernt?
Nee, aber wir sind über Instagram befreundet. Ja? Ja, wir haben uns nicht persönlich kennengelernt, aber wir sind über Instagram connected. Wir haben mal geschrieben, weil er hat einmal auf eine Story reagiert, wo ich den Derek, ja, so vom Kampf eine Szene rausschnitt, ja. wo meine Hand, also ja. das Urteil fällt, und dann meinte, hat er mir so einen Daumen geschickt. Korrekt. Ja, und das ja. war halt so. Danach, viel später, ist der Derek, glaube ich, bei ihm gelandet, als er war sein Manager. Ah, das war danach erst. Okay, genau. Deswegen habe ich gefragt. Ich dachte, der hat den schon. Und ich habe danach im Flughafen Karl Frosch gesehen. Er sagt, Derek ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich habe den Kampf sogar nicht mal knapp gewertet. Der Kampf wurde ja, wie nennen wir, also MD, Murdy. Majority Decision. Ja, genau. Einer hat unentschieden gewertet und die zwei anderen. Für mich. Ja, genau. Der sagt, ich verstehe gar nicht, was der Dritte, also was der Referee gesehen hat. Ich habe den Kampf 10 Runden für dich gewertet und eine Runde vielleicht unentschieden. Ja. Ich weiß nicht, auf welchen. Also die wollten ja wirklich den Kampf dort unten kippen. Ja. Weil das war ja Matchroom seine Veranstaltung. Ja. Matchroom hat der veranstaltet. Der gewinnt einfach 10 Runden. Die versuchen das trotzdem irgendwie so zu machen. Ach, jetzt haben sie das kapiert. Ja, klar. Ja, aber wie geht das? Ja, die ist auch so Korruption, sein Vater. Guck mal, du musst überlegen, Matchroom ist an dem Tag der Veranstalter gewesen. Also die, das heißt, die bezahlen EBU den Verband. Wie das System von der Privatschule, was du gestern erzählt hast. Jetzt verstehe ich. Genau, und die bezahlen quasi, also ich weiß gar nicht, über was die Privatschule geredet hat, aber... Über das gleiche System. Genau, das gleiche System. Genau, und die haben die Veranstaltung gemacht, das ist denen ihr Boxer. Das ist quasi, Cesaro ist ihr Boxer. Diesen Veranstalter, die bezahlen die Punktrichter, also die bezahlen die jetzt nicht unter der Hand, also die haben die ja bezahlt. Hotels müssen die bezahlen. Und die wollen sich gut mit denen stellen. Genau. Die wollen gut gestellt sein. Dann gehen die mit den Punktrichtern und den Ringrichtern... Essen. Was verboten sein sollte. Genau, zwei Tage vor dem Kampf gehen die schön essen, geben die schön Baba Essen aus und kümmern natürlich um die feinsten Hotelzimmer, dass sie ein gutes Hotelzimmer bekommen und All-Inclusive-Paket. Weißt du, das komplett denen es gut das geht. Das ist nicht euer Ernst. Das ist ja doch, ironisch um den Maul schmieren. Weißt du warum? Weil der Ringrichter oder der Punktrichter denkt dann, wenn nächstes Mal eine Veranstaltung hier ist, das wollen wir wieder haben. Wieder dann, haben. Dann lass mir lieber den Jungen, der von der Veranstaltung ist, gewinnen. Wir wollen nicht, dass die uns hassen. Aber. Das muss doch kontrolliert werden. Ja, das ist ja auch eine Sache, worüber sich Fans beschweren, weil die sagen, das ist eine Art Bestechung. Ich hatte Glück gehabt, das war Sky live übertragen in England. Und ich stell mal vor, da wäre kein Fernsehsender. Ja. Dann hätten die das Urteil komplett gekippt. Ja, der hätten es komplett. So, wie soll ich etwas beweisen? Ja, der hat nicht richtig beklaut. Ey, das ist krass. Ja, bei Bock, das gab Fehlentscheidungen, gibt es wie sonst am Meer. Ja. Aber gibt es jetzt auch bei so ganz großen? Ja, klar. So, Evander Holyfield und sowas. Ja, klar. Evander Holyfield, erster Kampf gegen Lennox Lewis. Hat er doch gerade gesagt. Ganz klar verloren. Also ganz klar unentschieden gewertet. Oder meiner Meinung nach, erster Kampf Tyson Fury gegen Deontay Wilder. Ja, klar. Aber unentschieden haben die unentschieden Fury gewertet. Hat den kaputt gehauen. Aber ich sag dir, warum die den Kampf so gewertet haben. Die wollten einfach daraus eine Geschichte fahren, zweiten Kampf, dritten Trilogie Kampf. Machen. Ja, genau. Und das war einfach die Story. Da war einfach Geld drin. Aber war das damals auch so? Ja, klar. Ja. Und das auch, bedeutet, auch populäre kurz, Boxer. Das bedeutet, das heißt, damals, als ich 8, 9 Jahre alt war, ja, und mein Vater dann irgendwelche Mike Tyson-Kämpfe geguckt hat, wo der so 22, 23 war, ne, hat man das ja nur als Show gesehen, wie du es vorhin gesagt hast, im Fernsehen, du hast nur das gesehen und sagst, brutal. Genau, Mike Tyson hat deswegen habe ich ja gerade dem eine Sache ganz gut angesprochen, wo ich gesagt habe, damals haben die Kämpfe stattgefunden und keiner konnte seine Meinung äußern. Ja. Keiner konnte was dazu, ey, wenn es so war, guck mal, jetzt hört euch diese Story an, ne? Das wollte ich gerade dem auch erzählen, aber ich habe gesagt, komm, ist ein bisschen überflüssig, aber es geht darum um einen Boxer, der gekämpft hat, der in Deutschland wirklich ein Superstar war. Die haben ihn einen Gegner hingestellt, der 18 Siege hat und eine Niederlage. Weißt du, was seine wirkliche Bilanz war? Ein Sieg, 18 Niederlagen. Die haben einfach gedreht. Boah. Und keiner hat das mitbekommen, weil keiner was googeln konnte, keiner wusste, was er tut, was er macht. Da wurde ein Journeyman als der nächste, oder als ein krasser Gegner verkauft. Als so Herausforderer. Echt? Als Contender. Ey, Bro, glaube mir. Damals konntest du nichts googeln. Wie willst du denn etwas googeln? Weil du hattest ja kein Handy in der Hand. Du hattest. Aber warte mal. Zum Beispiel jetzt beim Fußball oder so, ne? Da gibt es Verbände, da wird alles geprüft. Aber ich sag dir, da steckt auch viel mehr Geld drin. Guck dir mal, wie jetzt die ganzen Scheiß die bezahlen ja ohne Ende Geld. Die wollen überall mit dabei sein. Die kaufen Newcastle auf, die wollen jetzt Manchester United aufkaufen. Die haben ja richtig Spaß daran, weißt du? Die können ja machen, was sie wollen und deswegen da steckt zu viel Geld drin. Und da es ein Mannschaftssport ist, deswegen habe ich mich ja damals gewundert, wo ihr mir von der Korruption im Fußball erzählt habt, weil es ist schwerer,
zu beeinflussen. Im Boxen ist es ein 1 gegen 1, du kannst einen Punkt, du kannst hier bescheißen, es ist einfacher. Guck mal, und Korruption gab es im Boxen immer. Man weiß zum Beispiel, dass in den 40ern und 30er Jahren in den Amiland hat die Mafia das Boxen kontrolliert. Da wurden Leute gezahlt, damit der fällt, oder ein Champion, haben die gesagt, du verlierst heute, sonst machen wir deine Familie kalt. Einfach so, um die Wetten zu beeinflussen. Es gibt, überall, wo Geld drin ist, ist Korruption drin, vergiss das. Krass. Ja, und ich dachte, das wird richtig kontrolliert. Und heute ist es halt so, dass echt halt, man kann das halt nur über die Punkterichter machen, aber es gibt ohne Ende Fehlentscheidungen im Boxen immer noch. Das gibt es ja auch mittlerweile beim MMA. Wie oft bekommst du das mit? Da ist ein Kampf, du Gegner, Kämpfer A hat ganz klar gewonnen und am Ende, and the winner is Kämpfer B. Und dann denkst du, was? Aber das ist bei der UFC ein bisschen unterschiedlich. Weißt du warum? Mhm. Weil wenn man Boxen und UFC vergleicht, ich habe das also schon oft den Vergleich gegeben, bei der UFC hast du einen Promoter, einen Matchmaker und einen Verband. Alles drei in ein. Also die UFC bestimmt, ob die dich heute zum Superstar machen oder nicht. Mhm. Beim Boxen, du hast einen verschiedenen Promoter, der arbeitet erstens nur mit den Weltverbänden zusammen. Und ob die Weltverbände Bock auf dich haben oder nicht, kommt drauf an, wie oft fährst du im Jahr zu der Convention. Ja. Und es gibt zum Beispiel, wo man weiß, die WBC gehört Mexiko, einem Mexikaner. Genau. Man weiß, dass die WBC sehr behutsam mit mexikanischen Gegnern umgeht. Die können so drei Jahre ihren Titel nicht verteidigen, der wird nicht aberkannt. Gibt es manche Sachen. Ja. Und bei der, also beim Boxen ist es viel schwieriger, ne? Also diesen Zusammenhalt, also was ist das? Also der Matchmaker ist ein verschiedener Typ, der Promoter, der Management. Und jeder will was vom Kuchen. Genau. Deswegen ist das schwierig. Und die sind halt, und in der UFC, es geht dem Promoter, der UFC, geht es darum, dass die UFC größer wird. Nur die UFC. Deswegen sind Kennst du den Fall mit Francis Ngannou? Ja, klar. Die haben den jetzt rausgeschmissen. Genau. Francis Ngannou ist der UFC-Champion gewesen. Der ist rausgegangen, weil er gesagt hat, ich... Genau, was heißt aber, die UFC hat so ekelhaft Druck aufgebaut, dass er selber gesagt hat, ich gehe raus, weil... Obwohl er Heavyweight-Champion ist. Genau, der war Champion bei der UFC und er hat gesagt, ich will mehr Geld haben, ich will mehr Kohle haben, weil ich bin Champion. Da meinte die UFC, nein, das, was wir sagen, wird gemacht und wenn nicht, so, dann... Deswegen, die UFC wird immer größer und beim Boxen... Das ist jetzt genauso wie die FIFA. Genau, und beim Boxen... Die FIFA kann alles bestimmen, die WM, und das ist jetzt die UFC. Aber die UFC kriegt langsam stark Konkurrenz von ONE FC. ONE FC ist in Asien der größte Promoter, aber ONE FC... expandiert gerade nach Amerika. Die machen die erste Veranstaltung in Orlando. Ja. Ne, und die werden langsam groß. Und Bellator ist maximal am Start. Ja, aber Bellator ist seit Jahren, die schaffen den. Obwohl die. Und PFL, ne? PFL, aber die sind da hat sich jetzt der Jake Paul mit eingekauft. Ja. Und mit dem alten Investor von UFC. Der ist jetzt auch mit drin. Oder der alte Matchmaker von der UFC. Ja? Der ist auch bei der PFL drin. Ja, okay. Und ich sage ja, die kriegen Konkurrenz, weil. Die waren ganze Zeit Machtmonopol und die konnten alles bestimmen. Ja, aber ich glaube, das bleibt. Das ist wie beim Basketball, NBA und die NFL, das bleibt aber einfach. Aber guck mal, in 3, 4, 5 Jahren, vielleicht ändert sich das. Ja, genau, beim Boxen war es aber auch so. Da war WBC immer die Macht. Ne? Ja. Alle wollten immer den WBC-Champion. Ja, aber jetzt noch einmal, der älteste Gürtel war. Wer hätte gedacht, vor 15, 20 Jahren, IBO. Aber siehst du IBO so als krassen Gürtel? Aber vor 20 Jahren? Nee, WBO war nicht so, und die WBO ist jetzt auch UFC hat aber immer noch so 90% des MMA-Marktanteils. Ja, 100%. Also ich glaube, die Promotion, die du bei der UFC kriegst du nirgendwo auf der Welt. Die sind so die Spotify der Streaming. Genau, das ist ein perfektes Beispiel. Alles andere ist... Aber die unterbezahlen die Kämpfer. Ich weiß ja, die ersten Verträge, was ein Kämpfer da bekommt, überleg mal, du unterschreibst bei der UFC, bekommst für deinen ersten Fight... Wir reden von der größten Liga der Welt. Und die ja auch Geld haben. Das ist ja eine. Die Zahl? 12.500 plus 12.500, wenn du deinen ersten UFC-Kampf gewinnst. Davon musst du Trainer selber bezahlen. Coaches. Also, wenn du als Sieger aus dem Kampf rausgehst, kriegst du 25.000. Und natürlich gibt es die Bonus: Fight of the Night, Performance of the Night. Submission of the Night. Du kriegst 50.000 extra Bonus. Ne? Und jetzt musst du erstmal 3 Kämpfe machen mit dieser quasi mit dieser Börse. Und nach 3 Kämpfen legt die UFC dir den nächsten Vertrag vor. Und die UFC bezahlt sehr, sehr unter, weil die sagen, wen wollen wir als Champion sehen. Und wenn du, sobald du... Krass. Ist so. Deswegen ist ja, obwohl UFC jetzt ein, also ich sag nicht MMA, an sich ist es nur die UFC, an sich ein beliebterer Sport ist als Boxen, verdient nicht so viel. Guck mal, Francis Ngannou, der Heavyweight Champion, der verdient nicht so viel Geld wie Tank. Ich glaube... Tank Davis? Nein. Böse? Ja, der Boxer? Nein. Du meinst Devonta Davis, oder? Nein, ja, genau. Devonta Davis. Der verdient mehr Geld als Francis Ngannou. 100%. Da hat er recht. Genau, und du kannst 1000 Kiddies fragen, kennst du Francis Ngannou oder kennst du Tank Davis?
Ja, die meisten ich glaube, den Davis kennen sehr, sehr viele schon. Meinst du? Also, ja, weil Mayweather ihn promotet, kennt man ihn schon. Aber Ryan Garcia kennen die auch. Ja. Aber jetzt nehmen wir mal Lomachenko an. Ja. Ne? Lomachenko ist auch bekannt, aber jetzt nicht so krass. Der ist nur unter Boxfans bekannt. Ja, und Lomachenko verdient auf jeden Fall mehr Geld als ein Francis Ngannou. Ja, als alle UFC-Champions. Okay, ich habe mal eine Frage. UFC gehört diesen weißen Glatzkopf. Ja, ne? Aber er hat es verkauft. Der ist der Head. Ich glaube, der Dings hat schon mit, Elon Musk hat sich mit eingekauft. Die haben die UFC, habe ich gehört. 4 Milliarden. Haben die verkauft und Elon Musk ist in der Gruppe mit, also mit, als Investor mit 4 drin. Milliarden für eine Marke. Ja, für UFC. Aber Dana White ist das Gesicht, ne? Der bleibt das Gesicht, wer aber auch, und er hat, man hat das ausgerechnet, er hat ja so einen Prozentanteil an diesen 4 Milliarden Deal. Ich weiß, und da habe ich noch gelesen, und da haben die ausgerechnet, dass das für Dana White so 400 Millionen war. Diese 4 Milliarden, das, was er bekommen hat, dieser Kuchen, war 400 Millionen. Von diesen 4 Milliarden. Ja, weil er hatte sehr, sehr viele Investoren, denke ich mal, mit am Start, ne? Genau. Mark Wahlberg hat aber auch so einen Teil von der UFC. Hat sich auch eingekauft. 400 Millionen. Ja, Dana White. Dieser Fettsack, dieser Glatze. Der ist aber ganz ehrlich, ich finde ihn und Eddie Hearn sind die zwei besten Promoter im Kampfsport. Ja, ich sag ja, UFC bringt selber so eine starke Promo mit, ne? Wenn du danach, wenn du im UFC wirklich Champion bist, kannst du sicher sein, die gesamte Welt kennt dich fast in der Kampfsportszene. Ja. Weil UFC macht dann wirklich die Leute populär und du bist danach eine eigene Marke. Ja. Nur was die Leute sich beschweren, sagen, ey, okay, wir haben dann viele Sponsoren oder die Leute sind bekannter, aber die sagen, ey, warum packt ihr mal nicht einen Tiefer in die Tasche und holt mehr Geld raus, weißt du? Und da sind die Kämpfe, guck mal, der John Jones hat so lange nicht gekämpft, weil er sich darüber beschwert hat, dass er gesagt hat, ey, wann zahlt ihr mir die richtige Börse und wann zahlt ihr das große Geld? Was ist Börse? Also Bezahlung. Kampfbezahlung. Und man sagt ja auch in der UFC, ich kenne jetzt nicht genau die Zahl, die Leute können mich gerne korrigieren, die haben irgendwie gesagt, von den Einnahmen eines Abends gehen irgendwie so nur so 11% an alle Kämpfer verteilt. Ja, das kann sein. Während der Box-Superstar, der am Abend kämpft, der Hauptkampf, ob er es ist, ob Tank es ist, ob Canelo es ist, ob Lomachenko, die kriegen irgendwie das meiste Geld. Also da kriegt der Boxer den meisten Kuchen und der Rest wird aufgeteilt. Das System ist anders. Aber deswegen sag ich ja, der Promoter ist dasselbe, der Matchmaker ist dasselbe und der Verband ist dasselbe. Also er bestimmt... Eine Firma. Also du musst überlegen, nur drei er bestimmt die Rangliste. Hm. Wenn er Bock auf dich hat, gibt er dir einen Top-10er. Ja. Wenn du in der Top 20 bist, gibt er dir einen Top-10-Gegner. Aber wenn er keinen Bock auf dich hat, gibt er dir wieder jemand aus der Top 20. Dann musst du wieder drei Kämpfe machen, dass du eine Top 10 drin. Deswegen kriegt Conor McGregor jetzt wieder eine Ultimate Fighter Sendung, obwohl er das letzte Mal einen Kampf gewonnen hat, als mein Vater nach Deutschland gekommen ist. Aber ich sag dir, warum Conor McGregor interessant ist. Conor McGregor hat auch UFC als Marke, also groß gemacht. Darfst du nicht vergessen. Er hat die UFC mit groß gemacht. Ich kenne ja nur UFC, also ich, wegen Khabib. Conor und Khabib. Ja, das sind die zwei bekanntesten Kämpfer. Genau. Und Khabib hat quasi ihn da abgelöst und hat der Welt gezeigt, ey, du kannst auch erfolgreich sein, indem du stay humble machst und auf ruhig machst und bescheiden machst und auch mal nicht so große Trash-Talk hältst und auch mal ein bisschen Piano machen kannst, respektvoll mit deinen Gegnern. Und das hat auch diese ganzen Ostblock-Seite, die Russen, Dagestaner, Tschetschen, so aufgebaut, dass so viele, auf einmal, guck mal, der Ramzan Chimaev ist zum Beispiel ein komplett anderer Beispiel. Ganz anderer Beispiel. Der ist so Conor McGregor aus Tschetschenien. Ja, aber ich mag den auch nicht so als Typ. Der ist laut und macht Power und ist, weißt du, macht Action. Ja, guck mal, überleg mal. Feierst du ihn oder? Ramzan, nee, vom Typ, ich mag nicht seine Art. Aber er ist ein geiler Kämpfer. Ja, geiler Kämpfer, aber Khabib habe ich von der Art, der war ja auch so cool und draufgeregt. Aber Khabib war so wirklich sehr humble, der war ruhig. Guck mal, du darfst nicht überlegen, es gibt ja auch Fußball, Eishockey, Politiker. Khabib ist der Russe mit den meisten Followern auf Insta. Ja, Russe. Und er ist, wenn ich mich nicht irre, die Leute, er ist der Russe mit den meisten Followern auf Instagram. Und er ist der Muslim mit den zweitmeisten Followern auf Instagram. Ich glaube, nur Mo Salah hat mehr Follower als Khabib. Also alle muslimischen Fußballspieler haben trotzdem weniger als Khabib. Nur Mo Salah ist noch über ihn. Ehrlich? Ja. Krass. Ja. Das sind krasse Zahlen. Ja, der ist ja auch bei... Das sind krasse Zahlen. Ja, aber dann beim Boxen, du hast dann... Aber das sage ich ja immer, ne? Wenn du im Boxen ein Star wirst, die Börsen, also was ein Joshua, was ein Canelo, was ein Fury. Was ist Joshua schwer? So. Schwergewicht. Nein, vom Geld. Ja. Wie viel? Der hat bestimmt 10, 12 Millionen Minimum pro Kampf gemacht. Nein, doch. Mehr, noch mehr? Klar. Ich habe so 12 hätte ich geschätzt. Nein, niemals. Er hat allein nur gegen den Kampf gegen Andy Ruiz, den zweiten, die haben ja den zweiten Kampf in Saudi-Arabien gemacht, Fernseher 100 Millionen in den Pott geschmissen, nur damit die Rechte, in den ganzen Pott, damit die 100 Millionen, nur die Rechte,
nach quasi. Was denkst du, bleibt ihn nach Kampf mit Börse? Du redest jetzt von Börse, Werbung, die er noch macht, weil er auf den Shorts dann irgendwas trägt und so, ja. Vielleicht bleibt ein bisschen bei ihm unterm Strich mit allen Abzügen 35 Millionen geblieben. Das also, ist Boxen. Bro, der geht was ich schätze, 78 Millionen hat der? Guck. Vermögen? Vermögen. Boah, ich würde sogar mehr tippen, Alter. Ja, aber wo kommen diese Zahlen wieder her? Ja, die Zahlen kommen her, weil Joshua, wenn er kämpft, kommen 15.000 Leute, 20.000 Leute ins Stadion. Ja, mehr. Ich war selber im Wembley, gegen Provetkin, wo ich als Sparringspartner war, hat er uns auch zum Kampf eingeladen. Da waren 90.000 Zuschauer, volle Kapazität. Dulli, rechne mal 30 Euro mal 90.000. Kannst du dir am Kopf rechnen. Wie viel ist denn allein der... Was? 18 Millionen, dann rechnen das Trinken, das da verdient wird, das Popcorn, das da verkauft. Ja, aber 30 Euro ist zu wenig. Ja, ich weiß. Weißt du warum? Ja. Weißt du, was ich verstanden habe, der da ganz oben saß? Ne? Ja. Ich dachte mir, du kleiner Spasti, wer hat dich geknallt, dass du die Karte, du siehst die nicht mal. Du weißt gar nicht, was im Ring passiert. Diese weil das ist, ich schwöre, die kamen ja rein und mussten zu unseren Plätzen. Unsere Plätze waren ja ein bisschen vorne, weil Joshua uns als Sparringspartner eingeladen hat. Du bist Star, guck. Nein, ich war nicht in der ersten Reihe. Wir saßen irgendwo in der 8., 10., 12. Reihe. Aber trotzdem. Joshua wird mich nicht mal einladen, um dem zu folgen bei Insta. Ich lädt dazu. Ja, der hat mich sogar gepostet, ich schwör. Ja. Der hat mich auf seiner Seite gepostet. Ich weiß, das habe ich gesehen damals sogar, ja. Und wir kamen so rein. Und ich dachte mir so, egal, ich will das auch nicht. Wer hat euch geknallt, dass ihr das Geld bezahlt? Ihr seht euch mal, was da abgeht im Ring. Ja. Weil die haben so eine große Leinwand aufgebaut, wo man von vier Seiten gucken kann. Ja. Und die haben, glaube ich, auf dem Fernseher geguckt. Guck mal, und ein Promoter, wenn der Kampf kommt. Also aber glaubt mir, es ist eine Atmosphäre. Ja. Die singen ja immer dieses Sweet Carolina. Nee, wie heißt der Song? Was heißt der so? Sweet Carolina? Nee, ja, genau. Nein, ich weiß, was du meinst. Nee, das ist nicht Caroline, heißt es Sweet Caroline. Sweet Caroline? Keine Ahnung, ja, so, was die Briten immer singen. Da geht die Post ab, du kommst ins Stadion rein, du kriegst maximale Gänsehaut, Tyson Fury 1 gegen Wilder in Amiland, da sind ja voll viele Briten hingeflogen und Iren und so. Und er kam raus, weiß ich noch mit Dings. Na, 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 na. Ey, weißt du, wie die ausgerastet sind? Also, Atmosphäre, sag ich selber. Oder Boxen. E-Boxen, andere Level. Guck mal, UFC ist an sich als Marke größer als der Box, aber wenn der richtige Kampf ist, wie ein Fury Wilder oder ein Josh, diese Art, das ist Klitschko, Anthony Joshua war ein geiler Kampf. Boah. Aber das ist auch die Aufmachung. Hast du den Kampf geguckt? Welchen? Du guckst gar nicht Boxen. Warte mal, welchen? Anthony Joshua gegen Klitschko. Wladimir Klitschko, super Kampf. Nee. Das ging auch hin und her. Ich habe nur diesen Joshua-Kampf gesehen gegen diesen Fettsack. Achso, diesen zweiten wie heißt Ruiz? Ja, zweiten. Ruiz Hamilton. Ruiz Hamilton. Und den Usyk-Kampf. Dann habe ich gesehen, dieser unsympathische Spast. Wilder. Der ist so geil. Der hat aber gegen Fury gewonnen. Ja, das den habe ich gesehen. Ja. Was habe ich noch gesehen? Aber ey, Klitschko gegen Anthony Joshua. Warm, der Kampf fängt an. Ich bin erstmal gegen Klitschko. Ja, ich bin ein AJ-Fan. Ja. Und im Kampf hat Klitschko dreht sein Herz. Dreht sich meine. So, meine Fanstatistik. Ey, ich werde auf einmal in Klitschko bei weil sein ey, Herz zurück. Ja, das ist das Geile. Das gibt's so beim Boxen. Wirklich, hat er wirklich Herz bewiesen und ich war Dreck für ihn. Und das war der beste Kampf, ich war so traurig, wo Klitschko verloren hat. Ja. Weil er war so. Das gibt's so beim Boxen. Alter. Welcher Klitschko war das? Wladimir. Das war der eigentlich, wo der Trainer gut erklärt hat damals in der Doku. Ja. Der Vitali ist aus Beton. Ja. Wenn man den einmal geformt hat, der bleibt in seiner Form und Wladimir ist wie Ton. Ja. Den kannst du formen und ein bisschen an auch ändern, aber der bricht schnell zusammen. Und es war ein Generationswechsel. Warum war der Kampf so geil? Weil Heavyweight-Fans waren keine Fans von Klitschko, weil die sagen, sein Stil ist langweilig. Dann hast du Joshua, der Neue, der sieht gut aus, der boxt aufregend. Dann kämpft aber Klitschko auf einmal und Klitschko war so 15 Jahre älter, mit so einem Herz, wird angeklingelt, kommt zurück, klingelt ihn an und denkt sich so, boah, was geht da? Ich so, ich hoffe, der AJ haut den Klitschko einfach. Du warst einfach viermal Fan. Einfach von dem. Jede Runde. Das war ein super Kampf. Mein Jungs, hey, jetzt entscheid dich mal, wer das jetzt. Das war einer der besten Schwergewichte. Können wir den gleich gucken? Ja, Schwergewichte. So Highlight. Ich hab bei Volker geguckt mit Yannick, weiß ich noch, und wir saßen, und das ist das Geile, wir saßen so, wow! So, dann zwei Runden später. Nein! Das war richtig krass. Geil. Ja, bei mir zum Beispiel war das richtig schön, von jemandem zu hören, der so Box, so Boxberichte schreibt. Er kam zu mir. Ich finde, das war so ein geiles Moment. Ja.
Also, das war der geilste Kampf nach AJ gegen Klitschko, den ich live gesehen habe. Ja, klar, weil... Zu dir? Ja. Ja, ja, weißt du warum? Weil das ist diese Rock... Die Leute lieben doch sowas. Die Leute der eine wird angeklingelt, dann kommt er doch noch zurück und so. Das ist so... Diese Auf... Das ist so zu brutal. Ja, voll. Das, ist, das voll. Gibt's nur beim Boxen. Boxen ist so eine schöne Metapher fürs Leben, finde ich. Okay, jetzt habe ich meine Frage. So, das ist der Unterschied zu Fußball. Beim Fußball gehst du hin, du bist Fan. Ob die verlieren oder gewinnen. Ja. Weil du es gerade machst, du warst einmal Fan von ihm, du warst einmal Fan von ihm. Du bist im Stadion, ob deine Mannschaft verliert oder gewinnt, du stehst zu deiner Mannschaft, stimmt's? Ja. Ich nicht, aber andere ja. Ich bin so ein Erfolgstyp. Ja, du bist so, aber beim Bayern einfach Trikot aus. Du gehst zum Boxen, ja. Du sympathisierst vielleicht für jemanden, aber im Kampf kann sich deine Situation vielleicht kippen. Ja. Also natürlich nicht als also Freund, wenn du jetzt meine Freundin... Bei ihm auch als Freund. Aber guck mal, selbst im... Aber weißt du, was ich da raushöre eigentlich, wenn ihr so redet? Ja. Guck mal, es ist sehr interessant, euch zu beobachten, wie ihr den Sport liebt. Ich sehe eure Augen, eure Strahlen. Und dann merke ich eigentlich, wie viel Respekt eigentlich Boxer haben und wie neutral eigentlich Menschen sein können in dieser Sportart. Voll. Warum? Jetzt hast du ein gutes Beispiel gebracht wegen Fußball. Es gibt Leute, die schlagen sich die Köpfe ein wegen zwei türkischen Mannschaften. Boah, Bruder. So, ne? Das ist so. Die schlimmsten Fans. Ja, jetzt so. Jetzt gibt's aber Leute, wie ihr sagt, ich sympathisiere mit jemandem, aber erkenne an, wenn jemand besser war. Genau, wegen der Leistung. Aber ja, warte mal. Herz. Das zeigt ja, wie viel Respekt und wie viel moralische Werte dieser Sport ja eigentlich vermittelt. Voll. Und dann tut es mir umso mehr jetzt gerade weh, was ich dann heute noch sehe, so im Fernsehen oder auf YouTube. Ja, ja, das ist ja komplett. Ich sag ja, nach meinem Kampf kam der Trainer von meinem Gegner, hat mir die Hand gegeben. Ich habe mit meinem Gegner danach ein Foto, schönes Foto gemacht, Erinnerungsfoto auf mein Handy. Und wir waren danach Freunde. Ja, man gibt sich die Hand. Man gibt sich die Hand. Das eins Thema gegen ist eins, wie Samurai. Er stand so wie eine deutsche Kneipe. Ja, er stand sein Mann, ich stand mein Mann. Und auch, so weißt du, ich meine, das ist halt, das ist Sport. Das ist ja auch das Schöne bei Rocky 4. Das ist doch auch so, Rocky geht nach Russland, kämpft gegen den Champion Ivan Drago. Ganz Russland ist gegen ihn, buhlen den aus, aber als sie sein Herz sehen, dass er als Fremde da ist und trotzdem kämpft, applaudieren die für alle, ihn. Alle sind für ihn, alle sind Fans von ihm geworden. Ja, ist geil. Ja. Und jetzt, diesen Spruch haben bestimmt, hast du bestimmt tausendmal schon gehört. Kennst du den? Du kannst Fußball spielen, du kannst Basketball spielen. Aber Boxen spielt man nicht. Aber Boxen spielt man nicht. Ja. Okay, ich muss jetzt lachen gerade, weil morgen zwingt er uns, wahrscheinlich mit 10 Audios, dass wir nochmal Rocky 4 gucken. Ja, hey, gucken 1 bis 6 gucken wir. Guck das. Na, übertreibt man nicht. Ja, klar, man muss alles gucken. Ja. Es gibt keine halben Sachen. Ich hab, ich aber 6 war nicht so meins, weil er. Nee, 5, wo er ging. Sagtest du nicht, du hast so 2 Stunden Sympathie bei ihm aufgebaut. Alle Rockies sind geil, Bruder. Du kannst dich über Rocky jetzt lassen. Findest du 5 gut? Mit Tommy Gunn? Ja. Finde ich, ey, Bruder. Ja. Warte, kriegst du keine Gänsehaut, wo der am, wo der Tommy Paulie schlägt und sagt, dann sagt Stallone, dann sagt Rocky, ja, okay, komm, wir kämpfen jetzt. Und dann ja, sagt der Promoter doch, ja, du kannst gegen Tommy kämpfen, aber nur um Ring. Und dann sagt Rocky, die Straße ist mein Ring. Und dann gehen die so raus und kämpfen. Ja, das, Bruder, das ist brutal. Aber ich sag ja, das war das Einzige, warum ich so, man hat so Rocky-Training vermisst. Der ist einfach 50 Jahre alt und rastet aus, weil Tommy Gunn rauskommt und so gesagt, die Straße ist mein Ring. Aber Bruder, er ist voll drinne, weil ich sag ja, 1, 2, 3, 4 waren maximal krass. Für mich war nur enttäuscht Nummer 5. Warum? Weil ich habe Rocky nicht im Ring gesehen. Ja, genau. Das ja, wollte ich so. Aber er hat recht, Rocky 5 gilt auch universal als der schlechteste von der Reihe. Ja. Gilt, aber 6 war dann wieder eine schöne Geschichte. Der kam dann wieder stark. Hey, weißt du, was geil wäre, wenn er einfach mit Tommy in den Ring und haut ihn weg. Das wäre geil. Und ich dachte, ganze, wo ich den ersten Mal gucke, das passiert ganz. Ich bin so voll spannend. Aber und damals konnte ja keiner irgendwie spoilern oder so. Ja, genau. Ja, das war das Schöne. Das war diese keine Film. Konnte im Internet irgendwas reinhauen. Ja. Da warst du auf TikTok unterwegs. Nein. Schnell weg, weißt du? Das heißt, so wie ich das bei dir raushöre und wie ich dich einschätze, das freut mich, wirst du nicht so ein fetter Prinz Nassim irgendwann. Ich hoffe nicht. Aber ey Jungs, glaub mir mal, ich liebe Essen. Ja, ich wollte gerade sagen. Glaub mir, weißt du, warum so ein Prinz Nassim dick geworden ist? Aber dafür siehst du sehr gut aus, dass du Essen, weil Leute, die sagen, ich liebe Essen, weißt du. Ich habe vor einer Woche geboxt, beruhig dich erstmal. Warte, ich in 3 Wochen aus dem Land. Komm doch einfach so. Ja, jetzt, ich lebe. Der Code, Prinz Nassim aus. Nein, Spaß. Guck mal, wir leben die ganze Zeit, wie Profiboxer leben, oder besser gesagt, ja, ich sag, wir Boxer, würde ich sagen, auch die Jungs aus dem MMA-Szene, allgemein Kampfsport, du lebst die ganze Zeit diszipliniert, musst auf alles aufpassen, essen, trinken, was du tust, wie du rausgehst, ob du dir mal Urlaub gönnen kannst.
dann glaub mir, nach deiner Karriere fängst du an, das Leben zu genießen. Ist doch normal, dass der Prinz... Aber Nassim, wieso übertreibt er? Der hat übertrieben. Er war ganze Zeit, glaub mir, der hat Federgewicht gekämpft. Weißt du, wie oft der Gewicht machen müsste? Ja. Glaub mir, er ist psychisch davon kaputt. Ja, aber dann übertreibt doch nicht ja, so. Aber sag, du sagst das so. Ja, aber du hast recht, Gewicht immer machen. Halt immer du, Gewicht du musst als erwachsener Mann 57 Kilo wiegen genau, und so. Und als erwachsener... Ja. Da läuft er dir vorbei, der sagt, ich gebe dir gleich eine Ball. Sie sah aus wie Roseanne. Ja, das ist so. Bruder, ich sag ja, der lebt ganz Zeit am Limit. Ganz Zeit muss er, guck mal, du musst überlegen, mein Trainer hat mir die Story erzählt, er hat ja selber in einer ganz, ganz niedrigen Gewichtskasse geboxt. Ja, weißt du musst die ganze Zeit hat? Abkochen. Er hat gekämpft, ist aus dem Kampf rausgekommen und ist danach nochmal im Schwitzanzug Seilchen 20, 30 Minuten gesprungen. Da meinst du, warum? Damit ich danach essen konnte. Guck, man sagt ja auch zum, guck mal, zum Beispiel, es gibt so einen Box, was ist das denn? Ja, Boxer, du lebst auf Limit. Guck, deswegen sag ich dir, bei Prince Nassim, er war in einer ganz unteren Gewichtsklasse, der normal gönnt er sich. Guck mal, normal tritt er durch. Ich habe ein Interview gesehen von Gabriel Rosado, das ist so ein Boxer aus dem Amiland, und er hat auch erzählt, ich bin immer abgefuckt, weil ich undiszipliniert bin beim Essen. Ne? Sagt er, dass ich teilweise 3 Wochen vor meinem Kampf, sagt er, nur Thunfischdosen esse. Und das ist meine warum muss man denn aufs Essen achten? Ist doch egal, wie dein Körper aussieht. Nein, du bist ja in einer Gewichtsklasse und du musst dieses Limit halten. Was, bei mir ist Open End. Ja, mir, aber du darfst nicht so dick 90, werden. 90.8 und 90.7 Open End. Also wenn ich über was 90, wiegst du jetzt aktuell 111, 110. Im Kampf hatte ich 107, 108. Du wiegst so viel wie ein Schrank. Du bist auch ein Schrank. 111 Kilo. Ja, klar. Aber findest du... Was wiegst du, Lindsay Lohan? Das ist ja der Spaß, Digga. Ey, was für ein Affe, Alter. Ich wiege jetzt zwischen 6 und 67. Ja, da aber nicht. Du kommst auf einen guten Tag auf 48. aber ohne Klamotten, ne? Ja, zwischen 6 und 67. Der ist so ein kleiner Bruce Lee. Was wiegst du? Ich finde sehr fresh aus. Ich wiege 80. Du wärst schon halb Schwergewicht. 9, weißt du, wie groß sie sind? Die haben mich zusammengeklaut und ich richtig behindert. Aber guck mal, es gibt ja diese Extrembeispiele, ne? Zum Beispiel, man hat ja... Maschine. Zeig mal. Warte, komm erstmal, wo die Kamera ist. Nein, ich zeig das nicht, die Kamera. Ich bin nackt auf dem Bild. Deswegen sag ich doch. FSK 18. Okay, zeig. FSK 18, ich bin nackt. Ja, ist so, man sieht alles. Ja, zeig doch. Gefällt dir das? Ja, kein Problem. Richtig geil. Ja, stark. Ja, sieht man gar nicht so unter deinem Pulli. Ja, Bruder, ich bin doch dünn. Ist das aktuell das? Ja, ich sehe wie ein Äthiopier aus. Guck mal, was ich sagen wollte ist. Aber die zwei Extrembeispiele jetzt vom Sport sind wirklich Nassim und Ronaldo, ne? Das ist der mit der Zahnlücke. Wieso ist der auch so? Nein, dick? Aber warte mal, du Conor McGregor, der wiegt auch fast 20 Kilo mehr. Ja, aber der sieht nur. Das sieht, ja, okay, er sieht noch gut aus. Ja. Was heißt Ronaldo? Okay, aber du denkst, guck mal, Ronaldo. Mike Tyson. Wie sah der aus? Der sah jetzt wieder fresh aus. Ah, ja, aber wie sah er, als er 5, 6 Jahre, nachdem er aufgehört, wie sah der aus? Richtig. Der sah aus wie eine Mülltonne. Denkst du, bei Ronaldo war das zum Beispiel auch so, der Fußballspieler? Aber der hat jahrelang abgeliefert, Fußball gespielt, dann hat er aufgehört. Ich glaube, die Brasilianer sind alle anfällig für Party, Drogen, Party machen. Guck mal, dieser Adriano, der ist zurück in die Verwebers und ist Gangster geworden. Hast du die Geschichte gehört? Ja, aber auch einen sehr, sehr harten Schicksal gehabt, mal Adriano. Sein Papa ist, glaube ich, gestorben. Ja, dann ist er durchgedreht. Ja, dann ist er durchgedreht und der Papa wollte ihn immer als Fußballer sehen, weißt du, und er ist dann komplett die Kurve nicht mehr bekommen. Maradona auch, Alter. Guck mal, ich sag ja, ganz großes Alkoholproblem gehabt, ne, Maradona, ne? Ja, immer. Aber Bruder, Pablo Escobar hat ihn ins Gefängnis gerufen, der musste mit denen spielen. Ja? Das, ja. Stimmt das doch? Wusstest du nicht? Ich wusste nicht. Pablo Escobar hat Maradona angefordert, er wollte im Knast mit ihm Fußball spielen, weil Pablo hat Fußball gemocht und hat Maradona mit ihm gespielt. Pablo hat ihn angerufen, Maradona, kommst du doch hier Fußball spielen. Genau. Bist du immer noch Fußballfan? Jein, ich verfolge Fußball, die Bundesliga so ab und zu, guck ich mal rein, aber ich bin jetzt kein aktiver Fan und bin jetzt richtig am Start. Kannst du gut FIFA spielen? Ist okay, ja, geht. Aber ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Ich habe früher Ultimate Team und so gezockt, dann immer Joystick gegen die Wand geworfen und so. Dann geil. Ja, so. Und dann fang nicht an. Nein. Was denn? Der wiegt 120 Kilo fast. Ja. Er ist 2 Meter groß, hat gerade die Europameisterschaft. Ich spiele nicht gegen den FIFA. Ja, warte aber. Bist du stark? Nein. Der ist der Beste. Boah, keiner kann ihn besiegen. Ja, ich bin so eine Zeit lang, weißt du, auf so Call of Duty, Fortnite am Zocken. So. Das war immer so geil. Weil nach dem Training bist du nach Hause gekommen, Kopfhörer auf und dann bumm. Ja, geil. Man, du hörst auf die Uhr, guck, oh, fuck, 2 Uhr nachts und du musst um 9 Uhr, um 10.30 Uhr Training sein. Krass. Und mein Trainer hat immer, hast du wieder Fortnite gespielt, ne? Geil. Geil.
Ja. Das ist geil, feier ich, feier ich. Kennst du so, wenn du dann nachts einschläfst und davon noch träumst? Ja, ja, ja. Und man, so, wenn man so, Videospiele spielt, wenn man so viel Videospiele spielt, dann vergeht ja auch die Zeit, man merkt, das ist ja echt so. Ja. Du guckst auf die Uhr und auf einmal so 4 Uhr morgens. Ich, was hab ich gemacht? Schon 23 Uhr angefangen. Oder kennst du das, wenn du dann letzte Runde, Bruder, Kumpel, bleib noch eine letzte Runde, ja. Davon guckst du dann um 3 Uhr morgens. Ja, bei mir war das schlimm. Ich war in einer Zeit so richtig am Suchten und immer mein Trainer so, hast du wieder Fortnite gespielt, ha? Wenn der FIFA spielt, der merkt doch gar nicht, dass der, wie in was für einem Film der ist. Weil letztens haben wir so geredet, wichtig, übers Business. Wir reden so und er zockt die ganze Zeit. Guck mal, wie hängen geblieben der ist. Und dann sage ich zu ihm, ich merke, dass er mir nicht zuhört. Dann sage ich, hey Schein, hörst du mir zu überhaupt? Und er sagt einfach, ja, ich spiele FIFA. Also das ist er so, er sagt, er begründet, das ist natürlich die Wahrheit. Ja. Also er gibt zu, dass er mir nicht zuhört, mit einem Argument, dass man das so akzeptieren muss. Warst du nicht auch Ultimate Team und so drin? Nee. Du nicht? Nee, so nicht. Ich bin so ein kleiner Erniedriger. Ich spiele gerne so schönes Fußball. So. Das heißt, mir geht es gar nicht um die... Aber weil er verkrüppelt ist und nicht in echt Fußball spielen kann. Ja, genau. Boah, das sind die Schlimmsten. Ja, zum Beispiel die meisten, die Leute, die FIFA krass spielen. Ich habe einen Freund von mir, schöne Grüße an Diar, ne? Der spielt FIFA Maximum. Wie gut ist der? Bruder, der ist richtig gut, ne? Aber kann Dia gegen Schein gewinnen? Warte, spielt der so online? Ja, ja. Ja, dann spielen die so komisch. Aber Bruder, die spielen der kann, nur mit Dribbel und wenn, das. Wenn wir Fußball spielen gehen, der ist so, den man anruft, wenn ihm wirklich Not am Mann ist. Sogar wenn dieser Typ von der Halle Helden spielen kann, er ruft mit dem. So, weißt du, der kann nicht. Wo man den ruft. Ja, glaub ich, der kann nichts. Aber Bruder, FIFA nimmt er uns alle auseinander. Ja, glaube ich. Es gibt, ich verliere auch gegen solche Leute. Weil die spielen ganz anders als ich. Bei mir, es geht nur darum, ich will vor 28 Metern so ein Tor gegen dich machen. Nein, nein, das du nicht. Der pass. Ja, ja. Ey, nee, dreht dich vor dem Tor, spielt nochmal. Boah, drüber, nein, das, ja, dann werde ich aggressiv. Ja, warum? Ja. Weil er besser ist als du. Nein, weil ich finde, ich mache so einen schönen, stell mal vor, wie beim Boxen. Man darf nicht aggressiv schöner werden. Aufbau, du guckst den Gegner an. Bei mir ist ja genauso. Ich will Flügel, ich will einen schönen Konterspiel. Ich mag schöne Pässe, dann mal schön in den Lauf, einfach mal 40 Meter Pass. Ich spiele so Fußball. Dann will ich mal von 30 Meter gegen die Latte Tor. So, ich habe keinen Bock mit diesem Dribbeln und so. Das nervt mich die ganze Zeit. Und du bist gar nicht drin? Nee, FIFA gar nicht. Gar nicht. Oder spielst du überhaupt nur Kampfsport? So Tekken. Dann nimmt der Eddie und macht 100 Mal das Gleiche. Street Fighter. Nein, das ist er, Dulli. Achso, stimmt, sorry. Der macht immer dann den Tritt nach unten und hilft halt, ne? Das ist er, Dulli. Ja, Dulli kann nur das Gleiche. Ich bin Street Fighter, Tekken, Street Fighter. Kannst du gleich, du bist Müll, Penner, du bist nichts. Das ist der beste Film. Kennst du den, also was fragst du überhaupt? Kennst du überhaupt, wo der Stein da kommt? Ja, Vlad. Der Stein, was hat der? Einen von unten. Ja. Und von so. Yeah! Und dann platzt der Stein unten. Das, ja. Das Problem ist, der guckt das ja jede Woche. Du, American Gangster Style? Ja, das ist mein Film. Weil ich das niemals in echt ausleben würde. Wer war nochmal? der Hauptdarsteller? Frank Lucas. Denzel Washington, Frank Lucas. Ja. Aber er war geil, ne? Ja, American Gangster ist geil. Ja. Auch Straßen der Bronx. Was sind deine Lieblingsfilme? Ist aber nicht Bloodsport, oder? Doch, klar. Oh. Dein Lieblingsfilm ist Bloodsport? Bloodsport ist... Ehrlich? In meinen Top. Ja, wahrscheinlich der beste. Deiner? Ehrlich jetzt? Schwer zu sagen, einen. Zeiten ändern dich von Bushido. Nein. Du bist so fies, ja. Ey, ich denke wirklich American Gangster. Ja. Das ist dein Lieblingsfilm? Ja, ist schwer zu sagen. Nein, ich habe ja 10. Ich habe 10 Stück. 10 Stück habe ich. Nein, American Gangster ist schon stark. Schon ein krasser Film. Achso, das ist schon stark, aber im Platzbund sagst du, ist das wirklich dein Lieblingsfilm? Oder ich sehe doch, wie er gar nicht den trifft. Aber American Gangster, erschießen die sich wirklich gegenseitig. Ja, das sieht realistisch aus. Das, ja. Ich sehe doch, wie er den Van Damme vorbei und macht. Nein, das zeigt mir. Nein, das ist geil, Bruder. Die sind geil gebaut, geile Mucke. Ja. My body's ready, my heart's on fire. Aber damals hat man es, ey, ich schwöre, damals, ich habe einen älteren Bruder, wir haben immer so Kampfsportfilme gesehen. Ne? Ich bin sofort nach dem Film aus dem Zimmer rausgerannt. Warum? Weil er die Moves direkt an mir ausprobiert hat. Ja, ja. Ach so. Kennt das nicht? Ach so. Nee. Der so flying Knie und yeah. Ja, aber alles. Das ist jetzt nicht ein überragender Film. Warum? Weil ich sehe doch, dass die nicht richtig kämpfen. Hast du noch nie Bloodsport geguckt? Natürlich, ich hab den 20 Mal schon gesehen. Du bist ein Lügner. Nein, wirklich. Du hast ihn das letzte Mal gesehen, wo du 4 warst. Ja, das ist egal. Du kannst dich nicht mehr erinnern, was gestern war. Nee, das ist auch egal. Nein. Das ist auch aber egal. Guck mal, wir gehen ja jetzt Legacy, ne? Ja. Stallone verstehe ich immer noch am Start. Aber Van Damme? Van Damme ist der King. Der ist ein Penner. Der ist kein Penner. Der kommt aus Belgien. Ne? Deswegen der redet flämisch. Der ist 1,67 groß. Deswegen machst du. Nee, Van Damme ist auch größer als ich. Nein. Der ist über 1,70. Wie groß ist Van Damme? Der ist nicht groß. 1,72 oder so ist der. Dings auch richtig klein, ne? Der von Mr. Impossible, wer ist der? Tom Cruise. Tom Cruise, ja, richtig. Der ist 1,65. Ja. Ja, und Tom Cruise ist King.
Ja, der ist auch klein, ne? Ja. Bei ihm haben die gesagt, einmal habe ich sowas, so eine Doku über ihn gesehen, dass sie die Kamera so halten müssen, dass er groß wirkt. Ja. Und dass die Schauspielerinnen, die neben ihn, dürfen keine High Heels anziehen. Ja, dann haben die Katie Holmes genommen. die einfach größer ist als er. Bloodsport, Bruder. Ja, das. Ich guck mal mit dir, guck mal, weißt du, was ich mit dir machen werde? Das wollen wir schon die ganze Zeit machen, aber du hast ja keine Zeit für deine Brüder. So, du musst Meetings halten. So, pass auf. Guck jetzt. Ich wusste das. Das hat nur gedauert. Du guckst mit mir drei geile Van Damme-Filme, die ich aussuche. Und danach wirst du. Ja. Du hast über Stallone auch. Guck mal, der hat über Stallone auch immer gelästert. Und dann hat er mit mir Rambo 5 geguckt. Und dann hat er gesagt: Ja, das war stylisch. Und mit Van Damme werde ich das auch schaffen. Das Problem ist, wenn du so alte Filme guckst, du siehst einfach jetzt wirklich, wenn du den kennst, siehst du Nisa in diesen alten Filmen. Ja. Ob du Eddie Murphy siehst, ob bei Rambo 2. Guck mal, Nisa hat so eine gewisse Krankheit in seinem Kopf. Vor dem muss man wirklich Angst haben. Quatsch. Doch, wirklich. Weißt du warum? Der ist wie bei Rambo 2, wenn er in diesem Vietnamkrieg ist. Guck mal, Rambo will nur aus diesem Dschungel raus und überleben, um den einen drei Stunden später auf dem Tisch Angst zu machen und sagt, jetzt habe ich dir gesagt, ich kam. Da nimmt er die ganze Stadt genau. auseinander. Genau. Und das, so ist der. Ich schwöre dir bei Gott. Original. Das haben wir darüber einmal geredet, vor kurzem sogar. Drei Stunden. Der fickt das ganze Dorf. Ganze Dschungel. Einmal sagt, und dann tut er ihm am Ende nichts. Das ist ein Original. Ja, das ist aber korrekt. Der ist ein vernünftiger Typ. Und wie ist er immer gegen Gangster? Der ist ein Verbrecher. Rambo hat den echt TikTok, mein Freund, und tanzt mit seinen Töchtern. Nein, das ist fake. Ich habe es kontrolliert. Der hat keinen TikTok. Der hat keinen TikTok. Das ist eine Lüge. Da müsste doch einen blauen Haken haben. Ist es verwerflich, dass er mit seinen Töchtern tanzt? Wir leben in einer modernen Gesellschaft. Jeder soll tun, was er will. Okay, Van Damme hat TikTok. Van Damme hat kein TikTok. Ah doch, nee, Van Damme hat kein TikTok. Aber Van Damme kann gut tanzen. Nee, Van Damme kann sehr gut tanzen. Bei Kickboxen. Bruder, Van Damme macht diese Filme, die machen was mit dir. Hat Van Damme einen Lieblingsfilm? Nein. Was ist, wenn der jetzt... Aber nicht mit Pornoinhalten. Okay. Van Damme. Van Damme macht Onlyfans? Nein. Stimmt. Seine Tochter. Ja, so. Van Dammes Tochter aber macht Onlyfans. Aber nicht mit Porno oder Sexinhalten. Ist egal, die hat einen Account. Nein, so exklusiven Videos. Die hat einen Account. Schlampe. Spaß. Jetzt. Die hat einen Account. Er regt mich doch nicht auf, Alter. Was verkauft die da? Was zeigt die Füße? Nein, die macht so exklusive Sportvideos und so, weil die so auf, Fitness. Warum macht die es nicht auf YouTube? Weil sie Geld verdienen will. Ja, Mister, wir verkaufen VIP-Packages. So red nicht. Du wirst das auch feiern. Ja, ist geil. Ja. Zurück in die Zukunft. Und was hast du da? Zurück in die Zukunft. Bester Film. Ich habe einmal King of Queens. Auch cool. King of Queens, dann habe ich das einmal. Ich höre das gelbe Dach ist ein Duden. Ja, das ist ein Duden. Ehrlich? Ja, Cheyannisch. Und die richtigen Sprichwörter. Alle Sprichwörter, bis jetzt falsch gesagt habe. Und das ist das Wichtigste. Deswegen bin ich noch hier. Also, geil. Wenn er irgendwas wieder gegen irgendwelche Gruppierungen sagt und irgendwelchen Volks. Du musst das immer in die Hand nehmen. Ja, dann drück ich drauf, da weiß jeder, das ist seine eigene Meinung. Okay, wenn du mich liebst, gucken wir zusammen drei geile Van Damme-Filme. Der ist immer noch da! Ja, warte, ja, weil du. Guck mal. Du darfst wegen Van Damme nichts sagen. Der mag ihn ehrlich. Ja, guck mal. Ihr habt ein gutes Verhältnis. Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Was, wenn dein Vater zu dir sagt, Nisa, ich will, dass du endlich mit Van Damme aufhörst, du darfst nie wieder einen Van Damme filmen. Mein Vater guckt selber Van Damme. Ich hoffe, der sagt das. Ja, was ist das denn? Du kannst ja auch sagen, stell dir vor, dein Vater küsst einen Hirsch. Das ist halt, was ist das denn für ein Vergleich? Ja. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Ja, wird scharf geschossen. Ich habe noch eine Frage, die wollte ich die ganze Zeit stellen. Wie ich merke schon bei dir, du deine Fragen werden immer schlimmer, du tastest erstmal so ran. Nein, ich mein's ernst jetzt. Wo sieht sich Agit so mit 55? Boah, wo ich mit 55 mich sehe, boah, das ist eine ganz wilde. Ganz ich einfach Fantasie. Frage. Ja. Hast du einen eigenen Boxstall? Bist du selber Trainer? Boah, ich weiß, du noch im Boxen bleiben? Guck mal, ich liebe das, was ich mache, liebe ich. Über alles. Hm. Ich bin da komplett mit Herz und Seele dabei, ne? Das ist schwer zu sagen, ob ich mit 55 noch selber mit dem Sport zu tun haben möchte. Weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich nicht, weil du weißt ehrlich nicht, was die Zeit dir bringt, was in der Zukunft noch passieren wird. Aber ja, also mein Leben war schon immer so, auch wenn ich an die Zukunft gedacht habe, wollte ich schon immer so mit diesem Sport und mit dem Sport sein, weißt du, so dafür vielleicht irgendwas tun, vielleicht Trainer sein, vielleicht Manager sein,
vielleicht den Leuten ein, was mitgeben im Leben. Eigenen Verband gründen? Ja, vielleicht. Noch einen? Nein. Den wir promoten? Nein, eigene Verwandten, ich denke nicht. Ich denke so, das sind die Titel, die aktuell am Start sind. Das ist so Legacy, weil wir reden über so krasse Boxer und dann die Titel hat man als Vergleich. Muhammad Ali als Champion bei der WBC. Danach EBU, du hast jetzt Prinz Nassim gerade gesagt, war auch Europameister. Und das sind halt so Sachen, die bleiben in Erinnerung, weißt du? Ja. Deswegen soll das bleiben. Man hinterlässt ein Erbe, ja. Genau, und so vielleicht, weiß nicht, so vielleicht als Boxpromoter oder vielleicht als, ich würde mich, glaube ich, so mehr in so einer Trainerrolle sehen, weil so ich liebe es, den Leuten was beizubringen und den was mit auf den Weg zu geben, weißt du? Okay. Wie schwer ist es, weil ich kenne ja mich und ich kenne ja ihn und ich kenne uns, wenn wir so einen Titel hätten, wir würden ganz anders rumlaufen danach. Wirklich ganz anders. Ich würde doch ohne Titel. Ohne Titel würde ich so. Auch eine Kampfleiste so rum. Ja, genau. Wie ist das so, auf dem Boden zu bleiben? Wie schwer ist das oder fällt das voll leicht für dich, weil du ja schon seit Kind auf das gelernt hast? Guck mal, ich muss ehrlich sagen, ne, weil ich habe einen sehr, sehr, sag mal, was den Boxsport angeht, einen sehr, sehr harten Werdegang gehabt. Ne, guck mal, ich habe keine Amateurerfahrung. Es kommt normalerweise, es ist ja so, du kommst aus dem Amateurreis, hast im Amateur was gerissen, dann kommst du zu den Profis und wirst dann erstmal anerkannt. Ne? Wirklich, ich habe alles das, was ich jetzt erreicht habe, wirklich, was den Boxsport angeht, meinem Trainer zu verdanken. Auch menschlich, gerade da, wo ich stehe, habe ich ihm das alles zu verdanken, weil er hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Weil er hat mich... Da war in einer Zeit da, wo niemand an mich geglaubt hat, wirklich niemand an mich geglaubt hat. Hättest du vor 10 Jahren Leute gefragt, würde es Agit Kabayet schaffen, deutscher Meister zu werden, hätten alle Nein gesagt. Und das ist so, verstehst du, das kannst du nicht erklären. Ne? Das ist unerklärlich. Deswegen ist Trainer sehr wichtig. Ja. Genau. Und also wir müssen Shukri Abi danken. Voll vom Shukri Abi. Der hat ja für mich irgendwo eine zweite Vaterrolle übernommen, weißt du, der hat mich ja mit großgezogen und auf der muckt da von hinten, aber ja, der ist weißt, eng geblieben. Ich denke mir, was ist da? Ich dachte die ganze Zeit, das ist eine Fliege. Ja, da sehe ich so die ganze Zeit. So, der, ja, er war auch da. War ja, sag. Matthias war auch da. Ja. Matthias Schaber war auch da. Ja. Und ja, also jetzt wie gesagt, ich rede jetzt nur von dem boxerischen, das, was ich kann. Es geht nur darum, weißt du, natürlich waren Matthias und meine Freunde, Resan und die Jungs waren alle mal mit am Start, haben mich supportet. Guck mal, wie der jetzt guckt, ob das so ganz zufällig er gesagt hätte. Ja, jetzt guckt er so, ey, krass, das habe ich dann ganz gezwungen. Ich sag ja, er weiß, er war auch in einer sehr, sehr harten Zeit. Warum siehst du aus, als ob du die ganze Zeit schläfst? der ist eingeschlafen. Auf jeden Fall, ich rede jetzt wirklich nur vom Boxerischen und vom Charakter so, weißt du? Guck mal, normalerweise andere Leute würden voll abheben und würden voll durchdrehen und würden das Geld aus dem Fenster schmeißen. Mein Trainer hat mir sogar gezeigt, wie ich mit Geld umgehen soll. Geil. Weißt du, sehr so, wichtig, ja. Voll übertrieben darauf aufgepasst. Der hat geguckt, dass ich nicht abhebe. Irgendwie so einen fetten, wo ich meine erste fette Börse bekommen habe, irgendwie eine fette Karre reinstellen, Lambo oder so, weißt du? Der hat ihm wirklich drauf geachtet, dass ich ihm wirklich auf dem Boden bleibe und sogar jetzt immer noch darauf guckt, dass ich mein Geld vernünftig irgendwo rein investiere, wo ich später nach meiner Karriere weiterleben kann davon. Muss planen, ja. Er ist nicht nur, ich sag ja, nicht nur ein Trainer. Berater, Manager, Freund, Vaterfigur. Vaterfigur, alles. Und er guckt auf jeden, ich schwöre dir, glaub mir, der kennt mich mittlerweile so gut, er weiß sogar, was ich neu an Klamotten habe und wo nicht. Und er lässt sich das nicht anmerken. Aber irgendwann spricht er mich drauf an. So, ja, wo hast du denn die Schuhe und so weiter. Weißt du, so checkst du, aber ist normal. Weißt du, er will, dass ich nach meiner Karriere nicht darauf... Nicht so wie Prinz Nassim endest. Ja, ich weiß nicht, ob es Prinz Nassim schlecht geht, aber so, weißt du, ich meine so, dass es mir... Die geht sich schlecht. Weißt du, wie er seine Zehennägel gefeilt hat? Ehrlich? Ja, ich sag nur, der hat so seine Füße in den Nägeln. Ja, dann geht's gut. Ihnen geht's gut. Ja. Und ich sag ja, bei ihm ist es halt so, weil halt sehr, sehr viele Sportler oder viele Boxer, die aus Deutschland kommen oder die mal erfolgreich waren, ey, weil ich kann dir so viel aufschreiben, so viele Sportler ausschreiben, die sind nach ihrer Karriere Security oder arbeiten Katastrophe, irgendwo. Katastrophe, ja. Ich könnte mir zum Beispiel, ich habe so viel Schweiß, so viel Tränen in das, guck mal, es ist zwar nur ein Titel, da so viel reingesteckt, ne, das ist, ich kann das euch gar nicht erklären. Das kann man nicht erklären. Deswegen hat Henry Maske auch gut Business gemacht. Voll. Der hat gute, man weiß, der hat ja 5 McDonalds. Ja. Sieben oder 8 McDonalds. Hat er aber alle verkauft. Oh. Alle abgeben, hat aber auf jeden Fall richtig Cash gemacht. Ja, ja, das also im ja, 8-stelligen Bereich sogar. 8-stelligen Bereich. Also über 10 Millionen ist 8. Ja, genau. Ja. Ja. Schein hat im 8-stelligen Bereich Minus.
Maximum Fresh. Ich hatte nicht Schikri-Abi. So, ich musste investieren, das war nicht investiert. Ich sag ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil dass du nach deiner Karriere, stell mal vor, du tust so viel, du machst und bist am Kämpfen und du hast ja im Wirklichen nicht, guck mal, es gibt so viele Familienfeiern, ne? Wo, weißt du, wie oft ich sowas absagen muss? Weil ich sage, ich muss zum Training. Das verstehen die Leute. Ja, komm doch mal kurz. Ja, und das ist diese Opfer, das du bringst dafür. Komm doch mal kurz zur Hochzeit. Ja, aber ich komme zur Hochzeit und oder weißt du, komm doch mal kurz hin. Oder komm, wir fliegen mal für 3-4 Tage Urlaub. Hey, ich kann nicht. So, das kannst du denn. Ich verstehe das auch nicht. Das ist so ein Druck, ein psychischer Druck, den du mitzutragen hast. Ja, und Mann. Dein Trainer ist mit dir und spürt denselben Leid und lebt alles mit dir mit. Und deswegen respektiere ich diesen Sport. Und sag nicht, ey, und, für 30.000 Euro gehe ich jetzt auch in den Ring. Ich sag das jetzt nochmal, also jetzt nochmal, weil er den Hand rum ist. Matthias ist auch ein, der war auch in einer Zeit da, wo keiner da war. Aber du musst überlegen, er kann Urlaub fliegen, aber mein Trainer kann nicht in den Urlaub fliegen, weil der Trainer macht dasselbe Leid wie du. Er führt denselben Leid. Dann muss man loyal sein. Genau, er sieht vielleicht seine eigene Familie nicht. Ihr seht seine Emotionen, wo der in den Ring reinspringt, wo wir gewinnen. Geil. Und das ist ein geiles Gefühl. Genau, unerklärlich. Und ich sage, er macht sehr, 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 sehr viel mit mir durch. Und jedes Mal aufs Neueste ins Training zu kommen und zu motivieren. Und sich selber zu motivieren. Er braucht ja auch eine Motivation. Ja, klar. Genau. Der kann ja nicht mit einer schlechten Wenn er zu einer abgefuckten Laune ins Training kommt, habe ich auch danach eine abgefuckte Laune. Und du darfst niemals ihm gegenüber so respektlos sein, dass du mal nicht zum Training erscheinst, nicht deine Leistung erbringst, weil das wäre respektlos ihm gegenüber. Geht gar nicht. Das wäre eine Enttäuschung. Das verstehen manche Leute nicht. Ich bin zum Beispiel beim Friseur und sage meinem Friseur, ey, gib Gas, ich muss zum Training. Gib Gas. Er meinte so, ey Bruder, beruhig dich doch mal. Da sag ich, nein, ich komme nicht zum Training zu spät, weil es ist, ich sag, ich habe so viel Respekt von diesem Mann, dass ich nicht mal erlauben lässt, dass du nicht kann, lässt, auch ja. Egal was für eine Bilanz ich habe, egal wie ich stehe, dass ich dann nicht sage. Ja, aber ich feiere das. Das ist Respekt von Anstand. Fünf Minuten zu spät kommen, weil sobald du den Respekt vor deinem Trainer verlierst, ändert dein Trainer. Dann, ja. Weißt du, weil. Aber ich glaube, wenn du so. Dann ändert dein Partner. Ja, aber ich. Nein, aber. So, aber weißt du, gut. Aber ich glaube, ja, aber, ich glaube, ja, ich glaube, ich komme heute zu spät, deswegen sagt er das. Ich glaube, wenn der Moment kommt, wo du so einen guten Trainer hast und dann den Respekt vor ihm verlierst, dann bist du selber ein Typ, der gar keinen Respekt verliert. Ja, du bist charakterlos, dann brauchst du ja gar nicht. Dann wird das immer wieder so laufen. 100%. Deswegen sagt man ja auch, dass viele Boxer, man bekommt das ja auch mit, dass Boxer werden groß, die fangen an, Millionen zu verdienen, dann kommen ja die Promoter, das weißt du selber, flüstern den ein, ey, guck mal, dein Trainer ist aus dem Dorf, wo du herkommst. Guck mal, wir haben den hier aus L.A., bla bla. Dann wechseln die den und du siehst, die werden nicht zufrieden. Die wechseln, guck mal, Anthony Joshua hat jetzt auch zum zweiten Mal seinen Trainer gewechselt. Nicht zum zweiten Mal, weißt du, wie oft der jetzt, ich habe ja gehört, er hat ja nach dem Kampf gegen Usyk gewechselt. Usyk hat er gewechselt. Jetzt und hat jetzt er nochmal gewechselt. Noch gewechselt. Zweimal gewechselt jetzt. Ja. Was ist das denn? Ja, und der eine war dabei von Anfang an. Der ist doch der Grund, dass du da bist, wo du bist. Wie kannst du das ist meiner Meinung nach Charakterschwäche. Ja. Er ist einfach charakterlich schwach gewesen und hat es einfach dann getan. Hm. Ich kann mir nicht. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht, der Druck von außen. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Trainer daran schuld ist, dass du im Ring nicht abgeliefert hast. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja, glaube ich. Ich habe eine Frage an dich, weil das, was er gesagt hat, ist interessant. Die Leute reden. Was ist mit dem? Weil guck mal, man wird ein Superstar, man verdient Millionen. Und du als Boxer, der von unten kommt, was ja immer diese Boxer, dein Trainer, den du hattest, ist ja der mit dem kleinen Verein da war. Verstehst du, das, was er meint, kannst du es nachvollziehen, wenn man sagt, ja, guck mal, da kommt jetzt der große Promoter mit dem großen Fernsehsender und die sagen zu dir, ey, wie bringen die den Trainer von Mayweather? Na, komm, was willst Leute, du mit deinem aus? Ich vor, jetzt Matthias würde noch zu dir dann sagen, ey, guck mal, der Trainer ist nicht mehr so gut. Wir haben den von Mayweather. Und jetzt stell dir vor, das multipliziert sich auf 20 Mal. Genau, der Matthias ist nicht so. Der Matthias. Nein, ich meine, stell mal vor, du hättest so Leute um dich herum. Genau, 20 Leute reden dann auf dich ein. Genau. Nimm doch den von Mayweather, oder den Trainer. Ich sag dir nochmal, ne, scheiß auf Geld, scheiß auf alles, ne. Glaube mir, eine Geschichte, die du schreibst mit deinem Trainer, mit deinem Team, ist unbezahlbar. Ja. Weil du hast etwas geschafft, das hast du für dein Leben. Ja. So. Und ich sag, Geld kommt und geht. Ohne Geld geht es nicht. Es hört sich so blöd an und man tut so, als würde man auch Bescheid. Ohne Geld geht es natürlich nicht. Aber die Geschichten, die du schreibst, sag mir, mit welchem Geld willst du diese Geschichte schreiben? Du siehst, kannst reisen, kannst tun, kannst du machen. Aber jeder reiche Typ auf der Welt, ne, würde mit Cristiano Ronaldo, wenn er will, also wenn er
könnte tauschen. Der will diese Anerkennung haben. Ja, das stimmt. So, weißt du? Und Anerkennung kannst du dir nicht kaufen. Entweder bringst du Leistung, du bist und bist Champion oder du bist es nicht. Jetzt Muhammad Ali, Mike Tyson. Wer kann diese Anerkennung, mit welchem Geld willst du es kaufen? Und wie illoyal wäre das auch, wenn er jetzt so Weltmeister wird? Weil, guck mal, dass das passieren wird, davon bin ich eigentlich sehr sicher, dass wenn du Weltmeister werden solltest, dass die Leute dann kommen und sagen, ey, guck mal, jetzt bist du Weltmeister, dein Trainer ist irgend so ein Typ aus dem Pott, wir bringen dir jetzt einen aus L.A. so. Und lass da mal. Musst du standhaft bleiben. Sagen, nein. Ich kam schon, glaub mir, das ja, kam schon. Wo ich damals den Promoterwechsel hatte, also wo ich damals halt bei meinem Promoter unterschrieben hatte, die waren auch nicht damit einverstanden, dass ich bei meinem jetzigen Trainer bleibe. Und ich sag das nochmal, mein alter Manager hat auch immer jedes Mal auf mich eingeredet, wechsel deinen Trainer. Ich habe gesagt, wenn ich meinen Trainer wechsle, ne, so lieber höre ich auf mit dem Kampfsport, geil, anstatt meinen Trainer zu wechseln. Weil stark. Ich sag euch das doch gerade, dem habe ich euch erklärt. Ja. Dieser Mann hat in meinem Leben wie eine zweite Vaterrolle übernommen. Er sieht mich voll öfter als mein Vater. Und mein Vater war auf der Arbeit, der Mann hat mich trainiert. Ja. Und überall, wo ich Probleme hatte, finanzielle Probleme hatte, wo ich jünger war, ne, er hat mir überall versucht zu helfen. Überall. Und ich sag dir, er hat mein Leben auf Reihe gekriegt. Meine Papiere, mein Papierkram, alles stimmt. Feier ich voll. Er kümmert sich um die Finanzen, er kümmert sich um alles, ehrlich. Ja, du darfst niemals. So. Egal, was ja, ich sag doch, stark. Ja, deswegen sag ich, aber das ist einfach, ich kann das nicht erklären, weißt du, deswegen sagt man, egal wer kommen sollte, egal wie viel Geld auf dem Tisch liegt, dieser Mensch ist der Fundament, das, was ich erreicht habe. Deines Erfolges, ja. Ja, ist so. Ja. Muss man Respekt mitgeben. Ja. Stark. Aber natürlich auch das Umfeld stimmt, ne? Auch meine Freunde, alle Leute, die um mich herum sind, ey, wir sind ein perfektes Team. Mhm. Geil. Glaub mir, das nimmt dir so viel Arbeit ab. Das nimmt dir so viel Arbeit, das kannst du nicht erklären. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass das von. Also, warum es bei Joshua halt so traurig ist, ist, weil er hat den Trainer ja nicht bekommen, als er unterschrieben. Das war ja der von Anfang an seiner Boxkarriere dabei ist. Und ich fand das dann auch irgendwie nicht loyal. Kann sein, guck mal, mein Trainer sagt das auch immer. Mein Trainer sagt das von alleine. Er sagt, irgendwann sind meine Kapazitäten gegenüber das, was ich dir beibringe, aufgebraucht. Er sagt aber zu mir, was ich machen kann, ist, oder was wir machen können, wir können einen Trainer dazu holen. Ich habe damit kein Problem, ich habe auch keine Ego-Probleme. Als Co-Trainer, ich habe keine, stark, mit neuen Ideen. Genau, ich habe auch keine, das könnte Joshua auch machen. Der hätte seinen Trainer mitziehen können. Sehr gut. Und ihn überall mitnehmen können. Und ich weiß jetzt nicht, ob sein Trainer Ego-Probleme hat. Weißt du, es kommt ja auch auf den Trainer an. Weil stell dir mal vor, der Trainer sagt, oh, aber scheiße, glaub mir, mach das. Kann ja auch sein, dass das den Sport natürlich anbringt. Gegen jede Regel. So, und ja. Mit Denzel Washington. Ja. Den kenne ich nicht, den Film. Also wie gesagt. Ein Football-Trainer, beide. Dann kommt der Denzel Washington, ein Schwarzer kommt in so eine weißen rassistische Gegend. Ja, und soll eine Football manchmal trainieren. Und der Weiße wird dann der Co-Trainer vom Denzel. Mhm. Und die wollen das gar nicht. Und dann irgendwann halten die zusammen, so, weil die sehen, wir lieben den Sport. Ja, und deswegen sag ich ja, weißt du, deswegen, mein Gott sei Dank habe ich einen Trainer an meiner Seite, der wirklich keine Ego-Probleme hat, der sehr viel in seinem Leben gesehen hat und mir viel mitgegeben hat. Schön. Feiern wir. Schön. Sehr schöne Geschichte. Schneidet euch eine Scheibe davon ab, meine Damen und Herren. Wichtig. Das ist sehr gut. Immer loyal zu den Menschen sein, die euch hochgeholfen haben. Und Geld ist nicht alles. Zu 100%. Ja. Man kann auch ohne Geld glücklich werden. Sehe die Rebel Comedy Jungs. Warum? Du hast doch gestern noch mit dem telefoniert. Ja und? Ja, wie und? Ja, wie hast du dieses Schamgefühl, immer die zu dissen? Ja, weißt du, das Geile aber an der Schweine ist, wir sind in einem Moment Maximum ernst und wir gehen so in das Ernsthaftigkeit. Ich wollte weinen. Ja, wollte gerade weinen. Ich hatte das auch berührt. Ich habe echt Gänsehaut bekommen. Ja. Der wechselt auch von heute, also von jetzt auf gleich. Das, der muss reinscheißen. Ja. Der kackt rein so. Er muss. Aber ist geil. Ja. Das Problem ist auch, wenn er so Leute mal disst, die rufen ja mich an. Oder schreib mir, ey Bruder, warum macht er das? Könnt ihr das nicht rausschneiden? Also, könnt ihr das nicht rausschneiden? Das ist immer geil. Da kommen eigentlich diese Rapper-Anrufe eigentlich. Yeah, diese unangenehmen Rapper-Anrufe. Ja, die rufen ja selber nicht warum an. Warum hast du da und da das gesagt? Die rufen ja selber nicht an. Ja, geht nicht mal Nummern dran, die ihr nicht eingespeichert habt. So SMS so mit zurück. Fuck off. Das ist das Geile. Sehr geil. Ja, ich bin echt gespannt, wo das hingeht mit dir. Ich glaube auch, du musst natürlich jetzt ein bisschen öfter kämpfen, ne? Zweimal im Jahr muss jetzt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo, ich sag ja auch, irgendwann wird es auch für den Promoter schwer hier in Deutschland, auch diese Kämpfe zu bezahlen, weil die Gegner werden auch immer teurer. Ne? Du musst ja auch die Gegner einkaufen. Die kommen ja nicht von Apfel und Ei kämpfen, sag mal so, ne? Ja. Und deswegen sage ich halt, wir müssen halt schauen, dass wir Möglichkeiten haben, die Gegner zu bezahlen und reinzuholen. Und deswegen sagen wir, hoffentlich kriegen wir mal in der nächsten Zeit einen großen Fernsehpartner mit am Start. Ich sag ja, RTL ist, denke ich, nicht abgeneigt. ARD hat vielleicht auch Bock, wieder zurückzukommen. Ja, ich werde es mit der ARD klären, weil ich zahle ja diese GZ-Gebühr. Schreib mal eine Nachricht. Also, guck mal, ne? Ich weiß, ich zahle. Und macht mal Boxen. Und ja, wie gesagt, vielleicht kommen die zurück. Und wenn die zurückkommen,
werden wir auf jeden Fall nochmal 100% geben. Also dann 200%. Ja, sehr gut. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich finde es auch... ich will das, bevor wir... ich will es mal anfassen. Ja, fass einmal an. So. Ich habe es schon getragen. Schon getragen? So, ja, der hat gerade im Shutbox mit dem Gürtel gemacht. So, damit ich dein Ernst? Damit ich so Kräfte kriege. Ja, doch. Ich habe so Agit-Kräfte. Ja. Oh, wie schwer. Das ist ja richtig schwer. Ja, ja. E-B-U. 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 Was habe ich gesagt? E-B-U. EBU hast du gesagt. EBU? Ja, aber das heißt EBU. 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 European Box Union. Ja. Champion. Richtig geil. Ja. Hast du dir verdient, ne? Dankeschön. Wenn man das so sieht, merkt man so, dass eine Geschichte dann dahinter, ne? Ja, na klar. Das ist krass. Unbeschreiblich. Das kannst du. Deswegen sag ich ja. Sag mal. Sieht schon geil aus. Sieht geil aus, ne? Ja, bald Weltmeister hoffen wir. Deswegen habe ich das gerade immer auch gesagt. Du weißt ja, guck mal, du kannst. Vielleicht mit Geld kannst du dir vielleicht so einen Titel kaufen. Ja. Vielleicht denselben Titel sogar machen, aber die Geschichte, die dahinter steht, ist, das ist die geile. Wirst du nie kaufen können. Das Sorry. Wenn irgendwann der WBC-Gürtel da ist oder der WBA oder der IBF oder der WBO, dann kommst du auch nochmal in den Spiel. Inshallah, kommt der. Ja, inshallah. Aber dann alle. Dann alle. Dann alle, so auf den Tisch. Dann stellen alle hin. Ja, ja. Und sind dann am Start. Ja, guck mal, siehst du, ich hab mir so Mühe gegeben, dass direkt wieder... Ja. Ah, ja. Scheiern, sehr gut. So. Sehr. Ha? Spiegel. Wie Spiegel? Spiegel. Links Licht und so. Ja, besser. Ja, aber dann fällt es. Und jetzt? Nö. Egal, lass so, ist eh die ganze Zeit so. Dann, warte mal, nimm ihn in die Hand. So, stimmt, dann wieder in die Hand. So, meine Damen und Herren, gehört dir, hast du dir verdient. Sie haben den Gürtel, den missbraucht. Ja, sehr gut. Ja, das ist auch natürlich ein Statussymbol, das dir keiner nehmen kann. Weil das hat keinen finanziellen Wert, sondern einen symbolischen Wert. Das stimmt. Und das ist unbezahlbar. Das ist echt geil. Ich schwöre, ich würde nochmal so Rocky gucken, dann so vom Spiegel. Würde ich denken, oh. Ich bin einfach mit zwei Wochen aus. Ja, da weißt du, ich rumlaufe. Der läuft hier durchs Bad und sagt, ey, hör mal zu, das ist gar nicht gut. Der so, hör mal zu, ab jetzt halt die hier. Ja, ist gar nicht bei gut. Sowas hat der sehr einen schwachen Charakter. Ja, das ist gar nicht gut. Ja, so. Ich gehöre so Napoleon-Komplex. Ja, hab ich echt. Ja, ist bewiesen, offiziell. Wir haben die Welt da oben gesehen. Ja. Das hat so, weil das hätte für mich auch viel mehr Wert als Geld. Auf einmal ruft der alle Rapper an. Was hast du letztes Mal gesagt? Genau. Zum Beispiel für mich. Aber das ist natürlich, das ist ein Schaden. So, wenn ich jetzt... Dulli, hör weg. Nein. Ich weiß, was er sagen will. Cool, das ist, wenn ich hör auch weg. So, wenn ich jetzt so... Für mich hat es viel mehr Wert, als 1 Million Euro zu kriegen. Wenn ich... Doch, wenn ich jetzt so... Ich muss essen. Ich muss essen, diese Kooperation. Nichts bringt dir alle. Einfach so, Bruder, wir haben so eine Energie. Scheiß auf deine Energie. Ich hol mal ein paar Kooperationen rein. Aber stell dir vor, dann wäre es nicht stylisch, wenn du so Jean-Claude Van Damme oder Schwarzenegger triffst. Und die sagen, ey, ich hab dir zugeguckt, wie du so Klimmzüge machst und so. Das Scheiß auf den, der eine hat eine Zahnlücke. Ja, den bis heute nicht ohne hat seine Haushälterin geschwängert. So eine fette Mexikanerin wie Prinz Nassim. Ja, aber das ist Arnold Schwarzenegger. Der hat sich schon verwirrt, Junge. Ja, ich war verwirrt. Arnold Schwarzenegger. Oder der Tag wird kommen, wenn du Arnold Schwarzenegger siehst oder Van Damme und du so aussahst, der sagt, hey, Bruder, chill, das ist nur Film. Na und? Sag ich, ich filme mal meinen Wert. Der so, ey, das ist nur ein Film. In Türkei haben die es ja richtig krass sich in den Filmen reingelebt. Und da gibt es so Mafia-Filme in der Türkei, das wurde sogar von so Paparazzi aufgenommen. Die nehmen das auf, da geht einer zu denen, sagt zu denen, ey, hör mal zu, du bist doch dieser Mafiosi aus dem Film und du haust jeden im Film. Komm, mach mal, versuch mal bei mir. Das ist nicht dein Ernst. Der Mann sagt, ey, das ist eine so Rolle. So gibt's nur in Türkei. Dann, ja, da wollte er nach Hause. Da wollte er den Schauspieler hauen. Das gibt's nur da. Das ist krass, oder? Ey, geil. Ey, der Arm ist nur Schauspieler. Also geil. Mach mal diese Filme auch auf mich hier. Ja, ich sag, das wird so zu ernst genommen. Meine Damen und Herren, ich würde sagen... Ja, das war eine knackige Folge. Knackige, geile Folge. Mit einem sympathischen Gast. Ja. Wir haben den Europameister. Ja. Agit. Ja. Dankeschön auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Gerne, immer gerne. Geiler Talk. Gerne. Und folgt ihn auf jeden Fall auf seinen Social Media Kanälen. Wo kann man dich finden? Instagram, Agit Kabayel. Wir machen den Link hier in die Beschreibung. Instagram, YouTube, da bin ich am meisten aktiv. Also Instagram und YouTube. Bei YouTube auch Agit Kabayel. Genau, Agit Kabayel. Ich drehe da so halt ab und zu zwischendurch so Vlogs. Ne? Ja, also gucken wir uns jetzt gleich an. Ja, damit wir so sehen Vlogs können, was für so ein Typ du bist. Genau. Wir machen die Beschreibung und dein Insta und dein YouTube-Link machen wir natürlich in die Beschreibung rein. Ich würde auch gerne in die Beschreibung den Kampf, wo du den Titel gewonnen hast. Genau. Auch nochmal rein. Gibt es den über einen offiziellen Channel auf YouTube? Ja, klar. Bild hat den, glaube ich, hochgeladen. Und
auf meinem YouTube-Kanal kann man auch ein paar Ausschnitte sehen. Also auf den letzten Vlog, der kam, ja. Okay, gebt euch das. Ja. Und natürlich, wenn wir jetzt es geschafft haben, euch den Boxsport ein bisschen näher zu bringen, ja, dann unterstützt den Boxsport. Unterstützt den richtigen Boxsport. Genau. Richtigen Boxsport. Ihr könnt üben, schlagt ab und zu eure Frau. Da kann man. Ja, okay, du bist sicher. Das ist schon, weil ich muss auch mal. Ich bin sicher. Hier. So, jetzt der sind wir beide sicher. Schreibt dir die Zeit und sagt, was für Affen saust du denn da? So. Und gerne immer alles rüberschicken, wenn wir irgendwo unterstützen gerne, können. Wir kommen gerne vorbei. Ich sag ja, mein Mist, ich hab dir herzlich eingeladen. Danke, danke. Wir kommen gerne vorbei. Und dann ist er so drin. Wahrscheinlich, während du in der dritten Runde bist an diesem Stuhl, ne? Sitzt er neben meinem Trainer. Nein, also, wird er deinen Trainer wegschimpfen, Schükri, ab, geh mal weg und sagst so, jetzt geh mal hin. Machst du wie Rocky bei Rocky 4 in der Minute 6, wo er sagt, nicht der Stein, nicht der Vater, war. Und dann so klack macht so. Und der Schükri ab sagt zu ihm, ey, geh mal weg, ich muss doch meinen Jungen sagen, was er macht. So, nein, nein, ich mach das schon. Bei Rocky 5 war das so in diesem Moment. Ich denk daran. Schickrabi ist so temperamentvoll, ich glaube, der wird den linken Kopf, rechten Kopfhaken schieben direkt. Sehr gut. Willst du, guck mal, die letzten Worte, egal wie lange sie gehen, gehen an dich. Hm. Wen willst du danken, was willst du sagen, was willst du uns mitgeben, unseren Zuhörern und Zuschauern? Ja, was ich den Leuten mitgeben kann, wie gesagt, wie Schein das schon gesagt hat, unterstützt den richtigen Boxsport. Lass uns den Boxsport wieder in Deutschland nach vorne bringen. Ich wollte hier nochmal an alle Leute, die jetzt bisher zugeschaut haben, danke sagen. Danke auf jeden Fall für euren Support. Danke an alle Leute, die den Kampf geguckt haben von mir. Danke an alle Leute. Danke an euch beide, dass ich hier sein durfte. Danke an mein Team. Und danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Und ich hoffe, eine Ehre. Ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Und ja. Ja, das war's. Jetzt wird, meine Damen und Herren, werde ich natürlich, wie es sich für mich gehört, Agit ein paar Tricks zeigen, die er in seinem nächsten Kampf natürlich umsetzen wird. Das will ich sehen. Das machen wir dann mit. Und wenn du gleich runtergehst und ablenken wirst und sagst, ey, Agi, geile Folge und so, dann sagst du, nein, nein, nein. Du hast doch gerade was gesagt. Ja, weil ich kenne den in- und auswendig. So, danke an meinen Partner, www.nisa.tv. Er ist ein Iraner, aber ich mag ihn. Ja, ja. Er wird mich heute umbringen, weil ich zu spät kam. Nein, er ist 10 Minuten. Boah, ey, wieso lügst du so? Ich mach doch nur Spaß, das ist ein Comedy-Podcast. Ey, danke, Agit, dass du da warst. Danke, wirklich. Es war mir eine Ehre, deine persönliche Geschichte zu hören. Dass du hier saßt ohne Aufguss. Oh, korrekt. Ja, und du hast abgekocht. Sehr warm hier. Ja, ich hab heute hier Gewicht gemacht. Der hat abgekocht. Ey, vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Peace in the Middle East. Ciao.